was ist denn daran verfälscht? Dann zeig uns mal, was verfälscht ist und was nicht verfälscht ist, okay? Das Alte Testament ist verdreht, verfälscht. Ja, was denn dann davon? Aber dann hört's auf, also einfach nur so eine Behauptung in den Raum zu stellen, um den Koran zu legitimieren, das funktioniert so einfach nicht. Ja, die sagen ja auch zum Beispiel, also der Injil und die Tora sind ja kann nicht gefaked werden, weil Allah ist ja auch Allahs Wort sozusagen. Ja. Und Allahs Wort kann nicht verfälscht werden, steht ja im Koran selber. An fünf Stellen steht das. Dann frage ich mich, ist es ein Widerspruch oder wusste Allah nicht, dass in der Zukunft irgendwie Menschen irgendwas einfach reinschreiben können? Genau. So, in deren Sicht aus. Ist ja Widerspruch für sich alleine. Ja, also konnte Gott, sein Wort war nicht mächtig genug, dass, also der Mächtigste im Universum, der Erschaffer des Universums, ist nicht mächtig genug gewesen, sein Wort vor Verfälschung zu schützen im Alten Testament, im Neuen Testament und im im Koran so oder so nicht. Aber er ist nicht mächtig genug. Eine Ziege kann kommen und seine Worte essen. Ja, das ist doch das Ding, wenn Allah sogar auf Mohammed schwört. Das ist ja auch, dass irgendwie hier gefühlt Mohammed auch der Gott ist dort. Keine Ahnung, wenn Allah auf Mohammed schwört. Er und die Engel beten. Ja, er und seine Engel schwören. Ja, das ist ja das beten. Arabische Wort. Irgendwie. Ja, nein, nicht nur schwören, sondern beten für ihn. Ja. Zu wem betet denn Allah? Ja, ich meine beten. Ja, anbeten. Genau. Zu wem betet Allah? Ja. Wir beten zu Gott. Aber zu wem betet Allah? Zu Mohammed. Ja, nein, das ist wirklich, also das ist an Widerspruch überhaupt nicht zu toppen. Und diese ganzen wissenschaftlichen Berichte, ich finde das immer sehr lustig zu lesen. Wenn man die ersten 50 Seiten des Korans zusammenzählt, mal 3 multipliziert, durch 3 teilt, mal 5 hochnimmt und die Hypotenuse und den Satz des Pythagoras anwendet, dann kommt die Entfernung von hier bis zum Mond raus. Wow. Komm, weißt du, was ich nicht verstehe? Ist eine Sache, dass zum Beispiel die akzeptieren, also die sagen ja, die sagen, die bejahen alles, akzeptieren alles, dass Jesus sündenfrei war, Menschen geheilt hat, aus einer Jungfrau geboren wurde, aber sie akzeptieren das, aber verleugnen die Kreuzigung. Und die Kreuzigung ist das, was wir festhalten. Hört ihr mich? Ja. Die verleugnen ja die Kreuzigung. Das kommt, aber da kommt Waraka ibn Naufal ins Spiel. Hast du von dem Mann schon mal gehört? Bist du Iraner, der unter mir? Also ich bin, bist du Iraner wegen dieser Vogel? Wegen diese was? Wegen diese Vogel? Das ist ja ein Profilbild. Das ist die Fahne der Aramäer. Ich bin auch Aramäer, Bruder. Ja, sehr schön. Also ich bin Aserbaidschan-Iraner, wir haben auch so einen Vogel. Ich kenne diesen von manchen Iranern, die tragen ja deren Kette oder machen ein Tattoo davon. Deswegen hat mich das ganz, so ein bisschen interessiert. Ich bin Aramäer. Okay. Ja, ganz kurz, ich muss unterbrechen. Also Ex-Christ, du bist Aramäer, hast du gesagt. Also ich bin Iraner, Aserbaidschaner, aber ich weiß jetzt nicht, was, ich weiß nur ein bisschen von diesem aramäischen Reich. Hast du nicht gerade gesagt, du bist aramäisch? Nein, ich bin Aserbaidschan-Iraner, aber kenne diesen Vogel, diesen kenne ich von Iran. Aber ich habe auch gerade von irgendwem gehört, der gesagt hat, Christian, hast du das gesagt? Ich bin Aramäer. Ah, okay, schön. Alusanda, okay. Rino. Schlimme. Nein, ich habe nicht gesagt. Ich meine, ich bin Aserbaidschan. Gehören die zwei Länder zu das Aramäische Reich? Was denn? Ich habe dich akustisch... Er gehört Iran und Aserbaidschan zu Aramäisches Reich? Aserbaidschan? Nein, guck mal, das Aramäische Reich war das alte Mesopotamien. Irak, Syrien, heutige Türkei... korrigiert mich bitte in den Kommentaren, wenn ich ein Land vergessen habe. Irak, Syrien, glaube ich auch. Irak, Syrien, heutige Türkei. Eine Frage. Ich muss kurz unterbrechen. Ex-Christ, einer meiner Geschwister hat mir gerade geschrieben, dass du bei bei irgendeinem Ex-Moslem warst. Ah, wer war Sheikh das? Dr. Abu Amir. Bester Mann. Ja, du warst anscheinend heute bei jemandem im Stream. Okay. Ich bin fast jeden Tag bei Amir im Stream. Du bist doch immer von Amir. Ich weiß nicht, wer das ist, deswegen frage ich ganz normal. Du warst also bei dieser Person drin. Ja, aber die lässt ja nicht ausreden, schmeißt raus, wenn man Fragen stellt. Und dann habe ich gesehen, du bist ein bisschen freundlicher und dann wollte ich ja in dein Live mal wieder. Amir, der schmeißt doch keinen raus. Der lässt sich ausreden, der Scheißlabas schmeißt er dich raus. Er hat zu mir gesagt, ganz kurz. Ganz ehrlich, du nennst dich ja Ex-Christ, oder? Richtig. Ich war einer. Okay. Du warst ein Christ. Okay. Kannst du mir nur bitte einen Gefallen tun und mir nur die Fragen beantworten? Bist du Moslem? Ich bin jetzt schiitischer Moslem, genau.
Du bist ein schiitischer Moslem. Okay. Du bist. Wie lässt sich dein Koran erklären, wenn du die Tafsire ja natürlich ablehnst? Ich lehne die Tafsire von den Sunniten aber nicht von den Schiiten. Okay. Kannst du mir die Erklärung zu Sure 19, Vers 83 geben in schiitische Quelle? Klar, warte, ich muss meinen Computer dann anschalten, Bin damit mal ich es gespannt, was lesen da kann. rauskommt. Weil mit dem iPad kann ich das nicht übersetzen, ist das Problem. Das muss ich dann mit dem Computer machen. Hanier, Flex, Hanier. Was steht denn in Sure 19,9? Vielleicht kenne ich die Sure, wenn du es mir Nein, sagst. nein, Sure 19, Vers 83. Dann was steht da? Vielleicht kenne ich den Vers. Den Vers kennst du nicht. Wenn du den kennen würdest, dann könntest du den schon sagen. Den Vers kennst Ist du nicht, das pass dieses auf. mit Tötet die Ungläubigen? Nein, nein, nein. 19, Sure 19, Vers 83. Ja, okay, warte, ich muss dieses Computer erstmal anschalten. Okay. Warte, ich lese den erstmal im Koran. Warte, das hier muss angehen. Alles gut, lass dir Zeit. Warte, ich hole den Koran erstmal 1983. Guten Appetit, Flex. Danke, Bruder. Bitte nicht. Von mir auch guten Appetit. Ich habe bereits Danke, Handy gesagt. Ex. 83, das haben wir. Ah, das mit Maria. Ja, ich kenne. Ich glaube, Nein, ich nein. suche Sure 9. 19, Vers 83. Nein, Ja. nein, Bruder, guck Ja. richtig mit Satane. Siehst du nicht, dass wir die Satane gegen die Ungläubigen gesandt haben, damit sie heftig aufreizen? Okay, stopp. Eine Frage an dich. Ja. Wer spricht denn da? Spricht da Mohammed oder spricht da Allah? Allah hat zu Jibril gesprochen, Jibril hat zu Mohammed gesprochen. Nein, die Frage ist, in diesem Vers, wer spricht da? Spricht da Allah oder Mohammed? Allah. Allah spricht. Also, ich habe niemals gesehen, also ich würde gerne diesen Gott auch mal kennenlernen und wissen, warum er das macht. Ja. Aber du musst Welcher Gott schickt, warte, ganz kurz bitte, du musst mir aufmerksam zuhören. machen. Welcher Gott schickt Satane zu Ungläubige, ja, er sagt, hey, ich bin Allah. Du bist ein Ungläubiger. Hör zu, ja, Maniac, ich schicke jetzt Satane auf dich, okay, um dich noch mehr aufzureizen. Anstatt dass Allah sagt, hey, I am Allah, ich möchte, dass du zum Glaube kommst und dass du mich annimmst als dein Gott. Nein, er sagt, hey, ich bin Allah, okay, ich schicke jetzt Satane, Dämonen auf dich, damit was diese Dämonen dich aufreizen, ja, Seleme, ja, dass sie dich noch richtig, richtig aufreizen. Was ist das für ein Gott? Ja, ich mache jetzt kurz den Ka Ja, der ist jetzt an. Ich muss noch den PIN eingeben. Warte. Okay, ja, dann zeig mir mal den Vielleicht Tabs. habe ich den neuesten Computer, deswegen dauert das manchmal ein bisschen. Nein, aber hast du Ja, alles verstanden, gut, was das Flex ist dir er. gerade gesagt hat? Ja, ich verstehe, was er meint, aber dafür gibt es 100% eine Erklärung. Jetzt sind wir hier. Genau, deswegen habe ich gesagt, geh auf die Tafsire und bitte sei ehrlich und lies es uns vor, weil ich habe das offen hier. Schreib Tafsir von Imam Jafar Sadiq oder von der Ahlul Bayt, weil ich glaube, du hast den Tafsir von den Sunniten, das könnte auch sein. Nein, das ist eine Sure und zu der Sure machst du bitte den Tafsir auf und lies es uns mal vor. Ganz kurz, Flex, warte mal. Du bist kein Sunni? Nein. Was bist du denn? Shia? Ja. Und Shia, okay. wir haben verschiedene Ja, ihr habt andere, Allahs. aber guck mal nochmal. Wir reden ja hier von 85% der Muslime sind Sunniten. Und wir lesen die Tafsire der Sunniten. Und Guck mal, da hat jemand geschrieben, ganz kurz, Leute, hört euch mal bitte diesen Hirngespinst an. Da hat jemand in den Text geschrieben, es ist eine Warnung für Muslime, er schickt Satane. Hallo, 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 Yeshua al-Messihu Akbar. Erstens, Gott schickt keine Dämonen zu Ungläubigen. Gott möchte eher, dass was diese Ungläubigen Jesus oder Gott erkennen, wer auch immer das ist. Es geht darum, ja, dass das sehr verstörend ist, dieser Vers. An sowas schon zu glauben. Allah sagt, ich schicke Dämonen, um was? Die Ungläubigen aufzureizen. Und ich werde auch heute beweisen, dass was?
dass sie den Satan höchstpersönlich anbeten. Laut einem Salafisten habe ich heute einen Vers bekommen, das ist Killer-Vers. Also jeder Moslem, der diesen Vers liest, ja, im Koran, der checkt das erstmal nicht, um was es geht. Sogar ich habe es nicht mal gecheckt. Bis ich in den Hadithen diese Quellen gefunden habe, die zu dieser Sure führen und was auch zu was, zu dem führen, was da drin steht in den Tafsire. Isaiah, danke schön, ich küsse doch dein Herz. So, muss ein bisschen nach unten gehen. Dämonen, Ex-Christ, merk dir bitte eine Sache. Dämonen gehören nicht zu Gott. Du meinst Jins, die gehören nicht zu Gott? Dämonen gehören nicht zu Gott. Dämonen haben mit Gott nichts zu tun. Verstehe, okay, ich habe den jetzt kopiert. Jetzt gehen wir zum Übersetzer, aber ich kann kein Englisch. Ich muss es so. Lies es mir bitte auf Englisch vor. Lies es mir bitte auf Englisch vor. The world of the exalted, we have seen the Satans on the kafirs. Oh, we sent Satans to kafirs. Dankeschön. Was ist das für eine Quelle, schiitische Quelle? Na guck, zu den Worten des Erhabenen, wir haben die Satan über die Kafirs gesandt, sie durch eine Ausbildung aufzustacheln. Sure 1983, er sagte, als sie sich darin auflehnten und waren in ihrer Fitna und in ihrem Gehorsam, war es für sie aufgedehnt. In ihrer Rebellion und ihrer Verirren und Havset sandte Satans La über sie. Der Mensch und die Djinns, die auf durch eine Aufwühlung aufstachen. Okay, stopp, stopp, stopp. So, und jetzt musst du ehrlich sein. Wer hat jetzt die Satan und die Djinns geschickt? Bitte sei ehrlich, lüg jetzt bitte nicht. Allah. Allah. Allah! Bruder, du betest indirekt den Satan an. Das will ich dir jetzt schon mal sagen. Weil Satan ist derjenige, der Dämonen schickt. Bruder, rette deine Seele, wo du noch kannst. Ex-Christ, rette deine Seele, wo du auch noch kannst. Ich flehe dich von ganzem Herzen an. Du betest den Satan indirekt an. Ich meine das ernst. Frage, woher wollt ihr eigentlich wissen, dass dieses auf dem Bild Jesus ist? Also ich glaube ja genau Ex-Christ, das. Also, hüpf mal bitte jetzt. Ich habe eine Frage, Bruder, guck mal. Ex, warte, ich bin nur Christian, bitte ganz kurz. Ja, bitte ganz kurz. Reden, aber ich kann ihn, ganz kurz. Ex-Christ. Bei welchem Thema sind wir denn jetzt gerade? Das mit den Djinns. Okay, wie kommst du jetzt auf Jesus? Weil du meintest, er rette deine Seele, aber warum soll ich einen Gott annehmen, wenn ich ihn noch nie gesehen habe und an ein Bild glauben muss, dass er so aussah? Falsch, falsch. Ganz kurz, ich bin und Christian, oder Christian, bitte mute dich, ganz kurz. Ich lasse euch auch gleich reden, ist kein Problem, ganz, ganz kurz. Deine Sichtweise ist, oder deine Redensweise ist die Redensweise eines Moslems, weil das ist das, was sie dir eingetrichtert haben in deinen Kopf und deswegen sagst du das mir. Das ist falsch. Anhand der Schrift erkennen wir, dass wir einen wahrhaftigen, lebendigen Gott haben. Anhand der Prophezeiung erkennen wir den wahrhaftigen, lebendigen Gott. Ja, und nicht ein Bildnis. In der Bibel steht sogar drin, wir dürfen kein Bildnis von dem Herrn machen. Das ist falsch. Kein Bildnis vom Herrn. Verstehst also, du? Deswegen, das, was du gesagt hast, so sagt das ein Moslem. Aber ein Christ würde niemals das sagen, was du sagst. Ja, durch wenn wir ein Bild sehen, ach, das ist Jesus Christus. Falsch. Das Kreuz ist ein Symbol, weil er in diesem Kreuz auch, er wurde gekreuzigt. Ja, das dürfen wir nicht vergessen. Das ist ein Symbol. Ja. Deswegen bitte nicht mixen. Vermix das bitte nicht. Rette deine Seele, Bruder. Du betest den Satan indirekt an. Rette deine Seele. Ich meine das ernst. Ich habe dir diesen Vers gegeben. Du hast aus der schiitischen Quelle es selber vorgelesen. Bruder, du betest jeden Tag den Satan an. Und ich meine das ernst. Das merkst du vielleicht nicht, aber du betest ihn indirekt jeden Tag an. Wenn ich dir jetzt noch eine Sure gebe, als Beweis, dass du wirklich den Satan anbeten tust und dir noch den Tafsir noch dazu gebe und noch was, noch den Hadith dazu gebe, aber es gibt wahrscheinlich noch schiitische Hadithe, wenn ich dir das zeige, dann kriegst du Schock des Lebens, du betest den Satan indirekt an und das ist mein voller Ernst. Sag mir den Hadith und den Koran, wer's? Willst du das wirklich wissen? Ja.
Also ich bin neugierig. Alles klar. Also Leute, haltet euch fest. Ich wollte eigentlich später darüber sprechen, aber ich hau jetzt diese Quelle jetzt mal raus. Okay, Leute? Ich hau jetzt mal diese Quelle raus. Haltet euch alle fest, weil das mit ekelhaft jetzt. Ja? Kann ich mal was fragen? Ja, natürlich. Natürlich. Schieß also, los. Also an Ex-Christ natürlich. Ich habe eine Frage an dir. Guck mal, für dich. Guck mal, du hast ja gerade gesehen, Allah schickt Dämonen. Gell? Okay. Hast du die Bibel mal angefasst oder gelesen? Bibel? Ja, ich habe es schon mal ein bisschen drin gelesen. Hast du hast du gelesen, dass Jesus Dämonen ausgetrieben hat? Nein. Er ist Gegenteil von Allah. Aber bei uns steht doch auch so, dass Ali gegen Dämonen gekämpft hat und gewonnen hat. Hast du nicht, was Ali gemacht hat? Okay, ganz kurz, ich will das kurz zu Ende machen. Christian, da kommen wir auch gleich noch dazu. Christian. Ja. Christian, du musst dich nur kurz stummen. Ja. Genau. Bitte, Ex-Christ, ich habe dir jetzt diesen Vers gegeben. Was hast du in diesem Vers jetzt verstanden, was ich dir jetzt gegeben habe und was du vorgelesen hast? Was hast du da verstanden? Und bitte sei ehrlich. Dass die Djinns von Allah sind? Nein. Was hast du da vorgelesen? Also, wir haben doch gelesen, dass Allah Satane schickt. Ja oder nein? Das haben wir doch gelesen zusammen. Ja. Okay. Und nur Satan, du musst mir gut zuhören, und nur Satan schickt Dämonen. So. Jetzt haben wir die schiitische Quelle genommen und es vorgelesen. Was stand da drinne? Dass die Djinns von Allah sind. Okay. Und wer hat diese Dämonen geschickt? Allah. Okay, dankeschön. Dankeschön, dass du es bestätigt hast. Aber jetzt gehen wir mal in diesen Hadith oder diese Sure, die du wissen wolltest, okay? Halte dich ganz gut fest. Also Leute, Sure 93, Vers 3. Dein Herr hat sich weder von dir verabschiedet, noch hasst er dich. So, jeder, der das lesen würde, ein Koranit, würde natürlich sagen, ach, das ist doch kein schlimmer Vers. Ja. Mhm. Ganz kurz, Leute. So, also Leute, sehen wir hier ein Problem in diesem Vers? Ich frage jetzt erstmal Ex-Christ. Ex-Christ, nein. Sieht man hier ein Problem? Nein, oder? Mhm. Nein, okay. Bruder, ich bin, sieht man hier in diesem Vers ein Problem? Bisher noch nicht, nein. Okay. Christian, sieht man hier in diesem Vers ein Problem? Nee. Okay. Das ist ein Salafist, der mir diesen Vers gegeben hat, okay? Er hat es mir gegeben, hat gesagt, hey, hör mal zu, kombiniere das und du wirst verstehen, um was es hier geht. Ja, das ist ein richtig, das ist einer, der 40 Jahre lang Wissen hat. Aber Bruder, und er weiß über was. Die Salafisten dürfen mich töten und die hätten kein Problem damit. Nein, nein, okay. Darum geht's nicht. Nein, nein, darum geht's nicht. Wir sprechen von diesem Vers. Das ist, glaubst, das ist ein Vers, das sind versteckte Botschaften. Also, die Muslime verstehen sowieso nicht, um was es hier geht. Das ist auch egal. Ich werde es dir auch gleich beweisen. Laut sunnitische Quelle. Ja. Die lachen, aber haben keine Ahnung. Geh mal auf Stumm, Ex-Christ, ich zeig's dir. Du musst nur zuhören. Du musst nur zuhören. Die Muslime lachen und sagen, ah, dieser Flex, der keine Ahnung hat. Ihr habt alle keine Ahnung. Diese Quelle habe ich von einem Salafisten, der mir das ausgelegt hat. So, jetzt, meine lieben Muslime, jetzt gucken wir, ob ihr immer noch so dumm lacht. Gucken wir mal gleich. So, merkt euch bitte diesen Vers, Sure 93, Vers 3. Dann gucken wir mal, ob ihr immer noch so dumm lachen tut, wenn ich euch die Quelle zeige. So, jetzt gehen wir mal zu den Hadith. Oh, 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 das wird wehtun jetzt, Leute. Also, das ist ein Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari 4950. Ich nehme das nicht an. Ich verfluch doch Bukhari. Alles gut, alles gut. Alles gut, alles gut. Das ist eine sunnitische Quelle. Du kannst ruhig stumm gehen. Alles gut. So, das ist die Antwort zu Sure 93, Vers 3. Okay? Hier, Leute, das ist ein Beweis, ja? Sahih al-Bukhari 4950. Merkt euch bitte die Quellen. Sure 93, Vers 3. 1 bis 3. Leute, hier kommt was ganz Verstörendes. Also, once Allah, Muhammad, peace be upon him, became sick and could not offer his night prayer, Tahayyud, oder wie das auch immer heißt, for two or three nights, then a lady, the wife of Abu Lahab, came and said,
Oh Muhammad, the wife of Abu Lahab came and said, Oh Muhammad, I think that your Shaitan has forsaken you. Hört gut zu, Leute, jetzt wird's knallhart. I think your Shaitan has forsaken you, for I have not seen him with you for 2 or 3 nights. Also derjenige, der immer Muhammad besucht hat, war der Shaitan. Und die Frau hat gesagt, ja, ich habe ihn seit 3 Tagen nicht gesehen. Hört zu, Leute. On that Allah revealed by the forenoon and by the night when it darkens. Ja, und wir wissen, Leute. Merkt euch bitte eine Sache, ja. Jetzt schreibt einer, nimmst du diese Frau als glaubwürdig? Daran merkt man, dass du keine Ahnung hast. Das ist Sahih al-Bukhari, das ist anzunehmen. Diese Quelle ist anzunehmen, du Jahil, mein Freund. Ja, Al-Saisa oder wie auch immer du heißt, bist ein Jahil. Wenn du nicht mal weißt, dass du diese Quelle so annehmen musst, so wie sie da drin steht, das ist ein Sahih al-Bukhari. Du bist ein Jahil, du hast keine Ahnung. Lern erstmal deine Religion, du hast keine Ahnung, Mann. Learn your religion. You don't even know about your religion, you pagan. Ja, du Steinlecker, du. Nein, nicht du. Ich meine jemand ganz anders. Nicht du. Du bist ja respektvoll. Alles gut. Ja. So, und hier lesen wir, Leute. Ja, Leute, heute bin ich etwas knallhart, Leute. Deswegen bitte nimmt's nicht übel. Ich bin heute wirklich direkt mit meiner Wortwahl. Sorry, tut mir auch leid. Dafür entschuldige ich mich. Aber ganz ehrlich, es ist ein Fakt, ja, dass es da drin steht, ja. Also wir sehen hier, Muhammad think that your Shaitan has forsaken you, for I have not seen him with you for 2 or 3 nights. On that Allah revealed by the forenoon, by the night when it darkens. Ja, und wir wissen ja ganz genau, dass die satanischen Geschöpfe nachts arbeiten. Ja, und komischerweise spricht Allah hier on that Allah revealed himself in the night, wo es dunkel wurde. Your Lord, oh Muhammad, has neither forsaken you nor hated you. Er war 3 Tage nicht da und er kam und hat gesagt, hey, du hör zu, has neither forsaken you, nor hated you. So Leute, wollt ihr jetzt mal den Tafsir lesen? Boom, jetzt gehen wir mal zu dem Tafsir. Also, 93,3, das ist der Tafsir dazu. Das hat alles eine Verbindung. Jetzt, Leute. Your Lord has neither forsaken you. He has not abandoned you, O Muhammad. So, und jetzt gehen wir mal wieder zurück. Satan has never abandoned Muhammad. Er war nur ein paar Tage nicht da. Es geht hier um Satan. Oh Lord, Satan, ihr betet indirekt den Satan an. Indirekt betet ihr den Satan an. Er war 3 Tage nicht da. Boom. Ihr könnt euch noch so an der Stirn antippen, anfassen, wie ihr wollt. Das ist die Quelle, die ich bekommen habe von einem was, von einem Salafisten, der was die Religion verlassen hat. Ganz einfach. Die Kommentare sind gerade sehr interessant. Die haben keine Ahnung, Bruder. Das ist das Problem. Die haben keine Ahnung. Also diese Quelle, guck mal. Deswegen habe ich dir gesagt, guck mal, Sure 93, Vers 3. Okay, und jetzt guck mal, Bruder. Wenn du jetzt in dieser Sure gehst, ja. Du siehst darin kein Problem, ja. Also einer, der Koranite ist, der wird niemals verstehen, um was es hier wirklich geht. Ja. Die Webseite ist nicht glaubwürdig. Du hast keine Ahnung. Das ist eine arabische Seite. Daran merkt man, dass ihr alle Jahils seid. Ja? Ganz kurz. Guck mal, wenn er sagt, Al-Tafsir ist eine arabische Seite. Das ist eine arabische Seite. Das ist sogar anzunehmen. Leute, ganz ehrlich, guck mal. Das beweisen oder was wolltest du mir gerade beweisen? Ex-Christ, warte mal ganz kurz bitte. Guck mal, lass mal diese billige Taktik mit, die Seite ist nicht so, die ist nicht dann. Okay, dann belehrt uns eines Besseren, kommt hoch, zeigt bitte eine Seite, wo genau Ibn Kassir, sage ich schon, was er gezeigt hat von Bukhari gerade, dass da was ganz anderes steht, aus eurer Quelle. Also genau den Hadith von Sahih Bukhari, zeigt uns eure Quelle, am besten euer Buch,
ja, eure Bukhari-Sammlung, die ihr zu Hause habt, und dann zeigt uns doch, dass da was ganz anderes drin steht, könnt ihr nicht. Okay? Also lasst diese Taktik sein. Die machen wir hier seit Monaten, seit Jahren machen das Brüder und Schwestern hier schon. Wir sind es wirklich leid, das ist so die billigste Taktik, dass ihr das überhaupt noch versucht, ist eigentlich schon ein Armutszeugnis. Das ist eine Kapitulation. Ja? Kapituliert gleich, wenn ich mit sowas kommen muss und sage, ha, die Seite ist nicht glaubwürdig. Ja, ist gar kein Thema, okay? Habibi, Habibti, gar kein Problem. Dann zeig uns doch deine Quelle, aber genau diesen Hadith von Sahih Bukhari, wo was anderes drin steht. Richtig. Dann können wir uns darüber unterhalten, gar kein Thema. Ja, aber dann haben wir aber wieder einen Widerspruch, Bruder. Ja, natürlich. Wir wissen noch ganz genau, dass die, guck mal, Bruderherz, wir wissen noch ganz genau, dass das Bukhari ist, jeder kann es nachschlagen, jeder kann es sehen. Die Leute, die jetzt hier große Töne spucken, überzeugst du eh nicht. Aber die Leute, die jetzt hier zuhören, leise sind und was lernen wollen, die Leute, guck mal, weißt du, was traurig ist, Bruder? Ich habe was vorgelesen. Da gibt's welche, die schreiben rein und sagen, ich verstehe aber nicht, wie du das herausnimmst. Warum nimmst du dir das so raus? Ja, ja. Alter, sag mal, Leute, ist das euer Ernst, Alter? Alter, ist das euer Ernst? Ey, Bruder, langsam habe ich echt das Gefühl, die lecken so viel Stein, dass sie das nicht mehr verstehen. Ihr Gedächtnis kann da nicht mithalten. Ich meine das ernst. Ja, das ist halt, wie gesagt, wenn man sich mit Händen und Füßen wehren muss, seine eigenen Quellen verwerfen muss, leugnen muss und sich dafür schämt. Ja, also ich bin mit euch. Ich würde mich auch dafür schämen, wenn solche Sachen drinne stehen. Und es wird offengelegt, ich würde auch in Erklärungsnot kommen. Also wenn mir offengelegt wird, dass der Herr Jesus Christus einen Shaitan nonstop an seiner Seite hat, ja, und der ist mal 3-4 Tage weg und eine Frau erkennt das, und eine glaubwürdige kirchliche Quelle schreibt das auf und wir haben das bei uns in der Bibel oder in einem Beiwerk drinne und es wird uns gelehrt und wir müssen daran glauben. Ich würde vom Glauben abfallen. Also sorry, tut mir leid. Mein Herr hat nichts, rein gar nichts mit einem Shaitan oder mit Satan zusammen gehabt. Okay? Es gibt ja noch viele andere Verse, die problematisch ist mit Satane, aber das, was der Flex jetzt hier gerade gezeigt hat, ist eine sehr, 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 sehr interessante Stelle. Eine sehr interessante Stelle. Ja, genau. Weil ich zeige es ja klipp und klar. Guck mal, das ist das Problem. Weißt du, was das Problem ist? Guck mal, die Muslime sagen ja, was sagen die Muslime? Die Muslime sagen ja, der Koran ist die Vollendung. Also wenn der Koran die Vollendung ist, warum steht denn nicht alles in einem Buch drinne? Komischerweise in der Bibel haben wir alle Antworten. War Allah nicht schlau genug, das alles in einem hinzuzufügen? Was ist denn da passiert? Flex, Bruder, warte. Was wirklich zu beurteilen ist, ja, der Name von Eva steht nicht mal im Koran drin. 200-300 Jahre ist Allah es eingefallen, dass es in den Hadithen auftaucht. Der Name Hawa kommt nicht mal im Koran vor. 200-300 Jahre später kommen die Hadithe, die Tafsire oder was, und da steht der Name von Eva drinne. Also Allah wusste von Anfang an nicht, wie Adam seine Frau heißt. Steht nicht mal da drinne. Da steht Gattin. Woher taucht der Name Hawa auf? 200-300 Jahre später. Also Allah wusste es nicht. Bruder, hier schreibt einer in den Kommentaren, wenigstens hat sich uns, Jesus hat sich vom Satan befehlen lassen. Katastrophe. Zeig mir bitte, kann ich noch was sagen? Ganz kurz, guck mal, wir wissen, dass wir kennen die satanischen Verse, ja, wo Mohammed Allah die drei Töchter beisammen gesellt hat und dann hinterher verworfen hat und hat gesagt, das hat mir der Satan eingehaucht. Ja, also bei euch haben wir einen direkten Beweis, wo das passiert ist. Und er bezieht sich jetzt hier auf die Situation, wo sich der Herr Jesus Christus in die Wüste begeben hat, zu meditieren, wo der Satan versucht hat, ihn zu versuchen und es nicht geschafft hat. Ja. Und der Herr Jesus Christus stark geblieben ist, weil der Herr Jesus Christus Gott ist. Du kannst Gott nicht verführen. Aber Satan hat sich stark gefühlt und hat sich gedacht, ich kann es schaffen, weil er hier in Gestalt eines Menschen ist. Okay, und hat es nicht geschafft. Er hat Gott nicht mal versuchen können in menschlicher Gestalt. Aber zeig mir bitte, ich lerne gerne dazu, wirklich,
Ich lerne wirklich dazu. Zeig mir die Stelle in der Bibel, wo Satan geschafft hat, den Herrn Jesus Christus zu verführen. Ich warte. Bitte. Dankeschön. Und noch hinzuzufügen erstmal, Biso94 hat gesagt, der hat verdammt viel Wissen im Islam. Richtig? Richtig. Habibi, du guckst nur viel. Eine, es gibt in Koran, in muslimischer Geschichte, es gibt tausend und Millionen Tafsir für eine Geschichte. Genau, es gibt tausend, es gibt tausend und Millionen Tafsir, weil Allah nicht weiß, was er sagt. Warte. Und ey, jedes, Wort, Arabisch? Und jedes Arabisch? Wort, jedes Wort in Koran hat was bedeuten und jede Geschichte in Islam hat was bedeutet. Du kannst das nicht in deinem Kopf einfach so nehmen und sagst, du, okay, das stimmt nicht und das ist. Dann warte kurz. Nummer 1, ich habe den Hadith gebracht. Nummer 2, ich habe den Tafsir gebracht. Nummer 3, ich habe die Sure gebracht. Das sind drei Quellen, die in einer Richtung gehen. Soll ich jetzt noch 20.000 andere Quellen geben, denn wieder würde sich das widersprechen, mein Freund. Habibi, sag dir also, was. Wenn du schon so wissend bist, ja, sogar der Schia, der hier reingekommen ist, hat schiitische Quelle gebracht, ja, das sind schon mal vier Quellen, die genau diese Quelle beweisen. Jetzt kommst du aber hier rein und sagst, hey, Wallahi Billahi, ich habe sehr viel Wissen, du musst noch weitere Quellen geben. So, wenn du das abstreiten möchtest, dann lass uns das doch mal zusammen machen. Nimm mal dein Koran in der Hand und geh mal bei Sure 19, Vers 83, dann machen wir das mal zusammen. Oder wenn ich dir die Koran lesen, auf Arabisch, du verstehst das überhaupt nicht. Es ist nicht deine Sprache, das ist meine Muttersprache, weißt du. Erste Sache, okay. Guck mal, genau, ich gesagt, genau jede Seite im Koran, guck mal, jede Seite im Koran hat was bedeuten. Ja, und du musst diese Tafsir haben von anderen Büchern, weißt du? Okay. Was ist denn das Problem? Ganz kurz. Du hast auf Arabisch geschrieben. Christian, bitte warte ganz kurz. Jetzt hast du dich selber eigentlich entlarvt. Du hast gesagt, hey, das ist meine Sprache, nur ich kann es verstehen, richtig. Und deswegen ist dieser Gott, den ihr dient, schon mal kein Gott. Weil ein Gott möchte, dass man seine Worte in jeder Sprache versteht. Du hast gerade dich selber vor 400 Leuten selber schlafen gelegt. Warum? Du hast klipp und klar gesagt, dass nur du deine arabische Sprache verstehen kannst. Und laut Sure 43, Vers 3 sagt Allah selber, ja, ich habe es auf Arabisch herabgesandt, dass nur ihr es versteht. So, nein, ich habe gesagt, du kannst die Sprache nicht, aber vielleicht du verstehst auch von Koran, okay, viele. Eine Frage. Viele Sachen, aber die Eine Sprache habe ich gesagt, kannst du nicht. Das ist, meinte ich. Verstehst du? Okay. Das meinte ich. Du hast vielleicht viele Ahnung vom Koran, aber die Sprache verstehst du nicht. Bitteschön. Ganz kurz, Bruderherz. Okay. Sind Allahs seine Worte auf Deutsch verfälscht? Ja oder nein? Was meinst du genau? Also nochmal. Sind Allahs Worte auf Deutsch verfälscht? Ja oder nein? Auf alle Sprachen. Alle Sprachen. Was? Die richtige Auf alle Sprache, Sprachen? Richtige Sprache für Koran ist arabische Sprache. Die richtige. Okay, stopp. Ja, das okay, Koran kommt stopp. In... Ja. Okay, alles gut. Du hast etwas gesagt, was mir sehr, sehr gut gefällt. Kleinen Moment, bleib bitte dran, weil ich habe dann noch eine spezielle Frage. Also, du hast gesagt, auf alle Sprache ist das Wort von Allah verfälscht, außer auf Arabisch, richtig? Nein, nicht richtig. Das hast du doch gerade eben gesagt. Nein, ich habe dich gerade nicht ganz gut verstehen, weißt du? Ich hab gedacht, dass du meinst, okay, die muslimische, die Koransprache ist, auf welche Sprache ist, welche, ja, so meinst du, ja? Aber die Koran kommt auf arabische Sprache, Bruder, und kannst du auch auf egal welche Sprache auch lernen, wenn du die arabische Sprache nicht kannst. Verstehst du, was ich meine? Okay. Dann machst du gerade 80% der Muslime, dann machst du gerade 80% der Muslime zu Nicht-Muslimen, weil 80% der Muslime auf dieser Welt sprechen kein Arabisch. Jetzt haben wir ein Problem. Sind nein, Sie nein, jetzt ich Muslime? Nein, Habibi. Nein, guck Bruder, mal. Ich habe ihm gesagt, wenn du nicht Arabisch bist, du kannst auf deine Sprache die Koran lesen. Es gibt Bücher auch mit Übersetzen und okay, alles kannst du auch. Flex, der Bruder, musst du nicht unbedingt die Koran lesen,
unbedingt auf Arabisch. Musst du nicht unbedingt, wenn du das die Sprache okay. nicht kannst. Ganz kurz, ganz kurz. Hast du Netflix? Der Bruder wieder ja, gib was mir, zeigen. Gib mir eine Minute. Ja, auch Christian bitte, ganz kurz eine Minute. Ich mache einen Kurzprozess jetzt. Christian, du musst dich nur kurz stummen, genau. Also gut, Bijo, du hast etwas erwähnt gehabt, jetzt muss ich dich direkt fragen. Ist das Wort Allah arabisch, ja oder nein? Ja. Okay. Ist Arabisch eine erfundene Sprache, die ewig war, oder ist es eine erfundene Sprache? Das verstehe ich nicht, Bruder. Ich bin seit 2 Monaten in Deutschland, weißt du? Okay, nochmal. Ich stelle dir die Frage. Ganz kurz. Ich stelle dir diese Frage nochmal. Ist das Wort Allah arabisch, ja oder nein? Ja. Okay. Ist der Koran Allah? Koran? Was ist Koran? Ist der Koran Allah? Das Koran ist nicht Allah, Bruder. Koran ist nicht Allah. Nein, das Koran, guck mal, Koran ist, Allah hat das Koran auf diese Welt geschickt zu diesen Menschen, dass die wissen genau, was falsch ist Moment. Und was richtig ist. Moment. Was richtig. Weißt du, das ist Moment. Diese, sag ich. Aber Allah gesagt, fahrt vor jedes Muslimen, fahrt, dass, wenn du geboren als muslimisch bist, du musst fahrt, dass vor dein Leben, vor deine Zukunft, vor deine Himmel, wenn du stirbst, wenn du stehst vor Allah, dann musst du vor Allah erzählen. Wieso? Das mit dem Sterben, das war nicht meine Frage. Wieso? Das mit dem Sterben, das interessiert mich jetzt alles gar nicht. Ich stelle dir die Fragen nochmal. Sag ja, nein oder was okay. mit Sterben zu tun hat, das ist gerade nicht das Thema. Bitte verstehe mich nicht falsch. Okay. Meine Frage ist nochmal, ist das Wort Allah arabisch, ja oder nein? Meinst du, die Sprache ist Allah arabisch oder wie? Ist das Wort Allah arabisch? Ja oder nein? Allah ist Arabischsprache, ja, natürlich. Ist das, ich habe gesagt, ist das Wort Allah Arabisch? Ja. Okay. Ist Arabisch eine erfundene Sprache oder ist Arabisch eine Sprache, die schon ewig da war? Was meinst du mit ewig? Was bedeutet das? Meinst du, ist vor also, allem, du bist ja Araber. Die nicht in Arabisch sind? Also nochmal, ich stelle dir die Frage nochmal. Ich habe dich gefragt, ist das Wort Allah arabisch? Du hast gesagt, ja. Dann habe ich dir die zweite Frage gestellt, ist Arabisch eine erfundene Sprache oder eine Sprache, die schon immer da war? Die Sprache, die war immer da. Was? Die Sprache war seit 1000 Jahren. Die arabische Sprache, das Koran kommt von 1000 Millionen Jahren. Bitte denk noch mal drüber nach. Denk noch mal drüber nach, was du sagst. Aber Bruder, denk noch mal drüber nach, was du sagst. Wohnst du in Frankreich zum Beispiel oder wohnst du in Deutschland? Allah gesagt, du darfst auch die Koransprache, aber nicht auf Arabisch. Du kannst auch auf übersetzen. Es gibt Koran auf Deutsch, es gibt Koran auf Französisch, es gibt Koran auf jede Sprache. Bruder, das interessiert mich alles nicht. Ich habe dir eine Frage gestellt. Du stellst, guck mal, du sagst was anderes, was nicht zum Thema passt. Ja? Okay, nochmal. Ich stelle dir diese Frage noch einmal, du musst gut zuhören. Guck mal, ich kann dich verstehen, du machst Ramadan, vielleicht ist deine Konzentration gerade nicht da. Ich respektiere dich bei allem Respekt, ja. Ich will dich auch nicht beleidigen, ich werde dich auch niemals beleidigen, ja. Aber du musst mir wirklich aufmerksam zuhören, ja. Weil du hast gesagt, du hast sehr viel Wissen im Koran. So, meine Frage ist, du hast gesagt, das Wort Allah ist arabisch. So, Nummer 1, das wissen wir jetzt. Ist Arabisch eine erfundene Sprache oder ist es eine Sprache, die wissenschaftlich, oder ist Arabisch laut Wissenschaft eine erfundene Sprache oder eine erschaffene Sprache? Das war meine Frage. Habibi, ich sage dir, ich bin seit 2 Monaten, du sprichst mit mir Hochdeutsch, das verstehe ich nicht, ja? Aber okay. Kann jemand auf Kannst Arabisch... Du Englisch? Okay, alles gut. Kannst du Englisch? Nein, ich kann nicht Englisch. Guck mal, jetzt, okay. Was ich... Ich stelle auch mal Frage einfacher. Kannst du bei mir einbauen? Ich kann es versuchen, auf Arabisch zu erklären. Warte kurz. Ich stelle dir die Frage einfacher. Ist Arabisch erfunden worden... Oder ist Arabisch eine erschaffene Sprache? Erschaffene Sprache. Okay, ich bin Bruder. Wir machen jetzt mal einen mathematischen Test. 1 plus 1 ist was? 30.
Habibi, ich bin natürlich zwei. Nein, jetzt ehrliche Frage, zwei. Bitte. Zwei. Eins plus eins ist wie viel? Zwei. Habibi, ich bin nicht dumm. Zwei. Okay, du kannst nicht alles so gut. Mit mir Bisho. Reden. Du kannst mir Bisho, auch meine Frage beantworten. Bisho, Bisho, was hallo. Hast du, was kurz. Hast du Problem mit 2 Milliarden Muslimen? Du, was hast du mit gegen Bisho, Muslimen? Ich bin noch nicht fertig. Bisho, Bisho, bitte ganz kurz. Ich bin respektvoll mit dir. So, wir halten uns jetzt an das Wort fest. Du hast gesagt, ist das Wort Allah arabisch? Hast du gesagt, ja, richtig? Ja. Okay, dann habe ich dich gefragt, ist Arabisch eine erfundene Sprache oder ist Arabisch eine erschaffene Sprache? Was hast du gesagt? Erschaffene Sprache. Erschaffene Sprache. Jetzt frage ich mal, Bruder, ich bin. 1 plus 1 ergibt wie viel? Noch 2. Natürlich 2. Okay. Okay, du hast offiziell heute vor 500 Leuten bewiesen, dass du ein Götzendiener bist. Allah wurde erschaffen. Dankeschön. Allah wurde nie erschaffen. Guck mal, Allah. Dankeschön. Allah. Aber, darf aber ich Ewigkeit auch was reden? Da bist du nur reden. Ich will auch was, ich will dich fragen, ja? Kein und Problem. Du hast bewiesen, dass Allah erschaffen worden ist. Allah, seit der Koran auf die Welt kommt, ja, von unserer Prophet Muhammad, alayhi salatu salam, ja, das war viele Kafir nicht an Allah geglaubt, deswegen das Koran kommt und Allah gesagt in Koran, er hat für alle Juden gemacht, was die wollen. Allah hat verbessert die Juden, damit sie zum Islam kommen und die haben nicht an Allah geglaubt. Verstehst du? Ich sage dir, deswegen, jeder Mensch auf dieser Erde und jeder Mensch nicht an Allah glauben, Allah hat in Koran geschrieben, wenn jemand an mich nicht glaubt, dann er bekommt seine Strafe, wenn er stirbt. Okay? Das ist in unserer Koran. Das ist festgestellt und kann man nicht jedem sagen, nee, okay, Allah hat so gesagt, das ist nicht richtig. Jeder hat seine Meinung, jeder hat seine Gedanken und ich Respekt vor allen Leuten, ja? Aber du bist alles Christ geboren und ich bin alles Muslim geboren, seit du klein bist und du bist aufgewachsen, das ist ein Bild in deinem Kopf. Verstehst du? Von deiner Familie, du bist so beigebracht und du bist alles Mensch, du weißt, was richtig ist und was falsch ist. Ich will dich fragen, jetzt, wenn du Alkohol oder Drogen nimmst und dir geht schlecht, wohin gehst du? Zum Arzt. Und Arzt, was sagt dir? Sagt dir, du sollst dich von diesen Sachen schimmen, weg und lass mal das. Das ist nicht gut für deine Gesundheit, ja? Und warum? Ihr guckt immer in Koran solchen Hadith und kommt ihr zu uns, sagen, guck mal, Allah, was hat gegen Christ oder gegen Allah gesagt? Christleute, Allah hat nicht gesagt, die Christleute haben kein Buch. Doch, die haben ein Buch. Die haben auch eigener Glauben. Und die haben auch, wir müssen auch vor die Christleute auch Respekt und vor alle Muslimen, vor alle Religionen Respekt. Weißt du, was bedeutet Muslim? Muslim, dass okay. Ich mit dir vernünftig reden und mit dir klarkommen und in dir meine Islam mit vernünftig erzählen, nicht mit aggressiver und Probleme, weißt du? Das ist der richtige Islam. Aber die kommen, die viele Leute kommt und erzählt von Islam viele falsche, ich sage viele falsche Hadiths und viele falsche Sachen, die also, können also, Menschen warte, stopp, ich habe dich jetzt reden lassen, stopp. Also willst du wieder vor 500 Leuten sagen, Jami al-Tirmidhi ist ein Käfer, willst du jetzt sagen, Sahih Muslim ist ein Käfer, willst du sagen, Sunan al-Nasai ist ein Käfer, willst du sagen, Sunan Abi Dawud ist ein Käfer, du lehnst jetzt alle ab auf einmal, bist du Sunnite oder Schiite? Guck, ich weiß, was du genau in deinem Kopf hast. Ich erzähle dir, ja, es kann auch das sagen, jeder Mensch hat früher gegen Islam und gegen Allah beschissen und Scheiße gemacht hat. Das vor Allah ist keine Muslimin. Das vor Allah keine. Du kannst jetzt reden bis 100 Jahre. Das vor Allah ist keine Muslim. Muslim, jeder Muslim sagt, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulallah. Das ist vor Allah eine Muslim. Ja, und ein richtiger Muslim, der geht nicht die Leute verletzen und kaputt machen und klauen und Scheiße machen. Ja, das ist unser Islam, ja, Bruder. Du musst das verstehen. Du musst treffen mit richtiger muslimischen Leuten, nicht mit den falschen, weißt du? Gottes Segen. Gottes Segen, Bruder, wieder. Guck mal, in Libanon, wir sind ein demokratisches Land, wir leben mit Christ und Juden und alles. Wir haben damit kein Problem. Bisho, bist du Libanese? Ja, aus Beirut. Aus Beirut. Ich küsse dein Herz.
Verlasse den Islam und nimm Jesus Christus an, denn du lebst in einer falschen Lehre. Ich küsse dein Herz. Wir lieben Jesus. Habibi, du bist unser Profil, Habibi. Jesus, Mohammed, alles vor Islam. Wir glauben an alles und wir sagen nicht Jesus scheiße oder andere Wieso? Scheiße. Nein, gerade, aber ihr Jesus. Seid, er liebt Wieso? Ein Profil und dann Mann, sagt Wieso? Mohammed. Ich von Liebe. Wieso? Ganz kurz, du hast gerade gesagt, du liebst Jesus, ja? Ist das richtig? Ja, ich glaube an ihn, ja. Okay, warte ganz kurz. Ist Jesus Christus Gott? Nein. Dann liebst du Jesus nicht, Punkt. Ganz einfach. Ich will dir fragen. Ist ganz einfach. Ist Jesus ein Gott und der ist von Maria geboren? Und Maria, wer ist Gott von Maria? Gott kann, was er möchte. Mein Gott ist allmächtig. Dein Gott. Ich habe dich gefragt, Jesus ist ein geboren Mensch oder? Ich gebe dir gerade die Antwort darauf. Gott kann, was er will. Wenn er durch die heilige Jungfrau Maria geboren wird, die Hülle, dann kann er das, weil er allmächtig ist. Weißt du, was das Wort allmächtig bedeutet? Warte, ich bin noch nicht gefragt. Ich habe dich verstanden. Warum Gott nicht kommt einfach in Erde, in unserer Erde einfach so? Wieso? Guck mal, unterbrich mich nicht. Ich habe dir jetzt sehr lange zugehört. Tut mir leid, ja. Wieso? Guck mal, in aller Liebe zu dir. Ich habe kein Problem mit dir als Mensch. Wirklich, in aller Liebe nicht. Und ich möchte nicht dich angreifen oder sonst irgendetwas. Ich habe nur gerade aufgehofft, als du gesagt hast, du liebst Jesus. Guck mal. Du liebst Isa. Isa ist nicht Jeshua. Unser Herr, Jeshua, ist gekreuzigt worden. Okay? Nicht, weil er schwach war oder sonst irgendetwas, sondern weil er das selber so gewollt hat. Er hat die Prophezeiung erfüllt. Ganz einfache Sache. Bei euch, euer Isa, hat sich austauschen lassen von irgendwen. Irgendeiner ist am Kreuz gestorben. Wir wissen noch nicht mal wer. Darüber gibt der Koran auch noch nicht mal Aufschluss. Er haut einfach eine Aussage da rein, was natürlich von Wadaka ibn Naufal ist. Das wissen wir. Deswegen ist es auch nicht durchdacht. Ist gar kein Problem. Aber guck mal, wenn du bitte sagst, den Namen Jesus in den Mund nimmst, dann musst du aber auch von dem Jesus reden, von dem wir reden. Vom Herrn Jesus Christus. Wenn du sagst, der ist kein Prophet, dies, das, jenes, dann rede bitte von Isa. Mit Isa ist unser Prophet auch. Mit Isa, ganz kurz, mit Isa haben wir Christen nichts zu tun. Ist ganz einfach, okay? Nur, dass du dir diesen Unterschied merkst. Ganz einfache Sache. Und guck mal, nochmal an die Kommentare gerade hier. Allah ist nicht aramäisch, okay? Aloho. Und da gibt es Unterschiede. Und dann kommt gleich wieder, ja, aber arabische Christen sagen auch Allah. Ja, wir hier in Deutschland, ich als Aramäer, sage auch das deutsche Wort Gott. Heißt das jetzt, dass ich nicht Aloho sage? Oder wenn ich in meiner Sprache spreche, den wahren, die wahre Bedeutung in den Mund nehme? Ja, wenn ihr nach China geht, dann werdet ihr das chinesische Wort nehmen, um mit Chinesen über Gott zu reden. Ganz einfach. Also lasst mal bitte eure billige Argumentation sein. Das ist wirklich, dass man schon noch auf sowas eingehen muss, ist wirklich ermüdend und lächerlich zugleich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bitte. Wieso? Guck mal, du als Libanese, du bist an der Quelle. Bis vor 70, 80 Jahren war dieses Land noch fast zu 90% Christen. Auch das habt ihr geschafft, wegzunehmen, diese blühende Oase in ein leider mittlerweile von Terrorismus durchtränktes Land werden zu lassen. Ich bete für den Libanon. Ich bete für den Libanon, dass er wieder zu dieser alten Blüte irgendwann mal findet. Und du bist an der Quelle? Wirklich? Komm zu dir, verlasse diesen Weg und komm zum Herrn Jesus Christus. Und das sage ich dir in aller Liebe. Darf ich jetzt reden? Jetzt darfst du reden. Hock, du sagst, Libanon ist 70% Christ, ja? War. Jetzt, Libanon. Was ist Libanon? Ist christlich, Politik und Demokratieland, okay? Ist nicht muslimisch Land. In die Parlament ist christlich Land, ja? Erzähl mir nichts über das Parlament. Ich kenne alles, okay? Was im Libanon warum? Ist. Warum haben wir nicht gegen unsere Politik gesagt, wir brauchen eine muslimische Gesetze in unserem Land und warum haben wir das einfach so gelassen, wie so genau jetzt kommt ist? Noch. Weil Libanon ist nicht nur muslimisch, ich erzähle dir, Libanon ist nicht nur muslimisch und Christ. Libanon, es gibt
über 10 oder 15 Religionen in Libanon. Christ, Juden, Schiiten, Muslim, Sunni, viele Religionen, genau wie Europa, demokratisch Land, okay? Das erste. Willst du uns jetzt erzählen? Ja, Jesus Christus war in Libanon. Willst du uns jetzt erzählen? Ich muss ganz kurz einschreiten, weil das Ding ist, ich merke gerade, wir schweifen komplett vom Thema ab. Bijou, wir bedanken uns, dass du da warst. Ich würde sagen, lies deine Quellen mehr, lies deine Quellen, lies deinen Koran und wir bedanken uns, dass du da warst. Aber du hast das Wissen nicht, sage ich dir ganz ehrlich, das habe ich schon vorhin rausgehört. Lies einfach dein Buch und du wirst verstehen. Ich habe mein Buch gelesen, aber ich vorbereite mich auf Deutsch und dann komme ich wieder bei dir und auf deine Sprache das erzählen, weil jetzt ich kann nicht das ist alles auf Deutsch erzählen, weil ich kann kein Problem. Nur vielen Dank, dass du da warst. Aber Plex, ja, warte mal, bevor du ihn, hast du ihn schon runter. Ich glaube, wieder wollte ihm was sagen. Der wollte was zeigen. Braucht er nicht, weil er versteht sowieso nicht. Er hat es eh nicht verstanden. Alles gut. Weil ich habe es versucht jetzt, aber er hat es echt nicht verstanden. Deswegen alles gut. Ich lasse jetzt auch Christian, willst du noch was sagen? Ansonsten hole ich kurz jemand anders durch, Christian. Bruder, ich gehe auch runter. Ich muss mich langsam fertig machen. Danke fürs Hochholen. Gottes Segen an alle Geschwister. Und bis zum nächsten Mal. Schönes Wochenende an alle. Schönes Wochenende. Gottes Segen. Gottes Segen. Christian, möchtest du noch was sagen? Weil sonst würde ich denn jetzt. Ich wollte fragen, ob du die Sure 3, 54 kennst. Ich glaube ja. Allah ist der beste Listenschmieder. Ja, das kenne ich schon. Das ist auch ein gutes Ding, was man gegen die Muslime nutzen kann. Also. Weil der das ist jetzt kein starkes Argument jetzt, aber es gibt viel, viel schlimmere Sachen. Ja. Okay, ich gehe da runter. Danke dir fürs alles gut. Hochholen und. Schönen Tag noch. Gott segne. Ja, ebenfalls, mein Lieber. Ebenfalls. Danke. So. Bruder, ich bin, muss runter. Dann nehme ich den runter, dann haben wir nicht so viel, weil dann haben wir nicht so viel, die reinreden, dann passt das. Sedat, mein Lieber, wie geht's dir? Danke der Nachfrage, wie geht's euch? Also, ich bin Ex-Muslim. Du bist Ex-Muslim. Jo. Wie hast du das geschafft? Kannst du mal deine Geschichte erzählen? Ich versuche es ganz kurz zu machen. Also ich habe ja auch seit meiner Kindheit her etliches über Jesus mitbekommen und so weiter. Und da war eine kleine Gruppe, die habe ich gedacht, da kann ich auch etwas mit beitragen und so. Aber nee, da sprach dann Jesus zu mir, weil da hat einer etwas gesagt, was er nicht wissen konnte. Und es hat die Worte trafen voll mein Herz. Und dann habe ich gesagt, okay, zu dem, woher weißt du das, wieso sagst du das? Und hat er gemeint, nee, das kommt nicht von mir, das sagt Jesus. Und dann habe ich gesagt, okay, Jesus, ich verstehe, du willst mich beschenken, ich gehöre dir, weil du für mich am Kreuz von Golgatha gestorben bist. Und komm du in mein Herz und throne in meinem Herzen, nimm du ein, was dir gehört. Und dann bin ich erfüllt worden mit seiner Freude und mit seiner Liebe. Ja, und also Wenn die Menschen quasi nicht vorbereitet sind vom Herrn, dann kannst du einem Moslem erzählen, was du willst. Den ganzen Weisheit, was du gewonnen hast. Wenn er noch von der Finsternis gehalten wird, wird das nicht durchdringen. Also ich war quasi vom Herrn vorbereitet, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort gewesen. Und ja, ich habe sein Geschenk angenommen und so weiter. Also oftmals bringt Diskussion gar nichts, sondern man muss für die Leute beten. Deswegen. Ja, beten und man muss aber auch denen die Quellen zeigen. Wenn man die Quellen zeigt, dann werden die Leute schon verstehen, um was es geht, weil manche haben das nicht verstanden. Man muss die Quellen schon zeigen, meiner Meinung nach. Ja, Bruder, du hast es gut gemacht. Super. Hallo, servus. Servus, mein Lieber. Was grüße ich denn hier? Ich wünsche euch alles Gute. Und ich möchte mit uns ganz nett und lieb und respektvoll unterhalten, ohne Unterbrechung. Kennst du dich überhaupt mit deiner Religion aus? Wie bitte? Kennst du dich überhaupt mit deiner Religion aus? Alhamdulillah, ich kenne auch mit deiner Religion auch gut aus. Schau mal, ich habe nur eine Frage. Wir machen so, wir nehmen der Gott in Islam und wir nehmen der Gott in Christentum. Ja? Und wir definieren, okay. Wir machen so bevor eine wir, Tabelle, Gott in Islam, Gott in Christentum. Was hältst du davon? Okay, Gott im Islam, zwei Gott im Christentum. Also, okay, sehr gut. Alles gut. Ich werde nicht so viel zeigen, Bruder.
Ich werde nicht so viel reden. Ich sage nur 4, 5 Punkte, mache ich Pause. Und dann sagst du mir Gott in Islam. Also Gott in Christentum ist ein Opfer. Gott ist in Christentum. Seine Mama hat ihm den Windel gewechselt, weil er Baby war, als er Baby war. Okay, Gott alle gehen stumm. I'm going to cook. Gott in Christentum hat er geschlafen. Gott in Christentum hat er Mose Gesetze geschickt, die sehr grausam sind. Dann hat er nach 1500 Jahren seine Meinung geändert und ist er selber gekommen, um sich zu opfern. Gott, also ich weiß nicht, alles klar, geh auf, weil es gibt sehr viele Christen, die glauben nicht, dass Jesus Gott ist. Okay, geh auf Stumm, ich mach das. Aber die Punkte habe ich noch gesagt, oder ich bin noch nicht fertig. Ich gehe auf alle Punkte ein, aber du musst jetzt erstmal auf Stumm gehen. Okay. Erstens, du hast gesagt, Jesus wurde was oder Gott wurde was? Geboren und er hat was? Gott hat in seine Pampers geweckt. Geh auf Stumm, ich rede. Geh auf Stumm. Wenn ich rede, ich habe dich auch reden lassen. Bleib mal auf Stumm. Ja. Aus Respekt. Du hast selber gesagt, Respekt, dann musst du auch Respekt haben und auf Stumm gehen. Entschuldigung, ich dachte, du hast mir was gesagt. Geh auf Stumm. Ja, alles gut. Geh auf Stumm, alles gut. So, someone is gonna get cooked now. Nummer 1, ich finde das schon mal gut, du hast deinen eigenen Islam komplett auseinandergenommen, indem du gesagt hast, Isa, also Jesus wurde Mensch und man hat ihm Pampers gewechselt, weil laut deiner Quelle wurde was, der Heilige Geist in Isa eingehaucht und er kam auf die Welt und er war ebenfalls ein Baby. Somit hast du dich eigentlich gerade selber begraben, Nummer 1, ja, wir bleiben bei Nummer 1 und bei Nummer 1 werde ich dich komplett begraben, ich komme nochmal da drauf. Nummer zwei, daran merkt man einfach, dass du keine Ahnung hast, ja. Wenn ich jetzt noch tiefgründig in die Materie reingehe, ja, die Gesetze waren da, um was, damit das Haus Israel sich an diese Gesetze hält. Darum ging es. Und nicht grausame Gesetze. Es ging darum, dass die sich an die Gesetze Gottes halten. Weil Gott möchte mit Sünden nichts zu tun haben. Gott kann mit Sünden keine Gemeinschaft haben. Und deswegen kamen die Gesetze Mose. Ja, so. Und im Hebräer Kapitel 10, Vers 30, 29, 30 steht sogar drinne: Wenn du Gott mit Füßen treten tust, ist der Lohn für die Sünde der Tod. Übrigens, so viel zu deinem Wissen. Du hast gar keine Ahnung, ja. Du hast dich zum zweiten Mal eigentlich selber fertig gemacht. Da merkt man, du hast die Bibel auch gar nicht gelesen, ja. Du hast nur die Gesetze gesehen, hast aber nicht nach den Hintergründen gefragt, warum und weshalb ist das so. Das Haus Israel hat gesündigt bis zum geht nicht mehr. Und deswegen kamen die Gesetze. Sie hatten 1000 Jahre Zeit umzukehren. 1000 Jahre Zeit hatten sie umzukehren, ja. Und haben sich nicht an Gott gehalten. So, wenn dein Allah zu dir kommt und sagt, ey, hallo, Isa, wie geht's dir? Ich gebe dir jetzt ein Gebot, aber du hältst dich nicht dran. Aber Allah hat gesagt, bitte halte dich dran, sonst kommst du nicht im Paradies, aber du hältst dich nicht dran. Ja, soll dich Gott immer noch belohnen dafür oder was? Da hast du dich auch schon mal begraben. Erstmal drüber nachdenken und dann die Frage stellen. Nummer 4. Ja, wenn wir hier von unserem Gott im Alten Testament sprechen und dein Gott in deinem Koran sprechen, dann müsste dein Gott den Namen Yahweh tragen, ja, damit wir damit identifizieren können, ob wir wirklich denselben Gott dienen, ja, so. Und nicht nur das, wir sind noch gar nicht fertig. Dein Allah, ja, weil Allah sagt, glaub an die Torah, ja, an die echte Torah. So, in der echte Torah, jetzt sagen wir mal, echte Torah, sagen wir mal die echte Torah. So, sogar bei den Juden ist der Gott Elohim, Yahweh, an den glauben die. Wenn dein Gott, der 99 Namen hat, 99 Namen, diesen Namen Yahweh und Elohim nicht trägt, mein Freund, dann hast du uns heute vor 450 Leuten bewiesen, dass du ein Pagan bist, dass du ein Götzendiener bist. So, ich habe dir jetzt alle Fragen beantwortet. Geh auf alle Punkte ein. Nummer 1, Sure 2, Vers 87, da hast du dich selber begraben, weil was? Isa, ihn wurde was? Der Heilige Geist wurde eingehaucht bei der Mutter Maria. So, da hast du dich selber begraben, weil du sagst ja, unser Jesus Pampers getragen. Nummer 5, Nummer 6, ich gebe dir da auch nochmal einen Knockout. In der Bibel steht nirgendwo, dass er Pampers jemals getragen hat.
Da hast du dich auch nochmal begraben. Steht nirgendwo in der Bibel. Ja, du hast erstens deinen Koran auseinandergenommen. Geh auf stumm. Du hast deinen Koran auseinandergenommen, ja, und sagst, ja, guck mal, er hat Pampers getragen. Laut deiner Quelle, laut deiner islamischen Quelle, war Isa ebenfalls ein Baby. So, und jetzt geh mal auf Sure 2, Vers 87 und lies mir mal vor, was da steht. Du nimmst dich komplett auseinander, selber sogar. Egal, du kannst reden. Geh auf alle Punkte bitte ein. Darf ich reden wie du, weil du nimmst so viel Zeit und ich habe nur einen Satz gesagt, hast du mich dumm gelegt, dann hast du schon 5 Minuten geredet. Wenn wir reden, ich brauche genau das gleiche Zeit wie du und bitte nicht unterbrechen. Gib mir 2 Minuten, dass ich reden kann. Bitteschön. Also, der Gott, der Jesus natürlich war Baby. Wie ist er? Der ist als Baby geboren und die Maria hat Wehe bekommen. Das steht auch in der Bibel, dass sie auch Wehe bekommen hat und dass er geboren ist. Also ein Baby, der Jesus selbstverständlich war ein Mensch, der war ein Baby. Das ist ja selbstverständlich, dass er irgendwie sich abwäschen soll. Hat sich seine Mutter um ihn gekümmert oder nicht? Oder hat sie gesagt, oh Jesus, du bist Gott, ich kümmere mich nicht um dich. Geh, lebe dein Leben als Baby. Natürlich hat sie um ihr Kind gekümmert. Der Punkt, was ich dir sagen wollte, ich glaube natürlich an Alten Testament und Torat und Bibel, das ist die und Jesus. Da sind die Voraussetzungen. Du kannst nicht Moslem sein, ohne dass du an diesen Bücher glaubst. Aber diese Bücher, die sind natürlich auch gefälscht. Die sind nicht die gleichen Bücher, der Buch, den du jetzt. Es gibt sogar Bibel für Kinder und Bibel für was ich nicht was und fehlt nochmal Seiten von Bibel und Propheten, die saufen. Prophet Lut, der säuft und der schläft mit seiner Tochter und so. Solche Geschichten glaube ich nicht, dass der Gott sagt oder Gott macht. Es gibt Sachen im Alten Testament und Neuen Testament, die keinen menschlichen Verstand annehmen kann, dass der Gott sowas schickt. Deswegen habt ihr Bibel für Kinder gemacht, weil die Kinder können sowas nicht ertragen. Bei uns Kinder mit 8 Jahren, 7 Jahren kennen den ganzen Koran auswendig. Wenn du alle Bücher auf dieser Erde verbrennst, nur ein Buch wird überleben, ist der Koran. Du holst dir 2 Pakistaner, 8 Jahre alt, die kennen kein Arabisch und die schreiben dir das Buch zurück. Das ist das Wunder des Koran. Noch dazu. Der Gott im Alten Testament, der hat grausame Gesetze. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich komme aus Marokko oder Algerien oder irgendeinem Land, ja, und ich lebe mit Jesus genau in der gleichen Zeit. Und der Jesus ist bei den Juden. Und dann ich gehe zu Jesus und ich sage ihm, oh, lieber Jesus, ich bin Marokkaner, aber ich will dann auch glauben. Wird er mir sagen, nein, geh weg, hau ab, das Glauben ist nur für Juden. Das ist das Glauben für jeden, der Jesus folgen wollte. Jeder Mensch, der gut war und wollte Jesus folgen, hat Jesus ihm empfangen und umarmt und mitgenommen. Es gibt keinen Rassismus im Glauben. Das ist nicht nur für die Juden. Diese grausamen Gesetze, denn ich auch nicht glaube, dass der Gott solche Gesetze schickt, dass du eine Frau verbrennen solltest, wenn sie fremd geht, oder dass eine Frau, wenn sie keine Kopftuch trägt, sollst die Haare abrasieren und solche grausame Gesetze in dem Alten Testament, die sind sehr grausam und ich glaube nicht, dass der Gott sowas schickt. Und dann hat er noch dazu 1500 Jahre gewartet mit diesen Gesetzen, dass diese Gesetze galten auch für Juden oder für die Menschen, die an Moses geglaubt haben. Die sollten diese Gesetze 1500 Jahre durchführen und dann nach 1500 Jahren schickt der Jesus um sich als Opfer. Dann sagst du mir, der Gott ist Opfer. Also du stellst dir vor, dass dein eigener Gott ein Opfer ist und dann hat sich geopfert. Es ist schizophren, ist es. Dass er nach 1500 Jahren, nach okay, diesen grausamen Gesetzen, hat er sich geopfert. Um deine okay, Sünde zu vergeben. Okay, bitte. Bist du fertig? Er war auch ein Baby. Ein Baby geht okay, natürlich, der geht duschen, der geht einkaufen, der geht auch auf die Toilette. Und der Gott kann nicht sowas machen. Okay, geh auf stumm, danke schön. Danke. Also, man merkt, dass du wahrhaftig keine Ahnung hast. Das muss man dir lassen. Du bist auf gar keinen Punkt eingegangen, was ich dir genannt habe. Ich habe dir nichts vorgeworfen. Schau kannst du bitte auf Stumm gehen? Vorgeworfen. Kannst du bitte auf Stumm gehen? Persönlich, das geht dich überhaupt nicht an, wie ich bin. Ich als Mensch persönlich greife mich nicht an. Wir bleiben bei den Themen. Entschuldigung, Flex. Darf ich nachher auch was sagen, Flex? Habe ich dich angegriffen? Ja, ich habe dich gar nicht angegriffen. Bleib bei deinem Thema und greif mich nicht an. Ob ich weiß oder nicht weiß, das ist meine Sache, nicht deine. Ich habe dir nicht gesagt, dass du nicht weißt. Bitte benimm dich. Auf Stumm, bitte benimm dich und nimm das nicht persönlich. Geh auf Stumm. Bleib bei deinem Thema. Ja. Bleib bei dem Thema. Du bist von den 6 Punkten, die ich dir genannt habe, du bist auf gar keinen eingegangen.
Ja, Nummer 1. So, wenn du hier von Altes Testament sprichst, da gebe ich dir jetzt den größten Knockout und das wird auch der Knockout sein. Du wirst jeden Tag davon träumen. Ja, das sage ich dir ganz klipp und klar. Selbst in 3. Mose finden wir was, dass ihr euch keine Götzen machen sollt und dass ihr euch nicht vor einem Stein niederwerfen sollt, dass ihr euch keine Säulen aufbauen sollt. All das, sogar der Gott im Alten Testament hat euch gewarnt, wenn das ja natürlich euer Allah ist, ja. Wenn du willst, gehen wir sogar noch darauf ein. Seit wann existiert Allah? Ich lass dich jetzt kurz reden. Seit wann existiert Allah? Gehst du auf Google und schreibst du Gott auf Aramäisch, dann kommst Allah raus. Nein, meine Frage Elohim. An dich. Elohim. Existiert seit meine Frage Gott, an dich. Falsch. Er war Gott und war nichts vor ihm. Er ist der Erste und der Letzte. Meine Frage an dich ist, wie lange existiert Allah? Gleich kannst du wieder, Luca, kleinen Moment. Wie lange existiert Allah? Ewig. Der Gott, du kannst nicht wie lange sagen, weil der Zeit und der Ort begrenzt Gott okay. nicht. Und du kannst okay, ihn nicht mit in der Tora, in der Tora, ganz kurz, in der Tora, wie hieß denn der Gott, wenn das Allah ist? Wie hieß der? Elohim, was noch? Elohim auf Aramäisch Allahu und auf Arabisch Allah. Weißt Aloho, du, Aramäisch? Aloho, ich geb Aloho, dir, nicht Allah. Nicht Allah. Ich gebe dir, geb dir einen Tipp. Arabisch und Hebrew, die stammen vom Aramäisch. Aramäische Sprache okay, kommen. Das ist nicht meine, es interessiert mich nicht. Deswegen meine die Wörter Frage sind die gleiche. Aramäisch und Arabisch und Hebrew stammen vom Aramäisch. This guy is so difficult. Jesus Christ in, from Nazareth, please help me. Okay. Yeah, thank you for going out. Because you're a Jahil, your God that has 99 names doesn't even have the name called Elohim. Your God doesn't have the name called Yahweh. Du bist unwissend, du hast keine Ahnung. They're all saying the same thing. They all say the same thing. Your God doesn't have the name Yahweh. Dein Gott hat den Namen Yahweh nicht. Wie oft noch? Wir hatten die Debatte sogar vor 2 Tagen gehabt mit Hamdi. Da hat er versucht zu tricksen und habe ihm klipp und klar gesagt, wenn du sagst, dass wir denselben Gott haben, dann zeig mir mal von den 99 Namen, ob Allah den Namen Yahweh hat. Nirgendwo. Nirgendwo. Wieder locker, du kannst reden. Ich mache gleich, glaube ich, eine kleine Pause. Das ist mir schon langsam zu viel. Bruder, entspann dich, Bruder. Entspann dich. Gottes Segen. Locker. Gottes Segen, Bruder. Aber, Bruder, kannst du bitte Sahih Muslim 2186 aufmachen? Kann ich gleich machen, Bruder. Wenn du ein bisschen Geduld hast, kann ich gleich machen. 2169 mache ich gleich auf. bruder Flex. Kein Stress, Bruder. Chill, Bruder Flex. Ich mach das für dich. Ich mach die Arbeit für dich. Na, alles gut, Bruder. Alles gut. Wenn du Bock hast, kannst du ruhig aufmachen, Bruder. Jetzt. Welches Hadith? Wieder locker? Sahih Muslim 2186. Flex. An den Kollegen ganz oben. Ja, an den Kollegen erstmal ganz oben. Wie geht's dir? Alhamdulillah. Und dir? Mir geht's gut. Du hast in den Kommentaren gelacht. Das wundert mich. Deswegen habe ich dich jetzt hochgeholt. Was gibt's denn? Also meine Frage ist jetzt, wo steht der Name Yahweh im Neuen Testament? Was heißt ich bin auf Das war nicht meine Frage. Habe ich doch gerade eben gesagt, ich bin auf Jüdisch. Lass mich mit meinem Beginn. Du hast ganz gesagt zu deinem Bruder, wo Allah der Name Yahweh ist. Aber im Neuen Testament wird nirgends der Name Yahweh erwähnt. Wir reden vom Alten Testament. Mittellese, Bruder, partische. Ich möchte, da kann ich nicht den Muslim eine Frage stellen, Bruder. In meine Frage müsste beantwortet werden. Nur eine Frage, ich möchte von dir lernen, weißt du? Was bedeutet Rukia? Rukia, was ist das, Rukia? Nein, wir wollen das Thema nicht wechseln, ganz kurz. Ja, er möchte aber das wir bleiben tun. Beim Rukia, Alten Testament. Wir bleiben beim Alten Testament. Nein, warte, ist, Abu okay. Belga, kannst du den Vers geben? Abu Belga, gib mir den Vers bitte, wo das steht.
Einer sagt, es steht in dem Neuen Testament, dass der Name Yahweh. Okay. Kann ich reden? Ja, kannst du reden, inshallah. Red mal. Oh, scheiße, mein Hals. Ich muss kurz was trinken. Ich bin gleich wieder da. Ist gerade so ekelhaft. Elia, übernimm kurz. Ich komme gleich. Oder wieder Luca. Ich muss kurz was trinken. Mein Hals kratzt extrem. Ich bin, findet ihr im Alten Testament, und das ist damit gemeint, Yahweh, bitte gib den kurz den Vers. Ich bin gleich wieder da. Also kannst du mich kurz ausmachen, Bruder? Also mein muslimischer Bruder, ich wollte dich fragen, weißt du, was ist Rukia? Bitte, Luca, meine Frage zuerst beantworten, dann auf deine Frage. Ja, du kannst nachher mit in deine Frage eingehen. Mit der wir gehen mal, Flex. Ups, jetzt habe ich mich kurz gesagt. Kannst du mit Flex deine Frage eingehen? Also. Kannst du mir antworten, was Rukia ist? Hier, warte kurz, hier besitzen wir mal das hebräische Wort. Ich bin, also steht hier, ich bin, das ist das hebräische Wort, das steht im Alten Testament. Mhm. Was da hier steht. Jehova, die nicht Yahweh. Aber ist das beides das Gleiche? Jehova ist nicht Yahweh. Beides das Gleiche. Also die sagen... Jehova und Yahweh, beides das Gleiche. Ja, alles gut. Bubelgard, hast du gleiche das Bedeutung, gleiche Bedeutung. Gottes Segen an alle hier. Dieser Mann erwartet im Neuen Testament das Wort Yahweh, also das Tetragramm, für das Hebräische, ich bin. So, weil das Neue Testament auf Altgriechisch verfasst worden ist, wird es so von Jesu nicht zitiert, aber wir haben andere Stellen im Neuen Testament. Hebräer 1,10. Und du, Herr, hast vor Zeiten der Ende Erde Grund gelegt, die Himmel sind das Werk deiner Hände. Zitiert aus Psalm 102, 26 bis 28. Dort steht Yahweh. Bitteschön. Bruder, mein Gott. Antwort darauf eingehen? Alles tut. Kannst du darauf eingehen? Mundtot, jetzt nein, ja, alles tut. Nein, das ist keine Mundtot. Ich habe auch gefragt nach dem Namen, nicht dass ich. Kannst bin, du darauf eingehen? Ich bin nicht. Bruder, du hast mir ein Altes Testament. Ich frage dich nach Neues Testament. Ich habe dir doch gezeigt, im Neuen Testament bedeutet nicht Yahweh. Es wird doch. Wenn es wird doch Wort zitiert. Ich bin heißt, warte, Rosch, wenn das von ich bin heißt, wo heißt das Wort? Ich möchte den Namen wortwörtlich Yahweh wissen. Achso, du willst auf das Tetragramm hinaus, auf die Grammatik. Ja. Ah, du willst auf die. Es geht dir um die Grammatik. Alles wird. Wieder locker, schau mal deine Frage bitte. Dann dich wieder raus. Alles ich hab's dir jetzt gezeigt, aber. Wieder locker. Okay, ich wollte die Frage Rukia. Erwartet es schnell bitte. Ganz kurz, was bedeutet Rukia? Ganz kurz, Leute, ich mache mich nur kurz groß, um es sogar noch viel deutlicher zu machen. Mein lieber Moslem, also Bruder in Adam, geh mal zum Arzt und frag ihn mal, was in deiner DNA steht. Es ist schon wissenschaftlich bewiesen. Frag ihn mal, was in deiner DNA steht, und da kommt der Name Yahweh sogar auch vor. Bitteschön. Alles wird. Bitte, Lukas, okay, Frage, Bruder, bitte. Kann ich schnell selber, was bedeutet Rukia, Bruder? Rukia ist die Vertreibung von Sicher, von also allgemein so, wenn du besessen bist. Wenn du besessen bist? Okay, ja. Elia, kannst du bitte Flex, kannst du bitte Elia groß machen? Komm nicht mit dem Hadith mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bitte nicht, wieder locker. Warte, du siehst ja den Hadith. Ich kann schon gleich wieder da. Wieso, du wusstest, dass du etwas bekommen, ja? Warum meine Kamera immer so? Du musst umdrehen, Elia. Ne, warte hier. Also kannst du bitte lesen, was da drin steht, Bruder? Lies vor. Also, nein, das ist Sahih Muslim. 2100. Sahih Muslim. So. Das hier, ne? 2186. Genau. Ganz genau. Kannst du bitte davor lesen, was da drin steht? Muhammad, have you fallen ill? Thereupon, he said yes. Und den ich auf 100.com. Den ich auf 100.com. Was ist denn das? Und komm. Die auf Hadith hab. Ja, okay, warte. Extra. Ich hab Bock auf Sunnah bekommen. Es ist nicht von Ahl-Sunnah wal-Jama'ah. Und wem ist das dann? Von Ahmadiyya.
Warum lügst du? Das ist von Darus Salam. Von Ahmadiyya. Bist du sicher? Das ist ja ein Lügner. Bist du sicher? Darus Salam. Bist du sicher? Ich bin sicher, dass das von Darus Salam ist. Zeig mir das. Es gibt Hadithe, die von Darus Salam sind, hä? Zeig mir das. Ich zeig dir, okay. Nein, zeig mir das, wo es steht. Das, von wem ist die Webseite, bitte? Von wem? Da steht irgendwo, da ist sicher nicht davon, von dem, was du gesagt hast. Das stimmt nicht. Aber mach dort, wo du willst, auf. Ist egal, wo du willst, steht das Gleiche. Mach selber auf. Schau mal, du musst nicht mit Takir anfangen. Dieser Hadith ist Sahih. Das ist ein Sahih Hadith. Komm nicht mit Ahlusullah Jamaa, geh dort schauen. Mach selber auf. Du musst vorlesen, Bruder, was da drin steht. Du musst bitte vorlesen, Bruder. Elia. Elia, bitte, ich habe Hadith ab. Du musst vorlesen, bitte. Geh bitte auf Hadith ab. Und geh dorthin, wo er will. Ich habe Hadith ab. Es gibt kein Hadith ab, Bruder. Es gibt Hadith ab. Er hat Angst. Lies bitte einfach vor, Bruder. Was da drin steht, er soll dann selber dorthin gehen und seine Sache beweisen. Lass uns den Hadith lesen. Vor was hast du jetzt Angst? Du hast selber gerade gesagt, Bruder, mach den Hadith auf. Nur eine Sache, du kannst dann reden. Vielleicht hast du nicht vorher gesagt, kommt hoch und bringt euer Quran, richtig? Du hast gesagt, kommt hoch, wenn ihr habt was Besseres als Sunnah.com. Ich bin was Besseres als Sunnah.com, das ist Hadith Hub. Also geht bitte. Also geht dorthin. Okay. Kein Problem. Eine Frage. Den gib uns doch, wenn du sagst, islam.de. Aber man merkt, dass du diesbezüglich. Bruder, lenkt jetzt ab, Bruder. Bruder Elia, tu einfach den Hadith aufmachen bei Sunnah.com. Du lest einfach vor, was da drin steht. Warte, ich hab das ja hier bei Hadith Hub. Lies vor, Bruder, lies vor. Ich hör zu, lies vor. Call me Loco, möchtest du noch was sagen, weil dann machen wir kurz weiter. Nein, Bruder, ich gehe runter, ich wollte eigentlich zu dem Vorigen was sagen, aber okay. Der ist leider weg. Oder stell noch mal eine Anfrage, falls der noch mal hochkommt, okay? Ja, super, ja. Machen. Extra für dich, Hadith Hub. Ja, Hadith Hub. Endlich, Bruder, du hast gefunden, Digga. Ich so, dein Herz. Lesen wir mal. Listen vor. Bruder Locker. Geh auf links, du kannst direkt auf Deutsch übersetzen, irgendwo, wenn du links findest. Hä? Nicht so. Du kannst was steht? Soll ich das jetzt auf Arabisch lesen oder auf Deutsch? Oder auf Englisch? Auf Deutsch. Dann muss ich das dort kopieren. Nein, lies auf Englisch einmal. Schau mal, was auf Englisch steht da. Weil ich kenne diesen Trick schon, weißt du? Ich kenne das schon. Oder nur auf Deutsch übersetzen, schau mal dein Leben. Und jetzt. Also, mach mal den Rechtsklick und dann übersetzen. Rechtsklick, übersetzen. Also nein, lies auf Englisch, was da drin steht, Bruder. Ja, es ist sehr wichtig, das Wort, das Exercise, das da drin steht, weil, schau mal, lesen wir auf Englisch, was da drin steht, dann verstehen wir, weil wenn übersetzt wird, da drin steht, dass der Engel Gabriel Mohammed exorziert hat. Inwiefern? Dämonische Austreibung. Das ist, ich habe vorher gezeigt, dass es hier geht um Rukia. Und du hast selber gesagt, dass Rukia. War Mohammed von Teufel besessen oder wurde verzaubert? Nein, er war besessen. Wie wurde er besessen? Also, du hast selber gesagt, er war besessen und war verzaubert. Übrigens war zum Thema Prophet. Verzaubert ist beides das Gleiche. Warte schnell, ich habe dich vorher gefragt. Darf ich einmal aussprechen, ohne dass du mir die ganze Zeit unterbrichst, bitte? Ey, sehr mühsam. Ey. Krass, ey. Okay, rede wieder locker, dann mache ich Elia wieder groß. Alles gut, also da drin steht ganz klar geschrieben, ich habe den muslimischen Bruder in Adam hier gefragt, was bedeutet Rukia? Er hat selber gesagt, dämonische Austreibung. Ich habe gesagt, mach bitte auf, in dem Sinn Sahih Muslim, 2186, da steht ganz klar geschrieben, da geht um die Rukia. Und da drin steht ganz klar geschrieben, dass der Engel Gabriel gekommen ist und Mohammed exorziert hat, Rukia bei ihm gemacht hat. In dem Sinn dämonische Austreibung. Steht ganz klar da geschrieben. Auf Englisch.
Da kann ich ja den Bruder groß machen, da können wir alles sehen, können wir auch lesen. Und da können wir sehen, dass das stimmt. Das ist der Hadith zu dein Punkt, wo du gebracht hast, eigentlich, oder? Zum Surah 93, okay, 3. Dass Mohammed besessen war. Er war besessen. Ich lese mal das auf Arabisch. Und dann werdet ihr sehen. So. عن أبي سعيد أن جبريل أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت فقال نعم قال نعم فقال قال باسم الله أرقيق أرقيق كومت فون دم فوت رقيا من كل شيء يضوعك من شر كل نفس أو عين حاسدا الله يشفيك باسم الله الأرقيق أرقيق باسم الله أرقيق النام الله إيش بدأ رقيا أوف تشبهن بارك الله فيك أنا فايدة نحية إليا Du kennst das Wort Sicher, richtig? Sicher, ja. Sicher, richtig, oder das Wort Sicher? Also ja. Das sind besetzt von Leute besetzen werden von Leuten, die auf den Personen sauber machen. Das kennst du, oder? Mhm. Richtig. Und eine weitere Ambiguität: Wie wurde Mohammed Hassan besessen? Inwiefern? War er von Teufel? Wenn ja, nehmt die bitte mit der Quelle. Und war er von sicher verzaubert? Ich glaube nur an Verzauberung, nicht an Teufel. Er war verzaubert von einem Jude. Das wissen wir. Von einem, also, von jemandem. Okay, also wir haben hier also deine Aussage. Zum Beispiel, wenn wir jetzt über die Magie sprechen, es gibt zwei Hadithe, also zwei verschiedene Aussagen. Einmal ist mit einer Knote, die er hingegangen ist und hatte das geholt, und einmal ist mit der Dattelpalmen und Haare von Mohammed. So, also eine Sache will ich noch hinzufügen. Das ist äußerst wichtig, dass ich mit dem Bruder in Adam den kurz mal diese Frage stelle. Du kannst dich entstummen, weil du hast dich ja gestummt. Lass euch aussehen. Ich stimme mich nur, wenn ich euch aussehen lasse. Deswegen. Okay, ich wollte nur kurz was sagen, denn von mir aus, da kann auch wieder Luca weiterreden, kannst du weiter mit ihm diskutieren. Mir geht es um eine Sache, die äußerst wichtig ist. Also ich denke, wir haben alle ein Verstand, wir können denken. Meine Frage ist, wie kannst du an einem Propheten glauben, der verhext ist und besessen war und satanische Verse zitiert? Wie kannst du an diesen Propheten glauben? Weißt du, was dieser Prophet... Weißt du, oder lass mich antworten, bitte. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. Ja. Meine Frage ist, wie kannst du an einem Propheten glauben, der verhext ist? Selbst dein Prophet Mohammed sagt, erwähne meinen Namen, ja, sprich den Frieden aus, okay, in meinem Namen, und dann sind deine Sünden vergeben. Wusstest du das überhaupt? Dein Allah vergibt keine Sünden, sondern Mohammed vergibt Sünden, weil du seinen Namen erwähnt hast. Das ist die größte Salawat. Götze, die es überhaupt gibt. Also, Salawat. Ja. Salawat. Die Salawat sind Segenschicke. Allah sagt, wer auf Mohammed Segen schickt, Allah segnet ihn auch. Wer auf die Salawat Mohammed schickt, so wird Allah subhanahu wa ta'ala ihn für ihn segnen. Nein, deswegen. Das sind Mohammeds Worte, so. Ich zeig's dir. Aber alles, was deine erste Frage war, warum glaube ich an einen Propheten, der besessen war? Ich sage jetzt nur mit einer Sache. Mohammed sallam hatte diese Verzauberung. Nee, das kannst du lesen, inshallah. Hatte diese Verzauberung eine, wie heißt es auf Deutsch? Ich will es dir vorlesen. Okay, lies vor, inshallah, lies vor. Okay, alles klar. Elia, ich möchte auch, dass du die Quelle kurz aufschlägst, damit wir ihnen das zeigen. Weißt du, was wir machen? Wir machen es noch viel einfacher, Elia. Ich mach dich kurz groß. Ja. Und Elia, geh mal bitte nur auf diese Quelle Sunan an-Nasai 1297. Wir lesen es ganz laut vor für ihn. Und dann auf Arabisch. Alles klar. So, was? Okay, jetzt Sunan an-Nasai 1297. Elia, du weißt, wohin du gehst, oder? Hat Elia, ja. Bitte. Sunan an-Nasai. Welches Buch ist das? 1297. Sunan. Du kannst einfach auf Hadith abgehen und nachher auf an-Nasai, Buch 1, Nummer 7, also Nummer, welche auch nicht mehr.
Ah, okay, Moment mal. The Book of Forgiveness. Zero, das weiß ich nicht. Flex? Ja. Eine Sache an dich, wenn du Hadith suchst, such bitte bei Hadith ab. Sunnah beim Kram ist ausgelöscht, der vertrau mir. Ist unnötig. Nein, falsch. Das ist sogar aus der Schule in Jerusalem. Du hast gerade die größte Rechtsschule gerade begraben mit deinen Worten gerade. Das ist nicht so richtig. Du hast vorhin, warte kurz, das Wort Jerusalem ist nur eine Einstufung, Elia, und nicht von Jerusalem Stadt. Nein. Jerusalem ist aus Ägypten, das ist anzunehmen. Machst du weiter. Das wurde anzunehmen. Also du kannst dribbeln, wie du willst. Das ist anzunehmen. Okay, ja, aber ich nehme es nicht an. Wenn du nicht, das, was ich nehme, ist nur. Ja, diese sind alle gleich. Ich weiß, aber nicht Patrick. Die Übersetzung von Sunnah.com ist voll falsch. Und Sunnah.com hat Hadithe, die nicht mal im. Jetzt haben wir eine andere Seite. Okay, Sunnah.com ist falsch. Jetzt lesen wir es von hier. Ja. Alles gut. Also ja. Jetzt gucke ich mal, ich vergleiche das mal kurz, ob das passt. Warte, whoever sent Salah. Whoever sent Salah. Siehst du? Warte, ich lese es vor. Mit der Ruhe ganz kurz. Warte, ich vergleiche das gerade mit sunnah.com. Eine Sekunde. Okay, ist gleich. Also hast du schon mal da gelogen. Passt, egal. Anas bin Malik said, the messenger of Allah, Muhammad said, whoever... Und dann lesen wir es nochmal auf Arabisch. Whoever sends Salah upon me once, Allah will send Salah upon him tenfold. Also, wer immer... Vielleicht, das war gerne meine Aussage. Ich sagte ja, wer auf Muhammad sallallahu alaihi wa sallam die Salawat schickt, wird Allah ihn segnen. Nein, so steht es nicht drin. Ach, was steht da? Was steht da? Ich lese es dir gleich vor, weil ich will zu Ende reden, du grätschst uns immer rein, deswegen habe ich jetzt mal eine Sendepause kurz gemacht. Also, hier sehen wir, whoever sends Salah upon me, er hat gesagt, wer von euch, ja, meinen Namen erwähnt, nochmal, das ist kein Bum-Bum, ihr schießt euch gerade selber weg, ihr habt Mohammed als Gott, er stellt sich Gott gleich mal, nicht mal das checkt ihr. Wir sehen hier ganz genau, was hat Mohammed gesagt, whoever sends Salah upon me, Allah will send Salah upon him tenfold. Erwähne Mohammed, hat gesagt, erwähne mich und Allah wird dir was? Allah wird dir Sünden vergeben. Das ist genau richtig erklärt. Da spricht nicht Allah, da spricht Mohammed. Mohammed sagt klipp und klar, in diesem Vers, ja, hey, erwähne meinen Namen und deine Sünden werden vergeben. Seit wann muss man jemanden seinen Namen erwähnen, dass seine Sünden vergeben werden? Das ist ein Eigentor für euch, das checkt ihr gar nicht mal. Das ist so einfach zu verstehen, der Vers. Also stellt euch mal vor, Leute, Moses kommt zu uns und Moses sagt uns, hey, wünsche mir Segen, okay, und dann werden dir die Sünden vergeben. Allah spricht hier nicht, hier spricht gerade Moses zum Beispiel. Stellt euch mal vor, Moses kommt und sagt, hallo, hey, hör mal zu, deine Sünden, nein, erwähn meinen Namen, dann wird deine Sünden vergeben. Also er stellt sich Gott gleich. Und die Muslime sagen, Flex, Eigentor, Flex, du hast dir Eigentor gegeben. Hey, der Vers ist eindeutig. Er hat gesagt, erwähne meinen Namen und dann werden deine Sünden vergeben. Boom, ein Knockout. Pagan, you guys are pagan. Fertig, das ist ein Fakt. Daran wird sich nichts ändern. Das lesen wir klipp und klar. Elia, wenn ich was Falsches gesagt habe, bitte lese es auf Arabisch. Du hast nichts Falsches gesagt, ich brauche das nicht auf Arabisch. Da steht das Gleiche, also Salli. Also... Moment, wo soll ich da? Bin Abi Bayam, faqala haddathna Ansa bin Malik, qala ya Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, min salah ala salatin wahda, sallallahu alayhi wa alayna ashra salawat, wuhattest, anna ashra khatayat, warafa'ta lihi ashra darajat. Also da steht ja ganz wortwörtlich hier erstmal Salaten ala Salah, also das Gebet auf einem Gebet. Wajada Salat Allah. Also und hier fand man
das Gebet Allahs ala Muhammadin, also das Gebet Allahs. Also hatte ich wohl recht gehabt, richtig? Ja. Also, ihr müsst Mohammed erwähnen, damit eure Sünden vergeben werden. ihr seid Götzendiener. Klipp und klar. Weil Mohammed war nie Gott, hat nie prophezeit, war ein Mensch und er war auch nie ein Prophet. Er war nie ein Prophet. Ihr seid Götzendiener. Offiziell heute seid ihr Götzendiener. Ja, das heißt also, erst, das ist richtig Schirk. Ihr müsst Mohammed erwähnen, dass eure Sünden vergeben werden. Steht klipp und klar da. Mohammed, und das ist sogar ein Sahih al-Albani. Das ist sogar noch anzunehmen. Das ist sogar ein Sahih. Nicht nur das, das sind alle drei Rechtschulen, die das Sahih einstufen. Also Rechtschule al-Rudda, al-Albani, Zubair al-Zai. Ja, Götzendiener. Also, wir nehmen es wortwörtlich so, wie es da drin steht. Und es steht, Clip, das steht wirklich, das kann man nicht übersehen. Steht drin, Mohammed spricht da, Anas bin Malik, guck mal, ich lese es nochmal auf Englisch. Anas bin Malik said, the messenger of Allah, jetzt spricht Mohammed, whoever sends Salah, und jetzt weiter, upon me once, also hier spricht Mohammed, Mohammed hat klipp und klar gesagt, hey, wenn du meinen Namen erwähnst, werden deine Sünden vergeben. Hier spricht nicht Allah, weil Allah war in dem Moment nicht da, sondern Mohammed ist der Stellvertreter von Allah und hat gesagt, hey, hör mal zu, mach dir keine Sorgen, Allah spricht gerade nicht, ich spreche, ich heiße Mohammed, erwähne meinen Namen, deine Sünden werden vergeben. Boom, Pagans, you guys are Pagans. Bitteschön, könnt reden. Das kannst du nicht mal, das kannst du nicht mal verteidigen. Ich muss mich beruhigen, ich bin am Fasten, subhanallah. Bruder, ich schwör's dir, ich weiß nicht. Ich verstehe nicht deine Logik, wallahi nicht. Ich habe dir schon am Anfang gesagt, wer die Salawat auf Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam schickt, so wird Allah ihn segnen. Sahih, steht nicht dort so? Steht nicht dort, warte kurz. Das steht nicht dort. Wenn wir. Deine Auslegung steht aber nicht so drinne. Da spricht gerade Mohammed. Warte. Sagt nicht Rasulullah, wer ja auch immer auf mich Salah schickt, so wird Allah auf ihn Salah schicken. Steht nicht dort so? Steht nicht dort so? Falsch, er hat gesagt, ihr sollt meinen Namen erwähnen. Wo steht das denn, sein Namen? Wo steht sein Name dort? Wir haben es doch gerade eben vorgelesen. Mensch, hörst du zu? Warte, lass mich doch bitte. Da steht, wer auf mich Salah schickt, so wird Allah subhanahu wa ta'ala Salah auf ihn schicken. Und Allah wird euch vergeben. Und die Vergebung von Allah subhanahu wa ta'ala hängt nicht von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ab. Das steht aber nicht so. Okay. Mach mal, Elia, mach mal wieder groß. Mach mal wieder groß. Mach dich los machen. Ich möchte, dass Elia aber ehrlich ist zumindest. Elia, bitte sei ehrlich nachher. Was denn? Meine Frage an Fletch war, steht da sein Name oder steht da nur die Salah? Von wem? Von Muhammad. Er sagt ja nicht dort, wer auf mich Salah schickt, so wird Allah subhanahu wa ta'ala Salah auf ihn schicken. Aber du hast den Bruder Flex ja richtig falsch verstanden. Der Flex meinte ja, er redet von dem Ich, also Muhammad, er sagt hier, whoever sent Allah upon me. Und auf Arabischen steht hier ebenfalls, ich rede mit Ehrlichkeit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Das verstehe ich, das sage ich ja. Man salla alayya, Sprich aus. Hier, da steht, ich lese es auf Arabisch sogar vor. Man salla. Upon me. Upon me. Man salla alayya, das heißt, wer auf mich betet. Upon me, wow, upon me. Bruder, ich sage das dann das 6 Mal auf Deutsch. Al-Rasulullah sagt damit, wer auf mich Salawah schickt, auf mich heißt upon me, Salawah schickt. Er hat es gerade eben auf Arabisch erklärt. Oh Jesus. Oh mein Gott, Bruder, ich wallahi al-Azim, ich werde dich nicht verstehen. Guck mal, weißt du was, wir lesen es nochmal ausführlich für dich vor. Anas bin Malik said, the messenger of Allah, Muhammad, hier spricht Muhammad, said, whoever, police be upon him, because he had a 9-year-old Aisha, and Allah knew it. So, yeah, da müssen wir ehrlich sein. The messenger of Allah said, nicht Allah said, Muhammad said. Sag ich auch die ganze Zeit.
Darf ich mein Wort zu Ende führen? Eigentlich müsste da drinnen stehen, ja, nur im Namen des Herrn werden eure Sünden vergeben. Hier spricht aber Mohammed und sagt klipp und klar, hey, send Salah on me, ja, und dann wird Allah euch was ebenfalls die Sünden, ey, bitte komm, bitte. Da steht Mohammed sein Name zuerst und dann Allah. Das müsste andersrum sein. Oder am besten gar nicht mal Mohammed erwähnen. Das ist ein Knockout, Mann. Sag nicht Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Muhammad, glaube ich, seid ihr nicht dort so? So schickt die Segenwünsche auf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Steht das hier drauf? Ist das Gleiche. Er sagt, warte mal, meine Frage ist jetzt, steht das da drauf? Rasulullah, warte kurz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, wer auf mich die Salawat schickt, die Salat schickt, so wird Allah subhanahu wa ta'ala auf ihn Salat schicken. Ja, und seit wann stellt sich jemand Gott gleich? Wallah, es geht jetzt nicht gut. You worship a pagan. Ich lach mich über deine Unwissenheit. Wallah, nein, ich lach mich du über verstehst dich. Nicht, was da drin steht. Jeder hier drinnen hat es verstanden, nur du nicht. Wer auch immer, Bartos, ich sage dir die ganze Zeit, wer auch immer, ich oder du oder ein Muslim auf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Salawat schickt, so wird Allah subhanahu wa ta'ala ihn segnen. Die Salawat sind die Segenwünsche auf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und alles Allah gut. Wird ihn auch segnen. Segnet dich immer nicht so? Okay, alles klar. Babylon, please read it in Arabic here. Nein, geh mal bitte links, Elia. Nein, ich möchte nicht mit Babylon sprechen. Ich möchte nicht mit dem sprechen. Ich möchte Babylon, read it in Arabic. Allahu ala Flexa wa Babylon wa Elia wa Salam. How you doing, brother? I'm doing fine. Please, my brother, can you read in Arabic? Because he doesn't believe what I'm saying. No, it's too small. Get closer, please. اقرا منا انا حدثنا هنا اقرا منا انا حدثنا عن انس بن مالك حدثنا عن انس بن مالك قال رسول الله صلى الله على بابلون وسلم من صلى على صلاه واحده صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيات ورفعت له عشر درجات. So if you pray on Muhammad, Allah will pray on you 10 times more. Oh my God. Also, ich erklär's mal. Allah only. Vielleicht rede ich mit dir und Elia oder ich gehe uns runter mit Babylon. Ich habe keinen Bock mehr auf Babylon. Okay, no problem. Okay, Babylon, relax. You mute yourself, Babylon. Just mute. All is good. Are you scared from me or what? Why are you scared? I think yes. So it's okay. I speak with him. Okay. Cowards. Japan. Japan, huh? All fine. Alles gut. Also, da steht, wer die Salah auf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam schickt, so wird Allah subhanahu wa ta'ala auf ihn Salah schicken. Das heißt, und Allah sagt ihm, zu Muhammad sagte er, so schickt Segenwünsche auf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Und die Salah sind die Segenwünsche auf Rasulullah. Wie sagt im Gebet, Allahumma salli wa sallam ala Muhammadin wa ala Ali Muhammad, kama salli ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim, innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim, innaka Hamidun Majid. Das sind Segenwünsche. Okay. Und das heißt es, O Allah segne Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, genau wie und seine Familie, genau wie du Ibrahim und seine Familie gesegnet hast. Warte, dann bringe ich mal den besten Vergleich, warum ich sage, ihr seid Götzendiener. Guck mal, nimm's nicht böse. Ich weiß, dass du gerade Fasten tust. Ich respektiere das, ist kein Problem. Alles gut. So. Laut Islam. Ja, okay. Ja, Elia, dann sag du kurz und dann rede ich. Also, der hat sich gerade selbst vernichtet, indem er der groß. Ich habe mich vernichtet. Warte kurz. Du hast gesagt, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim. Und jetzt kommt das zweite. Allahumma barik
Barak ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oh Allah, Barak, Baraka, Baraka, warte kurz, warte, lass mich reden. Baraka sind Segen, Baraka heißt Segen. Ana abarak fik, Allah ibarak fik, Allah segnet dich, möge Allah dich segnen. Yasu'i ibarak fik, Baraka ist Segen. Salah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma bete auf Muhammad. Salah ist Beten. Oh. So, du hast gesagt, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma, oh. Also Allah bete auf Muhammad, kama oh. Sallaita ala Ibrahim, wie du auf Abraham gebetet hast. Du hast gerade zwei Sachen aufgesagt. Alles tut, alles tut, alles tut. Vielleicht erwähne deine Brüder. You know what? You know what? Ich wünschte, ich könnte Arabisch, subhanallah. Ich wünschte, du könntest auch Arabisch, weil du würdest dann das verstehen, was ich kann. Allahumma salli heißt nicht, oh Allah, bete auf ihn. Allah bete, salli, was ist denn Salat? Salat ist nicht immer beten. Warte, was ist denn Salat? Warte, Salat heißt nicht nur beten. Natürlich heißt es beten. Heißt es nicht. Hayya ala Salat, hayya ala Falah. Komm zum Gebet, das heißt, das Wort Arabisch nicht immer beten. Also, komm zum Gebet, hayya ala Salat, hayya ala Falah. Komm zum Gebet. Vernichtest dich gerade selbst, merkst du das nicht? Allahumma salli ala Muhammadin ala. Okay, guck mal, ich werde den Rest machen, okay? Alle kurz stumm, ich mache nur kurz den Rest, ja? Okay, also ein Libanese, der Arabisch sprechen tut, sagst du, er weiß nicht, was er da sagt auf Arabisch. Auch kein Problem, alles gut. Also das Problem bei euch ist, ja, egal was man sagt, ihr wollt es sowieso nicht annehmen. Ist auch nicht so schlimm. Ja, alles gut. Ja, jetzt gehen wir noch tiefgründig in die Materie rein. Meine Frage an dich wäre jetzt, ja, der Prophet Moses, wie kam er auf die Welt? Durch SEX oder wie ist Moses entstanden? Moses ist erschaffen. Wie bitte? Moses ist erschaffen. Moses wurde erschaffen oder wurde er geboren? Er hat ein normales Lebens, also Geburt, genau wie Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Genau wie alle Brüder aus der Hilfe. Also Moses hatte eine, ganz kurz, okay, Moses hatte eine normale Geburt, richtig? Mhm. Okay. Ja. Abraham, Noah, hatten die eine normale Geburt oder eine spezielle Geburt? Alle hatten normale Geburt, außer Isa und Adam. Ich bin noch nicht fertig. Adam wurde erschaffen. Das ist was ganz anderes wieder. Warte kurz, wie wurde Adam geboren? Ach mein Gott. Adam wurde erschaffen. Er wurde nicht geboren, er wurde erschaffen. Genau wie Isa. Isa ist auch erschaffen bei uns. Was? Isa ist auch erschaffen. Isa ist erschaffen. Oder egal, komm, ich möchte dein Argument hören. Alles gut. Ich fange ganz von vorne an. Ich will es jetzt nicht noch schlimmer machen, das Thema. Alles gut, alles gut. Bei allem Respekt. alles gut. ey, das tut mir so leid, ey. Alles gut. Meine Frage ist, Mohammed wurde doch geboren, ganz normal, richtig? Ja. Okay. Isa, wie ist Isa auf die Welt gekommen? Durch ein Was? Bruder, er wurde durch eine Jungfrau geboren. Das macht er nicht so. Nein. Wie kam Isa auf die Welt? Durch eine Jungfrau. Nein. Wie kam er auf die Welt? Durch wie wurde er? Wie ist er gekommen? Durch Jungfrau. Okay, lies mal bitte Sura 2, Vers 87. Er wurde geboren durch Jungfrau, richtig? Nein, falsch. Ihn wurde der Heilige Geist. Ganz kurz. Ihn wurde der Heilige Geist eingehaucht und so kam was. Isa auf die Welt. So, meine Frage ist, wer ist der Heilige Geist? Was, Jibril alaihi salam. Was hast du gesagt? Jibril
Okay, wo steht im Koran, weil der Koran ja wirklich super, super perfekt ist, wo steht im Koran, dass Jibril Heiliger Geist ist, der Heilige Geist Jibril ist? Wo steht das im Koran drinne? Hä? Muss ich das verstehen? Jibril, Allah, Jibril wird immer als Ruh al-Qudus angesehen. Und in was, heißt, kann was heißt Ruh? Was heißt Ruh? Ruh al-Qudus, Ruh der Geist heißt das. Warte, was heißt Ruh? Geist. Okay, war Jibril ein Geist oder ein Engel? Ruh al-Qudus. Was ist Jibril, ein Geist oder ein Engel? Er ist ein Engel. Okay, und ein Engel haucht den Heiligen Geist in Maria dann ein? Ja, er kam ja runter. Ach, mit dem Geist Gottes. Merkst du nicht, dass du dich gerade selber begraben hast? Inwiefern? Ach du Scheiße. Wieder, ich sag, ich bin fertig. Leute, Bruder, ich bin fertig. Ich chatte nicht. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Okay. Ich frag dich jetzt nochmal. Wer ist der Heilige Geist? Jibril alayhi salam findest du in der Sunna. In der Sunna. Ja. Im Koran, wo steht Jibril, Heiliger Geist, Jibril? Aber der Koran ist wird immer abgeleitet von der Sunna. Ist immer von der Sunna. Okay. Der Koran wird immer abgeleitet von der Sunna. Ganz kurz, du unterbrichst mich immer wieder. Die ja. Hadithe und die Tafsire, wie viele Jahre später kamen die? Ist die Maßstab die Zeit ein Maßstab? Du hast mich nicht verstanden. Ich habe dich gefragt, wie viele Jahre später kamen die Hadithe und die Tafsire? Kannst du mir das sagen? Und bitte sei ehrlich. Nach Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sind wie viele Jahre? Und die Tafsire wurden, es gibt auch Tafsire, die auch während der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gemacht wurden. Nein, die Tafsire und die Hadithe kamen 200-300 Jahre später. Wer war zuständig für die Ausländer des Koran? Ganz kurz. Was ist meine Frage? Warte. Nein, bleib beim Thema, weil du springst. Wer war zuständig? Nein, warte, du springst. Nein. Wir bleiben beim Thema. Warte kurz, eine Frage. Ey, ich schwöre dir, Rasul, meine Frage bitte. Was heißt, schau mir an, er macht jetzt das. Du springst und deswegen gehe ich darauf nicht ein, weil du springst gerade von meinem Thema, weil du genau weißt, ich hab dich jetzt, das weißt du. Erstens, die Tafsire und die ganzen Hadithe kamen 200-300 Jahre später. Ich hab dich jetzt gefragt, woher willst du wissen, dass der Heilige Geist Jibril ist, Jibril der Heilige Geist ist? Das war meine Frage. Und wer hat gesagt, dass der Heilige Geist Jibril ist? Jetzt bin ich gespannt. Ibn Abbas, Rahimullah, und die Gelehrten sagen das. Warte mal, wer hat das gesagt? Die Gelehrten sagen das. Die Gelehrten sagen das oder Mohammed sagt das? Die Gelehrten sagen das und die erklären es so, wer damit gemeint ist. Okay, die Gelehrten, die das geschrieben haben. Nur eine Sache. Dieser Ruh al-Qudus ist nur ein Titel, nichts mehr. Okay, darf ich was sagen? Ja, kannst du sprechen, aber es ist nur ein Titel. Okay. Haben die Gelehrten mit Allah gesprochen? Nein. Aber die Gelehrten. Okay, und woher wollen die Gelehrten dann wissen, dass Ruh al-Qudus, woher wollen die Gelehrten dann wissen, dass Heiliger Geist Jibril ist? Von Ibn Abbas, Rahimullah. Von wem? Ibn Abbas. Ibn Abbas bekam die Segen, er bekam so eine Wunder von Allah und Muhammad hat auf ihn, also Allah, Muhammad hat Dua für ihn gemacht, damit er die Auslegung des Koran lernt und den Koran auswendig lernt. Von Muhammad. Okay. Hat Ibn Abbas mit Allah gesprochen? Ibn Abbas bekam die Erläuterung des Koran. Er bekam das Wissen darüber. Nein, die Frage war, hat Ibn Abbas mit Allah gesprochen? Nein, aber Ibn Abbas bekam die Wissens darüber. Was für die Wissens? Die Wissen über den Koran zu erläutern. Den Wissen über den Koran zu erläutern. Und von woher kam dieses Wissen? Von Allah subhanahu wa ta'ala. Er wurde gesehen. Also hat Ibn Abbas mit Allah gesprochen. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam machte Dua für
Er macht Frage ist, woher soll er das wissen, dass der Heilige Geist Jibril ist? Er bekam die Erläuterung, er versteht den Koran. Er versteht den Koran und er bekam Flex, die Sucht. Flex, can you read from me 17, Quran chapter 17, verse 85, please? Stimm dich mal. Ich frag dich, ja. Give me a second. So, okay, also er bekam die Erläuterung. So, jeder, der Heilige Geist lesen tut im Koran, weiß nicht mal, wer der Heilige Geist ist. Die ganzen Tafsire, Hadithe kamen 200, 300 Jahre später. Also wer soll wissen, wer Heiliger Geist ist? Ibn Abbas war ein Sahaba und es wurde immer geleitet, weitergeleitet. Oder nicht? Nochmal. Schau mal, Die Gelehrten, dieser Gelehrte. Der das geschrieben hat. Wie heißt dieser Gelehrte? Die Gelehrten sind Ibn Kathir, Ibn Majah und so weiter. Die haben ihre Bücher geschrieben und die haben das von Erzählung, also der Koran erläutert wurde immer mündlich und schriftlich weitergegeben. Okay, du hast dich gerade selber auseinandergenommen. Wie? Ich habe den Koran wissen bei mir. Schau, ich habe bei mir eine Wissenschaft über Koran. Ich habe bei mir den Wissenschaft über den Koran. Du hast gerade eben gesagt, Ibn Kathir. Ibn Kathir hatte nie mit Allah gesprochen. Der Koran wusste nicht mal. Der Koran wusste nicht mal, was Heiliger Geist ist. Ich sagte doch, Ibn Kathir hat das auf seinem Buch geschrieben, weil er von dem anderen Gelehrten bekommen haben, weil die Gelehrten mündlich und schriftlich überliefert haben. Du hast mich immer noch nicht verstanden. Elia oder wieder locker, you guys can speak. I'm done. I am tired. Lieber sprichst du nicht. I am tired. Lieber sprichst du nicht. I am very tired. Ich mag dich bald nicht mehr, ja. Ich mag dich mehr. Bruder, diese Unwissenheit verstehe ich wirklich nicht. Does Muhammad knows what's a spirit? I don't want to speak with you. I don't want to talk with you. Why, coward, Japan? Why, maniac? No, why? I don't want to talk with you. I don't want to talk with you. Why? Because I don't like you. Okay, Elia, ask him if Muhammad knows what's a spirit in Quran. And then bring him to 1785. Wenn du 1785. Seine Frage annimmst, dann let's cook him. Hä? Coward. Ich werde ihn jetzt ein paar andere Fragen stellen. Alhamdulillah. Erstmal, glaubst du an wissenschaftliche Fehler im Koran? Hallo? Elia, Baby. اسأل إذا محمد يعرف شنو الروح من القرآن حسرة أوكي wie heißt du frag mich nicht seine Frage Elia stell mir deine eigene Frage ich möchte keine Fragen von ihm haben ich habe schon verstanden stelle meine eigene Frage ich habe deine falsche verstanden stelle meine eigene Fragen so. Ich weiß und ich werde nicht über wissenschaftliche Koranfehler lesen oder wissenschaftliche mit dir diskutieren. Warum? Darüber habe ich kein Wissen. Hast du kein Wissen über deinen eigenen Koran? Über wissenschaftliche Sachen nicht. Das ist keine wissenschaftliche Sache, doch, das ist nur, was im Koran steht. Das ist wissenschaftliche Sache nicht. Ich habe mir 49 geschafft. Das Koran ist der Koran wissenschaftlich. Ja, es gibt selber Koranwissenschaft. Okay, dann. Aber ich muss den noch fertig lesen, noch nicht fertig. Hä? Ich bin noch nicht fertig mit dem Buch. Hast du gestern Sura 86? Bruder, das hast du mir schon letztes Mal gefragt. Ich habe darüber keine Antwort. Okay, dann fragen wir mal was anderes. Wieder locker bist du. Woher wussten die Gelehrten oder Mohammed selbst, dass der Ruh al-Quds... Das weiß ich nicht, weil du es von Babylon hast. Nein, das habe ich jetzt nicht von Babylon. Dann frage ich dich was anderes, hör zu. Warum? Warte. Hadithe, die da'if sind, Hadithe, die unauthentisch sind, die den Islam komplett vernichten können. Warum werden sie nie gelöscht? Warum wurden sie nie vernichtet, wenn die doch so unauthentisch sind?
Allah alam, damit da muss ein Scheich fragen. Da hast du auch keine Frage. Da hast du auch keine Antwort. Ja. Bruder, Flex, ich hab kein Thema mehr. Der Bruder kann mir auch eine Frage stellen. Ich kann nicht sagen, wo ich nicht weiß, hä? Hä? Ich kann nicht Sachen beantworten, worüber ich kein Wissen habe. Alles gut, ich sag ja nichts. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, Bruder, egal was ich dir sogar zeigen würde oder dir klipp und klar beweisen würde, wenn ich dir beweise, dass du Pädophilie in deinem Glauben praktizieren tust, würdest du sagen, nein, aber ich kann es dir anhand deiner Quelle zeigen. Ja, weil es nicht gibt, deswegen. Okay, dann gehen wir auf Sure 65,4. Lies uns das mal damit, vor. Damit sind nicht Frauen, damit sind keine Kinder gemeint. Diese Vers kam nur für die Frauen. Dann lies mal vor. Dann lies uns das mal vor. Dann schauen wir mal, ob damit Kinder gemeint sind oder nicht. Ich kenne ein Argument. Diesen Vers kam auf die Frauen herab. Du musst den Hadith darüber lesen. Nein. Lies mal oder den Vers. Du musst es wissen, wofür dieser Vers herabgesandt wurde und warum. Soll ich dir ein Hadith geben, dass es erlaubt ist? Ja, gib mir Hadith. Leute, auch wenn ich Ihnen diesen Hadith gebe, der wird es auch nicht glauben. Immer Hadith. Ja. Alles klar. Dann gehen wir auf Sure 65 kurz und dann schauen wir mal. Dann gebe ich dir den Hadith. Ich muss nicht darauf eingehen, ich kenne den Vers schon. Du musst die Fatwa und du musst nur, wie heißt es, den Offenbarungsgrund wissen. Der Offenbarungsgrund ist. Giving a child to marriage in a Hadith. Oh, come on, bitte hör auf. Gib mir den Hadith, bitte. Okay. Wie alt war Aisha, als Mohammed sie... Bruder, wenn du weißt, dass du Sachen nicht kannst, dann wirst du immer zu anderem Thema. Wallahi, du weißt es bei dir. Nein, ich will dir zeigen. Jetzt kommst du auf Aisha, oh mein Gott. Oh my God, I've never seen a hypocrite in ages. Oh my God, I've never seen a hypocrite who doesn't want to accept what I'm showing you. Oh my God, ich habe noch nie jemanden gesehen, der alles ablehnt. Egal was man dir sagt. First of all, you follow a pedophile. Second, you follow someone who has something with a 9-year-old having an intercourse. Come on! And you're trying to defend it. Sure 65, Vers 4, der sagt, nein, da geht es nicht um Kinder. Aber das ist ein eindeutiger Vers. Nein! You follow a pedophile. You say no. Ey, Mann, das ist doch krank. Das ist doch, wie kann man sowas verteidigen, Mann? Das ist krank, Alter. Ey, das ist einfach krank. Das ist einfach krank. Sag mal, jetzt mal ehrlich, schämst du dich nicht? Bruder, ich empfehle dir ein Buch für dich, ein Film für dich. Kauf dir Hadith Wissenschaft. Sehr gut für dich. Dann weißt du auch, was die Hadith Offenbarungsstunde sind. Aber alles gut. Für was braucht Allah? Is he an Arab? My brother. Meet yourself. Osh. Babylon, he wants to speak with me. It's okay. No, don't worry. Okay. I'm going to just show you that the Arabs are the most kafir and hypocrite in the Quran, chapter 9, verse 97. I don't want to talk to you. I'm not talking to you. I'm talking to Flexa. Mutaboy, Osh. Begin. Begin. You pose. All fine. I speak with him. All fine. Ich erteile seine Stimme Wallah nicht, Digga. Ich schwör's dir. Ich schwör Wallah, ich mach alles gut. Damit sehen. Aber sag mal, eine kurze Frage. Und ich möchte, dass du auch bitte ehrlich bist, weil egal was ich dir gebracht habe, du glaubst anscheinend gar nichts und du sagst, du musst den Hintergrund kennen. Ja. Der redet schon wieder rein, ey. Ich hab gemerkt, mit dir kann man nicht reden. Das geht gar nicht. Ich glaub, du sprichst. Weil das Problem ist, du redest immer rein. Ja, sprich aus. Ja, also ich mache das eindeutig und klar und dann mache ich, glaube ich, auch weiter, weil ich habe gemerkt, das hilft, das bringt einfach nichts. Ich kann dir auch die Verse zeigen, alles, es bringt bei dir nichts, was ich sowieso nicht verstehe. Eine Sache, was ich nicht verstehe. Wie kannst du jemanden verteidigen, der eine 6-Jährige hatte, ja, und mit 9 die Ehe vollzogen hat? Jetzt würde ich dich fragen, meine Frage geht jetzt an dich, ja.
ist das normal, dass ein 54-jähriger alter Mann, ja, eine 6-jährige zur Ehe nimmt und mit 9, sagen wir mal, die Ehe vollzieht? Ist das normal? Du kannst deine Moral nicht auf die heutige Zeit, ich meine auf die Moral auf den heutigen nicht auf die von 1400 Jahre beziehen. Die früher normale Sache, die doch früher war normale Sache. Gib mir einen Historiker, der Muhammad sallallahu alaihi wasallam beklagt hat wegen Aisha radhiyallahu anha. Der sagt, du bist ein Pädophiler, du hast einen Neunjährigen geheiratet. Gib mir bitte einen historischen Historiker, der sagt, aber vor Gib mir einen historischen, bitte. Ich warte auf dich. Darf ich reden? Okay. Historisch, Historie, Historie da, alles mir egal. Meine Frage war, ist das normal? Du hast gesagt, in der damaligen Zeit war das anders. So, meine Frage an dich. Wusste Allah nicht, dass Mohammed eine 6-Jährige hatte? Also Allah erlaubt das mit einer 6-Jährigen. Er ist doch Prophet, oder nicht? Warum hat Allah nicht mit ihm gesprochen und hat gesagt, hey, du Kerle, du hast eine 6-Jährige? Wusste Allah, dass sie 6 war, ja oder nein? Allah über Allah geht gar nichts vor. Er weiß alles, was auch immer alles ist. Meine Frage war, wusste Allah, dass sie 6 war? Natürlich weiß er, hä? Ach so, Allah wusste es. Ja, und nochmal, die Seite war 4. Und Allah konnte ihm nicht sagen, er ist Prophet. Allah konnte ihm nicht sagen, hey du Kerle, du weißt schon, dass sie 6 ist, das weißt du schon. Und diese Heirat, Allah konnte es ihm nicht sagen. Bruder, über diese Heirat, ja, was du noch eine Weisheit. Du weißt selber eine Weisheit. Bruder, ich verstehe dich wirklich. Weißt du, was in der Bibel steht? Weißt du, was in der Bibel steht? Ja, immer ein Mädchen. In der Bibel steht drinne, ganz kurz, in der Bibel steht drinne, wenn du ein Kind nimmst, ja, wenn du ein Kind nimmst und wenn du sie, was zur Sünde verführst, so kannst du einen Stein um deinen Hals wickeln und dich ins Meer schmeißen, okay, wenn du ein Kind zur Sünde verführst. Erstens, das Kind hat nicht mal menstruiert. Doch. Das Kind hat nicht mal menstruiert. Und der Kerl hat nichts Besseres zu tun gehabt, als dieses Mädchen zu nehmen und sie zu. Also, ey, wie kannst du sowas verteidigen? Bukhari 467 liest vor. Sie war in Pubertät. Oh mein Gott. Eine 9-Jährige pubertiert. Sein Pubertät, sei. Okay, eine 9-Jährige pubertiert, richtig? Pubertiert, was ist pubertiert? Okay, sie hat mit Puppen gespielt, was machen wir jetzt damit? Mit den Puppen, es war normal so früher. Er selber Erwachsene haben mit Puppen gespielt. Okay, sagen wir mal, ich komme jetzt. Nimm's mir nicht böse, bei wirklich im Namen Gottes, versteh mich nicht falsch. Jetzt kommt ein afrikanischer Bär, ein 54-jähriger afrikanischer Bär. Ein Löwe, bam, das ist alles. Bam, ein Löwe. Bam. Jetzt komme ich zu dir, bei allem Respekt, und dann sage ich zu dir, hey, gib mir mal deine Tochter, sie ist 6 Jahre alt, gib mir mal bitte deine Tochter. Würdest du ja sagen? Ich bin aber ein Prophet. Gib mir deine Tochter, würdest du ja sagen? Wäre es unmoralisch, einen 6-Jährigen zu heiraten. Aber in den früheren... Warte mal, meine Frage war, würdest du es akzeptieren? Ich bin Prophet, ich komme zu dir, ich sag dir, hey, mein Name ist Flex und ich bin so ein richtiger Bär, so ein 54-jähriger alter Bär, und dann sage ich zu dir, hey, gib mir mal deine Tochter. Würdest du das akzeptieren? In Bezug auf heutige Zeit, dann nein. Ey, I am so done. Hä? I am so done. Du stellst mir eine Frage, warte kurz. Inwiefern, warte kurz. Du stellst mir eine Frage, du hast mich gefragt. Würdest du deine Tochter mit einem 54-Jährigen heiraten? Und ich sage dir, meine Antwort wäre nein. Nein. Aber früher... Warum hat Abu Bakr gesagt, nein, ich möchte nicht? Warum? Weil es eine normale Sache war für ihn. Und Abu Bakr sagte zu ihm, du kannst nicht meine Tochter heiraten. Er sagt, warte mal, was hast du gesagt? Bruder. Für wen war es normal? Warte mal, für wen war es normal? Was für wem? Warte mal, für wen war es normal, dass eine 6-Jährige mit einem 54, für wen war das normal? Wie war das normal so?
die es war früher normal. Ja, mit warte Hilfe. Mal, es war früher normal. Ja. Okay, Nummer 1. Unser Kollege hat gesagt, es war früher normal. Nummer 2. Hat Allah mit Mohammed gesprochen, ja oder nein? Ja, hat er. Hat er. Hat Allah ihn nicht gesagt, hey du hast gerade eine 6-jährige Finger weg? Hat er nicht gesagt, nein. Hat er nicht gesagt? Nein. Alles klar, bum bum. That's a knockout. Oder oha, ah, was ein Lachen, ja? Subhanallah. Ein Teufel aus dem Haus. Was tut? Wieder locker. Shalom. Bruder, der hat dich echt krass. Bruder, er hat dich abgeschoben, einfach, Bruder. Er hat dich abgeschoben. Ja, wie abgeschoben? Bruder, der hat dich richtig abgeschoben, Bruder. Ich sag mal, was, Elia, was war das? Hat er eine Quelle dafür, wo Allah ihn dafür beklagt hat? Warte, was? Hat er dafür eine Quelle, wo Allah zu Muhammad sagte, warum hast du einen 6-Jährigen geheiratet? Hat er dafür eine Quelle? Nein, ist also, Allah hat nicht mal, Allah hat nicht Mohammed verklagt, hä? Ja, normal, weil es normal war früher. Das ist normal. Allah hat erlaubt, Mohammed Kinderehe zu begehen. Kinderehe, oh mein Gott. War das keine Kinderehe? Die Moral war kurz. Die heutige Moral kann man nicht auf die Moral von. Natürlich. Weißt du warum? Kann man nicht. Weißt du warum? Weißt du warum? Warum denn? Weißt du warum? Ganz einfach. Ihr müsst die Sunna des Propheten folgen und die Sunna gilt bis jetzt. Nein, ich weiß, aber wir müssen folgen. Also guck mal. Ist eine Sunna, warte mal. Ist es eine Sunna, du hast ein 6-Jähriger? Ja. Wo steht das? In Fatwa, Mafsu' al-Fatwa. Bring mit der Fatwa. Warte. Wo steht, dass die Sunna ist, ein 6-Jähriger zu heiraten? Warte, ich zeig dir das, diese Fatwa. Und wenn du damit kommst, mit dem Vater, kann seine Tochter feiern in der Wiege. Das weiß ich schon. Hä? Wo es heißt, der Vater kann seine Tochter in der Wiege verheiraten, aber erst übergeben darf jetzt hier, wenn sie zu einer Frau aufwächst. Nein, ich mach dir eine schlimmere Fatwa auf, mein Lieber. Also, kann mich jemand groß machen? Hey, eine Modi oder so? Mod? Bruder, das ist halt wirklich krank, Digga. Ich bezieht einmal auf die moralische heutzutage wie auf den 1400 Jahre, ja? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich wirklich nicht. Warte doch. Ich weiß nicht, wer kann mich hier groß machen? Wer hat Moderator? Ich denke, nur Flex. Nur Flex? Ich denke, das kann nur Flex, denke ich. Ich weiß es nicht. Aisha war reifer als alle Frauen auf dieser Dunja. Du willst mir sagen, Aisha war reif, aber Aisha hat selber zugegeben beim Haushalt. Es gibt ein Hadith, wo Aisha gesagt hat, ich kann kein Haushalt machen, weil ich nicht so kräftig bin. Warum lügst du? So kräftig und jetzt? Du willst mir sagen, eine Frau, die reif ist, spielt noch mit Puppen? Noch einmal, früher war es normal. Du willst mir sagen, eine Frau... Eine reife Frau spielt mit Puppen? Lex, mach mich bitte. I am back. Mach mich bitte. Oh, man. Nochmal was? Mach mich bitte groß. Okay, Bruder. That was so beautiful, man. Babylon, I'm gonna speak to you wieder locker. Abu Belgrad, ihr könnt auch gleich alle reden. Ne? Guck mal, was in dieser Fatwa steht. Masmu' al-Fatwa. Mawsu' al-Fatwa. Auf was bezieht sich die Lehrte? Auf die Heirat von Kindern. Was? Auf der Heirat von Kindern. Okay, dann lese ich vor. Also, ich lese es auf Arabisch. هل يصح عقدنا الزواج على الرضيعة؟ الرضيعة bedeutet ein Säugling, also ein Kind, das gerade noch an der Brust der Mama noch nuckelt. TikTok sportlich. ويجوز للتمتع بها بالتقابل وغير سوى الجماع بما لا
Yardaha. Und das ist die Antwort. Ich kann dir die Antwort auch hier. Also erstmal die Frage auf Englisch. Is marriage with a breastfeeding girl permitted? If so, is it allowed to derive a sexual pleasure from her? Oh mein Gott, TikTok sportlich. And other things that do not harm her except penetration. Answer. Das ist die Antwort von dem Dingsgelehrten. If the marriage itself met all conditions that she becomes his wife from all aspects, it is then allowed for the husband to look at her, touch her, kiss her. It is not allowed to have intercourse with her until she is physically capable of doing so without harm. If she is able to, that even that becomes for him. Das, guck mal, warte, lass mich reden. Lass mich reden. Ah, oh, Mann, ey, okay, die Antwort mache ich auf Deutsch. Das ist schwarz auf weiß, das können wir, ey, das brauchen wir gar nicht leugnen, das ist schwarz auf weiß. Antwort, wenn die Ehe selbst alle Bedingungen erfüllt, will sie in jeder Hinsicht seine Frau, dann dürfte der Ehemann sie ansehen, berühren und küssen, es ist nicht erlaubt, mit der bis sie körperlich dazu in der Lage ist, ohne Schaden zu nehmen. Und wenn sie dazu in der Lage ist, wird auch das wird das ihm gestattet. Das heißt, wenn das Mädchen ab der in der Lage ist, wenn ihr Körper geeignet ist, das heißt ab 6, ab 5 Jahre ist, dann darf er mit ihr sexuelle Geschlechtsverkehr. Da steht, bevor wir auch weitergehen, wenn in Ramadan-Zeiten solltest du keine Musik hören. Das ist nicht gut, das ist Haram, was du machst. Lass mich doch was sagen. Aber ich weiß nicht, wie das Musik kam. Ich höre keine Musik bei mir. Was möchtest du sagen? Und sowieso, unten steht der Fall. Bitte, geh bitte unten. Ja, ich kann vielleicht doch nicht hier. Steht schon wieder, was ist mit Kaffee da? Nein, geh bitte oben, ich muss lesen jetzt. Da, bis sie körperlich dazu in der Lage ist. Das ist eine Ijma aller Gelehrten. Wir dürfen, warte kurz, es ist eine Ijma aller Gelehrten, die sagen, man darf seine Tochter verheiraten oder der Sohn verheiraten in der Wiege, aber ihn übergeben ist erst, wenn die physisch und körperlich reif genug ist, um eine Ehe zu führen. Oder um aber das was ist das? Was ist das? Lies mal das. Und das auch. Er darf das Säugling küssen und berühren? Also ich erkläre das. Damit sie körperlich fit ist, ist damit gemeint, damit sie bloß nicht krepiert, weil das ein Baby ist, aber du darfst dieses Baby anfassen, du darfst dieses Baby küssen. Das ist Pädophilie, da fängt schon Pädophilie an. Da steht klipp und klar berühren und küssen. Pädophilie. Would you touch a little girl? A little kid. Come on, man. Gleich die Polizei anrufen, Mann. Schrei nicht behäftet. Wenn das so lassen, hat er viele, warum hat er da ja gewartet? Nee, ganz ehrlich, da muss man gleich die Polizei anrufen. Du kannst ihn rufen, aber wenn Mohammed ein Pädophile, warum hat er da ja gewartet? Alter, wie kann man so? Mohammed war ein Pädophile, ja. Mohammed Pädophile. Bro, I don't speak with you. Please be quiet. Also, vielleicht, warum hat Mohammed euer 3 gewartet? Wenn sie doch. Wallah, ich geh raus, dann noch mal reden. Ich geh raus, dann sogar. All fine. Flexa, let's read Quran chapter 65, please. We're gonna read that. Ah, ich werd noch verrückt wegen der Team, ich schwör's dir. Leute, wenn das so mal raus, ein Betophiler war. Bitte, gib mir einen Betophiler. Gib mir einen Betophiler, der 3 Jahre wartet. Hä? Junge, warte, es geht darum, warte kurz, es geht darum, da steht, bis sie reif ist mit ihrem Geschlecht, also ein Kind kann sogar schon mit 6 Jahren reif sein, mit körperlichen, Körper halt dieses Geschlechtsverkehr aushält, kann das sogar mit 6 sein. Hört ihr mich? Mit 6. Mohammed hat extra. Hörst du mich? Ich höre gar nicht, Digga. Ich höre dich. Ja, wir hören dich. Mohammed hat, du hast recht. Ja, ey, mach stumm und dann, Dings. Elaya, Habibi, do you know what that means? That means al-mufakhadha. Yani jarrub, yidakhla, yidakhla, yidakhla. Ilan, yidakhla biha.
Nee, guck mal, der Bruder macht Flex, wenn du mich hörst, dann wickel mal. Flex, Bruder. Ich muss neu starten. Flex, Bruder, der Babylon hat mir gerade gesagt, mit dem Abwarten, der Ehemann kann das Säugling sogar mit sich nach Hause nehmen, sie berühren, sie küssen und er kann sogar jedes Jahr mit ihr dieses Geschlechtsverkehr ausprobieren, indem er da reinmacht und rausschiebt. Das darf TikTok er. TikTok sportlich, ja. TikTok Oi, sportlich. Ja. Und das mit einem Kind, das mit einem Säugling. Ja, nee, wie geht das bitte? Das ist doch Barbarismus. Das ist barbarisch. Alter, ich kann das echt nicht hören. Das ist so... Nicht mal ich sag euch ganz ehrlich, Leute, das ist schon widerlich, Alter. Nicht mal die Barbaren, nicht mal die Wikinger haben sowas gemacht. Die Wikinger, die größten Barbaren auf dieser Erde, haben das nicht mal gemacht. Die haben eher die Leute im Blutadler verpasst, nur weil sie mit dem Kind was gemacht haben. Das ist echt, also ich muss auch ganz ehrlich sein, das ist schon widerlich eigentlich. Ich sag euch ganz ehrlich, das ist... Also mir fehlen da echt die Worte, ne? Also Kind bleibt Kind, aber das ist echt heftig. Also ich weiß nicht, Mann. Also... Also, ich bin echt aufgeregt. Elia. Komm, ja. Muss mir nachher die Quelle zuschicken, bitte. Ja? Ich möchte wissen, von wem diese Fatwa ist. Ich schicke dir nachher. Ja, ich möchte wissen, von wem diese Fatwa ist. Vielleicht ist ein Fatwa, die nicht vertraut wird. Mal schauen. Doch, das ist eine sogar sehr, sehr authentische Quelle. Fatwa, diese Quelle heißt Salafi, diese Quelle der Salafi-Guru, also von dem Salaf. Okay, Babylon. Was? What's up? Yeah, one second. Wie soll ich dich denn nennen, wenn ich dich fragen darf? Ich spreche nicht mit denen. Alles gut, wie heißt du denn? Wie kann ich dich denn nennen? Nenn mir Abdullah. Abdullah. Glaubst nimmst du Ibn Kathir an? Sowieso. Was? Ja, das tue ich. Du glaubst an Ibn Kathir. Babylon, can you please show us Ibn Kathir, where Ibn Kathir says Allah has hair and he's a young boy. Can you show me? Ich nehme keine Quelle von Babylon. Alles gut, wir gucken sogar. Oder Elia, hast du mir die Quelle vielleicht? Nein. Ich bin ein anderer Argument. Ich nehme das aber nicht an. Ich nehme nichts an, was ihr von Babylon bekommt. Nichts. Was ihr von Babylon bekommt. Allah is beardless face with a curly haircut with the Isra wal Mi'raj. That was from Ibn Kathir, as far as I know. Warte, was war das? I don't have my tablet with me. Flex, okay. Flex, welche Quelle? Also von Ibn Kathir. Ibn Kathir hat gesagt, Allah hat Elia, warte kurz, Elia. Ah. Warte kurz, meine Sache. Elia, kannst du kurz die Quelle geben? Elia. Ja, warte kurz, hier. Nimm kurz die Quelle. Ich möchte die Quelle von dem Fenster bekommen. Irgendwo stand das, ich glaube, bei Ibn Kathir. Ich bin jetzt unsicher. Bist du in einem Bunker? Ja, ich bin in einem Bunker. Du kannst vorbeikommen. Elia, kannst du die Quelle geben, bitte, Alter? Ja, yeah, hier ist Salaf Jeru. Was ist denn Salaf Jeru, Digga? Das ist alles, was die Salafis und Sunni-Gelehrten sagen. Aber von wem ist die Fatwa, Bro? Von wem ist die Fatwa? Musst du einfach googeln, hier, Islamweb, Fatwa. Ja, von wem ist die Fatwa? Ja, hier. Von wem ist die Fatwa? Hier mal auf Su'al Fatwa, nimm hier. Da stehen sehr, sehr schöne Dinge, ja, wie du eine Palme benutzen kannst, wie du ordentlich mal im Bett rütteln kannst und so. Mann, was eine Göttlichkeit! All the same thing, so beautiful! Oh my God, we're gonna have big, long thing. We're gonna play some ding, ding, dong. Mann, das ist aber sowas von göttlich, ey. Flex, Bruder. Das ist wirklich Bruder, göttlich. Warte kurz, Flex, Bruder. Elia, sag mal bitte. Warte, ich sehe gar nichts. Flex, Bruder.
bete für mich, dass der Herr Jesus mir, Christus mir vergibt, dass ich in dieser Religion war. So lustig. Elia, du bist gerettet, Bruder. Ich schäme mich so sehr. Ich bin, oh Mann, ey. Elia, du bist gerettet. Mach dir keine Sorgen. Du weißt gar nicht, wie ich mich jeden Tag schäme. Das weißt du gar nicht, Bruder. Elia, Elia, ich küsse dein Herz, Bruder. Du hast es... Betet alle für mich, ey, ich schäme mich jeden Tag, wenn ich in der Nacht im Bett liege und da denke ich mir, ich war ein Mensch früher, an was habe ich nur geglaubt, vergib mir, oh Herr. Oh Mann, ey. Ich bete für jeden Ex-Muslim hier auch. Wir Ex-Muslime, wir halten hier zusammen. Hat er sich das jetzt gespeichert? Ich bin jetzt fertig mit Lachen, weil mein, ey, mein Bauch tut so weh. Oh, scheiße. Oh. Okay, Elia hat sich verkleinert. Okay. Abdullah, bist du noch da? Hört ihr mich überhaupt, Leute? Alle mal bitte Daumen hoch. Hört ihr mich? Ja, Bruder, wir hören dich, wir hören dich. Okay, alles klar. Ey, Mann, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Erstmal an alle Aramäer, die hier drinnen sind, Leute. Ich küsse eure Herzen. An unsere ganzen jesidischen Brüder, die hier drinnen sind. Ich küsse eure Herzen. Ja? Die Fatwa widerspricht Gott und Ijma. Was ist mit der Fatwa? Es widerspricht Gott und Ijma. Ja, es gibt auch nur Widersprüche im Islam. Das ist leider so. Der Ijma, weil der Ijma ist alles, dass man das, die Tochter erst übergeben kann, darf, wenn die Tochter reif genug ist. Was ist aber, wenn ich dir anhand der Quelle zeige, dass das erlaubt ist in den Hadithen? Gibt's nicht im Hadithen. Gibt's nicht in Hadithen, sagst du? Bist du sicher? Bruder, hör auf. Herr Bruder, ich finde immer dieses Thema mit Kindern, Wallah al-Azim, das schlechteste Thema. Ich schwöre es zum Debattieren. Lieber debattiere ich über Jesus, Göttlichkeit oder ob Allah Gott ist und so weiter, aber dieses Thema mit Kindern ist wirklich ausgelutscht, ja, ich schwör's dir. Aber lass reden. Aha. Also ich habe da schon was Ekelhaftes gefunden, aber ich sag dir ganz ehrlich, Wahrheit ist doch egal. Aber ja, weißt du, was ich geben kann heute? Zeig mir, ich möchte sehen. Nein, also, brauche ich dir nicht zeigen, weil sogar auch dafür wirst du Argumente und das auch verteidigen. Guck mal, ich habe dir vorhin gesagt, lies mal bitte Sure 65, Vers 4 und von Sure 65, Vers 4 den Tafsir. Lies mal vor und dann wirst du sehen. Ich habe den Tafsir gelesen, mehrmals sogar, es geht um die Frauen, nicht um Kinder. Falsch. Okay, dann war einfach dir nicht, was ist der Grund dafür für die Offenbarung des Verses? Okay, wir machen es jetzt alle gemeinsam. Nein, wir lesen das jetzt mal zusammen. Ich beantworte eure Fragen, aber eh nicht meine Fragen, das ist unwirklich unfair. Okay. Was ist der Hintergrund dafür für die Offenbarung des Verses?
Die Offenbarung des Fernsehers, was hat das jetzt mit dem zu tun, was wir jetzt gerade besprechen? Das ist der Vers. Warum Vers? Jeder Vers, der herabgesandt wird, hat einen Offenbarungsgrund. Jeder Vers, viele Verse. Wenn ihr nicht wisst, dann genau. Ist den Vers. Also, so ist mein Buch eigentlich. Alter, wie kann man verteidigen, wenn ein Kind nicht menstruiert, wie kann man das verteidigen und sagen, nach 3 Monaten, hey, warte 3 Monate, danach kannst du loslegen. Sogar das verteidigt ihr. Das ist. Vielleicht kannst du meine Frage beantworten oder nicht? Was hat dein Fernsehen jetzt mit diesem Thema zu tun? Scheitern ist nicht der Grund Zero. Kannst du meine Frage beantworten, bitte? Ja, dann stell die Frage nochmal, weil du hast irgendetwas mit Fernsehen. Meine Frage war, was ist der Hintergrund für die Offenbarung des Verses? Was hat ein Fernsehen jetzt damit zu tun? Ein Fernsehen? Ja. Ein Fernsehen? Wieso Fernsehen jetzt? Ja, hast du doch gerade eben gesagt, Fernsehen. Nein, ich sagte Vers. Hintergrund des Verses, was hat es damit was zu tun? Was? Warum deine Frage, die du stellst, ergibt einfach keinen Sinn. Das ist das Problem. Nein, das macht Sinn. Es ist ja selber interpretiert, wenn du das gelesen hast, eigentlich. Der Tafsir spricht sogar über die Offenbarungsgrund für diesen Vers. Dann frage ich mich jetzt, kennst du den Grund dafür, warum dieser Vers herabgesandt wurde? Wie meinst du das? Den Grund, warum der Vers herabgesandt worden ist, richtig? Ja, für warum die Vers herabgesandt genau, dass du warten sollst, kann ich dir sogar sagen, dass du warten sollst, wenn du dir unsicher bist, ja, wartest du 3 Monate, ja, und dann, wenn du nach 3 Monaten kannst du quasi dann, ja, die Frau anfassen oder dieses Kind anfassen. Ist das deine Antwort? TikTok-sportlich. Ist das deine Antwort? Du, ich kann es dir vorlesen. Ich möchte wissen, wo es heißt, das ist das Grund dafür, warum das verteidigt. Ich möchte nur wissen, was ist der Hintergrund des Verses? Warum wird in den Tafsir erklärt. Das wird in den Tafsir erklärt. Ich weiß. Okay, also. Väter wurde dann danach gefragt und dann ist diese Bärchen abgesandt. Was haben die Frauen gefragt? Ja, komm, ey, über was willst du? Ich will darauf hinaus, weil diesen Vers wurde nicht. Wir können ablenken, so wie wir wollen. Wir bleiben jetzt erstmal bei diesem Thema. Nicht für Kinder, für Frauen. Nein, das stimmt nicht. Okay, dann bitte lesen den hinten. Also, schau mal. Okay, ich lese vor. Alles gut, ich lese vor. Mein Hals kratzt gerade nur ein bisschen zu viel, deswegen. Also, ich mache jetzt meine Kamera auf und den Tafsir und dann werden wir hier nicht lügen. Und Elia, bist du da, Bruder? Ja, bin da. Wir lesen es gleich auf Arabisch, okay, Bruder? Warte. Geh nicht auf Al-Tafsir. Ich will dich, geh nicht auf Al-Tafsir. Ihr Al-Tafsir ist nicht von Ahlus Sunnah und Jama'ah. Das ist Arabisch, das ey, der lehnt ja alles ab. Abdullah, lese es auf Arabisch. Bruder, Abdullah, du kannst nicht auf Arabisch. Abdullah, weißt du, wenn diese Gelehrten dir zuhören würden, weißt du, was diese Gelehrten sagen würden? Die würden alle zu dir sagen, du bist ein Käfer. Okay, würdest du von mir akzeptieren eine Zeit von einem Zeugen Jehovas, wenn ich benutzt würde? Okay, dann nimmt Elia, okay, weißt du was, dann nimmt Elia eine andere Seite. Okay, kein Problem. Nehm Quran.com oder Alim.com. Quran.com wurde auch von Dings erstellt. Das sind die gleichen. Von wem? Von Shia. Quran.com wurde von Shia gemacht. Quran.com von Shia. Du hast dich gerade selber schlafen gelegt. Quran.com von Shia. Dann ja. Gib mir den Beweis. Gib mir den Beweis, bitte. Ich mache jetzt hier keinen Beweis, mal Beweis, aber nein, wenn gib mir den Beweis. Ey, Bruder, was ist... Seid ihr von wem diese Website kommt? Leute, das kommt von einer alten Website, die nicht vertraubar ist. Habibi Flex. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Habibi Flex, gib mal deine Quelle. Khalas, ich gehe auf Koran.com. Habibi Flex, gib mal bitte... Salafi-Seiten, nicht für einem Ding. Ich bin auf Koran.com. Ich bin gerade auf Koran.com. Gib mal die Flex, Bruder. Flex, Bruder, gib mal die Quelle. Suche 65.4, Bruder.
Sura 65,4. 65,4, ja. Und ich möchte mich. Guck mal, weißt du was? Ich zeige das selber, weil dann. 65. Geh nicht auf Al-Tafsir, bitte. Sei bitte respektvoll und geh nicht auf Al-Tafsir. Achso, du bist es nicht. Was war dabei? Ich hab's dir gesagt. Du kannst machen, aber bitte geh nicht auf Al-Tafsir. Ich hab dir gerade gezeigt, Bruder. Hier, ich bin gerade drin. Warte. Warte, ich mach's einfacher. Komm, dann lesen wir das gemeinsam. Mal gucken, ob er das auch ablehnt. Also, 65 vers 4. 65, 4. Lass mich das also, bitte. Ich kenne den Vers. Lass mich das nein, wir lesen das. Wir lesen das und dann Tafsir. Ja. Erst das und dann Tafsir. Und jetzt musst du die stummen. Und diejenigen von euren Frauen, die keine Monatsblutung mehr erwarten, wenn ihr im Zweifel seid. Hier steht schon klipp und klar, wenn ihr im Zweifel seid. Bei einer Frau kann man nicht zweifeln. Bei einer Frau kann man nicht zweifeln. Eine Frau ist ausgewachsen, da kann man nicht zweifeln. Bei Frauen zweifelt man nicht. Nur wenn es ein Kind ist, dann zweifelt man. So ist ihre Wartezeit 3 Monate. Das ist erlaubt. Das heißt also, bei einem kleinen Kind, wenn ihr zweifelt, 3 Monate warten. Du hast dir selber wieder den Schuss gegeben. Fertig. Es ist ein Fakt. Hier, es ist klipp und klar, wenn ihr im Zweifel seid. Wenn ihr eine Frau habt und ihr seid im Zweifel, dann müsst ihr nur 3 Monate warten. Warum? Weil es kann sein, das ist ein kleines Kind. Und deswegen wartet 3 Monate. Boom. Ich glaube, ich muss gar nicht weiterlesen. Das ist schrecklich, dieser Vers. So. Okay. Willst du wieder unterbrechen? Dann unterbrechen. Okay, erklär uns mal, was Zweifel bedeutet. Nein, bitte, sprich bitte aus. Da schreibt ein Jahiliya, damit ist was anderes gemeint. Ja, jeder Vers ist damit was anderes gemeint. Alter, wir lesen das klipp und klar. Die sagen, nein, das ist nicht so. Und diejenigen von euren Frauen, die keine Monatsblutungen mehr erwarten, wenn ihr im Zweifel seid, hier steht schon klipp und klar, wenn ihr im Zweifel seid, Wartezeit 3 Monate. Und ebenso derjenige, die noch keine Monatsblutung haben, kleine Kinder, die noch keine Monatsblutung haben, ist ebenfalls die Wartezeit 3 Monate. Ebenfalls keine Monatsblutung haben. Damit sind Kinder gemeint, wenn keine Monatsblutung haben. Kleine Kinder ist ebenfalls die Wartezeit von 3 Monate. Das kannst du nicht schönreden. Das steht hier klipp und klar. Das können wir alle lesen auf Deutsch, Mann. Wir verstehen alle die deutsche Sprache, Mann. Also wir sind ja nicht blöd. Bitte, verarsch hier bitte niemanden. Es ist klar und deutlich hier, lesen wir das. Es ist klar und deutlich. Und der Tafsir bestätigt sogar das, was wir hier gelesen haben. Der Tafsir bestätigt das, was wir hier gerade lesen. Fertig, Punkt, aus. Ja, also praktizierst du ab morgen Kinderehe? Nein. Warum nicht? Du musst das machen. Das ist erlaubt. Du kannst. Ah, Bruder, Kinder ist gleich wie mit Kinderschlaf und so weiter. Aber so weit. Schöne Volksstube habt. Abu Hanifa Rahimullah, oder ich nehme immer die stärkste Meinung von jedem Gelehrter. Nochmal jetzt. Für ich war die Fette, das solltest du das akzeptieren. Nein, aber alles gut. Fletcher, ich meine, Fletcher, eine Frage nicht jetzt nochmal. Meine Frage war am Anfang, von wem wurde diesen Vers herabgesandt? Kollege, that is not the question. You are jumping away. Meine Frage war, nimmst du das an, was hier drin steht? Ja, ich nehme es an. Du nimmst es an? Ich nehme den Vers an. Ich darf doch keinen Vers ablehnen, hä? Bruder, akzeptierst du Pädophilie? Sag mal, bist du krank? Ist das Pädophilie für dich jetzt? Alter, wir haben das klipp und klar vorgelesen. Das versteht jeder, der die deutsche Sprache kann. Wir werden Frauen angebrochen, nicht? Warte mal, akzeptierst du Pädophilie? Ich spreche ein Bruder. Ich bin gegen die Pädophilie. Okay, aber du musst es annehmen. Ich nehme diesen Vers an, aber dieser Vers deutet nicht auf eine Pädophilie an. Okay, Bruder, darf ich mit dem
Bruder. Ja, bitte. Alter, krass. Ja, ja, kannst du nicht reden. Wie heißt du genau? Bruder, ich weiß nicht. Ich warte nie meine Frage, aber ich beantworte eure Frage. Du kannst antworten, du kannst mich fragen, was du willst. Nein, du kannst mich. Nein, weißt du, ich kann fragen, was du willst. Ich stelle eine Frage. Der andere sagt nein, ja. Ich habe bis jetzt eine Frage gestellt. Okay, stell deine Frage. Alles gut, stell deine Frage. Also, das, Fresse, auf wem kommt es in Vers herab? Das, nur das möchte ich wissen. Haben kannst, wer den Vers herabgesandt hat, ob es alle das haben bekannt geantwortet. Das ist mir so egal. Das ist einfach egal. Okay, das habe ich geantwortet. Ich habe gesagt, das steht bei Ebekatir steht drauf. Verstehst du, dass man den Prophet gefragt hat und dann steht auch drauf, betreffend die jüngeren Frauen. Aber meine Frage an dich ist so, schau mal, wir akzeptieren deine Meinung jetzt. Du hast vorher bestätigt, dass zum Beispiel Aisha 9 Jahre alt war, sie hat ihre Menstruation gehabt, meine Frage oder? Wurde nicht beantwortet, aber alles tut. Nein, doch, ich habe geantwortet, ich habe gesagt, diese wird. Nein. Ich stehe bei Ibn Kathir, ich stehe dir drauf. Aber bitte, gib diesen Vers genauso herab, wie es dort steht. Es steht bei Ibn Kathir, bei der Tafsir ja, steht er drauf. Was steht dort? Was steht dass dort? Der Prophet wird gefragt. Ja. Eben, betreffend, wie das ist mit der Heirat, und dann erklärt er. Und eine aber, fragt ihn, was ist mit den Jüngeren? Was fragen die Fragen? Was soll die Frau am Anfang? Ja, schau mal, das ist unwichtig. Ich weiß nicht, warum du. Nein, das ist nicht unwichtig, weil man muss wissen, für wem kam diesen Vers herab. Nein, schau mal. Aber das ist unwertig. Schau mal, ich akzeptiere deine Meinung, damals war normal. Hör zu. Ich akzeptiere deine Meinung, damals war normal. Verstehst du? Ich akzeptiere das. Aber meine Frage an dich ist so jetzt. Meine Frage an dich. Bestätigst du, dass der Prophet Mohammed sich verlobt hat, als sie 6 Jahre alt war und Bunga Bunga gemacht hat, als sie 9 Jahre alt war, als sie ihre Pubertät, Menstruation empfangen hat? Ohne dass du solche Wörter benutzt, dann ja. Ha? Ohne dass du solche Wörter benutzt, dann ja. Also in dem Sinn, du bestätigst das. Damals war normal. Oder? Damals war normal. Aber was ist mit heute? Was ist mit heute? Und Allah konnte ihm nicht sagen, hey, du. Warte schnell, bitte, Bruder. Warte schnell, Bruder. Meine Frage jetzt an dich. Was ist mit heute? Wenn heute Scharia wäre, warte schnell, lass mich sprechen. Wenn heute Scharia wäre hier in Deutschland, zum Beispiel in Deutschland, und mein Nachbar zum Beispiel mit einem 9-Jährigen kommen würde, dann musste ich sagen, Alhamdulillah, er ist ein wahrer Muslim. Er praktiziert die Sunna des Propheten Mohammed. Er hat jetzt einen 9-Jährigen geheiratet, wie der Prophet Mohammed. Mashallah. Das musste ich sagen, wenn hier jetzt Scharia wäre. Heute, im Mai 21. Nein, meine Frage. Nein. Doch, ist das eine Sunna vom Prophet oder nicht? Nein. Ein Kind, ein 9-Jähriger zu heiraten. Er hat das gemacht. Wo ist seine Sunna? Er hat es gemacht. Folgst du nicht alles, was der Prophet gemacht hat? Nein. Nicht, also in dem Sinne, du nur folgen, was du willst. Wo ist seine Sunna? Wo ist seine Sunna? Das hat er gemacht. Er hat das gemacht. Wo ist eine Sunna? Was ist eine Sunna? Erkläre mir, was eine Sunna ist. Eine Sunna ist ein Tat, was Prophet Mohammed so tut. Aber nicht eigentlich auf die Ehe bezogen. Mohammed tut eine Sunna. Der Prophet hat einen 9-Jährigen geheiratet. Okay. Eine Frage. Lass mich bitte auch mal aussprechen. Nein, in jedem Fall. Okay, du kannst fragen, aber lass mich auch mal aussprechen. Schau mal. Heutzutage werden kleine Kinder geheiratet. Eine mit der Erlaubnis der Religion und die andere in andere Länder, weil sie nach westlicher Aussage eigentlich, also die hier gelten, diese Menschen als pädophil. Sind wir klar? Ganz klar, diese Menschen, man hat hier im Westen hat man einen Namen für diese Leute. Jetzt, in deiner Religion erlaubt jetzt ein 9-Jähriger zu heiraten. Aber heute, die Frage ist, was ist mit heute? Ist das normal? Weil der Prophet hat gemacht und in muslimischen Ländern wird gemacht. Eine Frage nicht nur. Kann ich dir eine Frage geben, bitte? Meine Frage wäre jetzt, wenn es eine Sunna ist, ein 9-Jähriger zu heiraten, ist es eine Sunna zu heiraten an eine ältere Frau?
Natürlich. Der Prophet Mohammed hat gehört. Interessiert sich ein Pädophiler für alte Frauen? Hä? Diese Frage hat keinen Sinn. Doch, hat Sinn. Nein, hat keinen Sinn. Wir reden hier von einem Mädchen. Ich habe nicht gesagt, warte schon bitte. Ich habe nicht gesagt, dass er ein Pädophil ist. Hör zu. Ich sage zu dir so, wusste Allah nicht, dass im 21. Jahrhundert so etwas als verpönt gelten würde. Geht der Koran nicht mit der Zeit, wie die Bibel, die uns auffordert, uns unter die... Ah? Die Zeit bezieht sich nicht auf die Zeit, weil früher war es eine moralische Sache. Aber heute wird es noch gemacht. Wenn ich es dann heute noch wird kleine Kinder geheiratet. Ich lese Ihnen kurz was vor. Ist das erlaubt, mit Kindern zu verkehren? Ja, laut deiner Schrift ja. Nein, ist es nicht, aber alles gut. Ich habe dir doch Fatwa gezeigt. Die Fatwa steht. Warte, ja, wir haben die Fatwa gezeigt, Mann. Also gibst du mir recht, wenn ich zu dir sage, dass es eine Gruppierung im Islam gibt, die das akzeptiert? Gehst du mit mir mit? Also du kannst sagen, ich akzeptiere das nicht, aber das gibt gewisse Gruppen im Islam, das praktizieren. Alles, was aus der Ahle Sunna ist, das akzeptiere ich überhaupt gar nicht. Okay, ja. Alles, was außerhalb der Ahle Sunna ist, ich akzeptiere ich. Okay. Wir lesen es dir noch einmal vor und dann wechseln wir zu den Hadithen. Die Hadithen bestätigen das. Hier sehen wir Familie, ich gehe runter. Shalom zusammen. Ich auch gleich runter, ich mache dir keinen Sinn, aber alles tut. Ja, nein, du versuchst etwas zu verteidigen, was du nicht verstehst. Ich erkläre es euch, ich sage, nein, das stimmt doch nicht so, es steht nicht so. Nein, du erklärst es mit deinen Worten. Ihr wart kurz, vorhin, aber wart nur eine Sache. Aber Badger kam vorhin noch, hat mir das was erklärt, ich habe es angenommen. Aber wenn ein Muslim was euch erklärt, sagt ihr, nein, du machst einen Takia, du machst das, du lügst doch nur mal. Aber wenn ihr was mir was erklärt, soll ich es dann annehmen? Ist es denn fair? Okay, ganz kurz. Elia, was heißt Nikah? Was heißt Nikah? Heirat, verloben. Nikah heißt Geschlechtsverkehr. Nein, es ist nicht. Okay. Verloben. Doch, ist es. Nein, Verloben ist aber nicht Geschlechtsverkehr. Der leugnet alles. Der Kerl leugnet egal was. Der leugnet alles. Warte. Flex, geh mal bitte auf Übersetzung. Kollege, he is a pedophile, she had something with a 9-year-old. Nein, wir wissen, was heißt Nikah auf Arabisch, auf Deutsch. Warte, ich sag dir, was Nikah bedeutet, warte, ich übersetze das, ich bin Araber und ich weiß, wovon ich rede. Ich bin Araber und ich weiß, wovon ich rede. Abdullah, ganz kurz, eine Frage. Bist du Araber? Ich bin kein Araber, aber ich kann mich mit arabisches Sprache. Okay, ganz stopp. Bitte, hör auf immer zu unterbrechen, Ich habe gestern das Wort Nikah ein... Bitte, ganz kurz, lass mich reden. Hallo. Ganz kurz. Ich kann beantworten, ja. So, es ist nur eine Ja-Nein-Frage. Bist du Araber, ja oder nein? Ich bin kein Araber, aber ich lerne die arabische Sprache. Okay, Nummer zwei. Kannst du Arabisch lesen, ja oder nein? Ja, ich kann Arabisch lesen. Du kannst Arabisch lesen, alles klar. Warte, ganz kurz. Aber ich kann nicht lesen, die ohne Haraka. Also, lest vor, du kannst Arabisch lesen, lest vor. Haddathana Muhammad ibn Yusuf, haddathana Sufyan, an Hisham, an... Ja, Sufyan, Bruder, ich kann nicht so gut lesen, aber ich kann lesen. Lies. An Aisha, weiter. Bruder, ich habe das ist andere. Radiallahu anhu. An Nabiya sallallahu alaihi wa sallam. Tazawjaha wahya bintu. Sitta. Sitta. Sinina. Sinta. Ja, und so weiter, Bruder. Ich kenne den Hadith selber. Ich kann Arabisch lesen ein bisschen, ich verstehe es schon. Aber ich verstehe es okay. Nicht. Okay, was steht hier oben? Sei ehrlich. Was steht hier? Bainkahi. Nein. Bab Inkah, nicht Nikah. Nikah, da steht Nikah.
Inkah, nicht Nikah. Nicht Inkah, da steht An-Nikah. An-Nikah. Nein, da steht In-Nikah. Warte, was steht da? Alter, der will ein Araber sagen, was da steht. Alter, krass. Bruder, da steht Inkah. Da steht nicht Inkah, da steht An-Nikah. An-Nikah. Warte kurz. Der will ein Araber sagen. Du willst das jetzt einen Araber beibringen, was hier steht. Warte mal. Der war trotzdem Babylon. Ich möchte mal bei Babylon reden. Babylon. Auf einmal willst du jetzt mit Babylon reden. Weil da steht. In Kahi steht da. Nein, also du willst jetzt ein Araber beibringen, was jetzt hier steht. Bruder. Da steht Nikahi, was für Nikahi, warte, ich lese es jetzt Harf für Harf, was Buchstabe? Ich lese es für dich von Buchstabe zu Buchstabe, wie wär's damit? Next. Mach mal deinen Stift bitte auf den Titel. Bab, da steht Bab, also Ba, Alif, Ba. Da steht jetzt ein Alif, siehst du den Alif? Nein, Flex, geh mal kurz. Hamza Kasra? Alif. Das ist ein Hamza Kasra. Genau, und da ist ein Elif. Das ist ein Elif, dieser Strich. Das ist kein Elif, das ist ein Fatah. Ja, unter ist ein Hamza Kasra. Unter ist ein Hamza Kasra. Aber da ist ein Elif. Wie spreche ich aus jetzt? Wie spreche ich es aus? Habibi, hör zu. An. Also da ist ein Hamza Kasra mit einem Elif. Da ist ein Hamza Kasra mit einem Elif. Also an. Da ist ein Elif. Dieser lange Strich ist ein Elif. Oh, Herr Jesus Christus. Da ist ein Elif. Weißt du, warum du lügst? Weil hier wird es sogar selber gesagt, Nikah, aber ich wusste nicht, Nikah. Weißt du, warum ich dich erwischt habe, dass du lügst? Weil hier steht Nikah. Und deswegen hat er es schon richtig gesagt. Du lügst gerade. Da, Kitab al-Nikah, da. Kitab al-Nikah, aber unten, in Kahi. Kitab al-Nikah. Na, oh mein Gott. Es gibt mehrere Schreibweisen. Das hier ist eine altarabische Schreibweise für Nikah, Al-Nikah. Und da steht An-Nikah, Al-Rajr. Kitab al-Nikah. Aber hier. Warte. Was steht da? Oben Al-Kitab, da steht okay, Al-Kitab. Egal, ich hab den rausgekickt. Das ist unglaublich. Ich kann das nicht mehr. Das ist doch... Unglaublich. Bruder, das reicht schon. Das ist genug. Genug mit Lügen, Bruder. Guck mal, der will einen Arabisch Sprechenden beibringen, was da steht. Einer, der Arabisch seit seiner Kindheit kennt, den will er beibringen, was das für ein Buchstabe ist. Diese Moral, ich komme da nicht drauf klar, das geht einfach nicht. Der hat alles verleugnet, der hat gesagt, nein, hat nichts mit Kindern zu tun, nein, das war normal. Nein, das war auch normal, alles war normal, nein, also bitte. Das ist, also diese Lügen und dieses Verteidigen, das nervt mich tierisch, deswegen habe ich den rausgeschmissen. Wie kann man sowas verteidigen, Alter? Und das Schlimmste an der ganzen Sache ist, wie willst du sowas verteidigen? Ey, der will einer, der Arabisch sprechen kann, will er beibringen, nein, da steht nicht Nikah. Boah, ich krieg die Krise. Ich habe gerade so schlechte Laune bekommen. Also wirklich jetzt, da steht Al-Nikah. Da oben steht Alif Lam. Al-Nikah. Unten steht An-Nikah. Alif Nun. An-Nikah. Ja, Bruder, egal. Ich lass mal Abu Belgrad kurz reden. Vielleicht kann er uns ein bisschen das Evangelium teilen. Und ich bin auch gleich wieder da, Leute, ja? Gib mir mal eine Sekunde, Leute, ich bin gleich wieder da, okay? Also Leute, der erste Punkt war, er hat ja die Fatwa, die Elia gezeigt hat, die 4068 oder 4058, verteidigt. Und dann hat er 2-3 Minuten später gesagt, er weiß nicht mal, ob diese authentisch ist. Bedeutet, er hat eine Quelle verteidigt, wo er nicht mal weiß, ob die authentisch war. Das ist der erste Punkt.
schon mal diese Doppelmoral, dass er alles verteidigen würde. So, jetzt würde ich sagen, man kann das Evangelium verkünden, aber dennoch ein Punkt. Er wollte einen historischen Beweis dafür, dass wir als Christen, beziehungsweise, dass das keine Kinderehe war, beziehungsweise, dass Kinderehe damals nicht normal war. Okay, Aisha war kein Kind, sagen die. Ich habe aber eine Quelle, die besagt, dass man damals schon mit 12 ein Kind war und er hat mit 9 Geschlechtsverkehr gehabt. Wo steht das? Das steht in der Bibel. Das steht in der Bibel. Markus Kapitel 5, Abvers 38. Sie ging zum Haus des Synagogenvorstehers. Als Jesus den Tumult sah und wie heftig sie weinten und klagten, trat er ein und sagte zu ihnen, warum schreit ihr und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, es schläft nur. Sehr wichtig. Weiterlesen, das Kind. Da lachten sie ihn aus, er aber warf alle hinaus und nahm den Vater des Kindes und die Mutter und die, die mit ihm waren, und ging sofort stand das Mädchen auf und ging umher. Es war 12 Jahre alt. Es war 12 Jahre alt. 600 Jahre vor Mohammed, näher am Äquator, war man mit 12, biblisch gesehen, ein Kind. Jesus wurde mit 12 auch Kind genannt. Dann 600 Jahre später, wollen die mir erzählen, dass man mit 9 geschlechtsreif ist? Dass das der beste Vorbild ist? Sie sagen ja Rebekka 3, steht nicht mal drinne, steht überhaupt nicht drinne, aber selbst wenn, wer ist Isaac für uns? Wir haben Christus als Vorbild. Ja, die Propheten sind gewissermaßen Vorbilder. Sie haben aber gesündigt. Rebekka war nicht reich, aber gehen wir mal mit. Euer Prophet ist euer Vorbild. Unser Vorbild ist Christus. Zeigt mir etwas über Christus. Yalla Habibi. Bitte mit einer Quelle. Das war's, Bruder. Alles gut, super. Das war wirklich schön gesagt von dir. So ist es auch, ne? Da brauchen wir auch gar nichts mehr hinzufügen. Das hast du wirklich sehr, sehr schön gesagt, Bruderherz. 49 Marion, and then we go back to our brother Babylon. 49 Marion, was können wir denn für dich tun? Marion, hallo? Okay, schickt Anfrage, redet nicht. Okay, na gut. Then we send you back down. So, jetzt gucken wir mal. Zainab? Ja, sie muss noch annehmen. Ich glaube, das ladet gerade bei ihr. Oder ihr Internet, keine Ahnung. I don't know, wer glaubt, ihr ist kein Mensch. Nein, wer dein Hirngespinste glaubt, er ist eher kein Mensch, weil das ist ja eine Katastrophe. Also wenn man an so solche Quellen glaubt, also ich weiß auch nicht, Alter, das ist mehr als krank. Also Flex, Bruder, ich sag dir jetzt mal eins. Ja. Es gibt 2 Optionen, wenn man wirklich sich im Islam eingelesen hat. 2 ja. Optionen, wenn man den Koran und Hadithe wirklich studiert hat. Entweder man tritt aus der Religion raus, oder man wird einer von den IS-Mitgliedern, TikTok sportlich. Ja, ich weiß, Katastrophe. Okay, danke, meine Leute. Ich küsse doch eure Herzen, ne, für die Geschenke. Vielen, vielen Dank. Dankeschön an die Geschenke, Dankeschön. Ich küsse doch eure Herzen. Ja gut, die Zeynep hat jetzt die Anfrage wieder zurückgezogen, warum auch immer. We don't know, only God knows. So. Gucken wir mal. Wer ist das? Ich weiß jetzt nicht, wer das ist. So. Solange werde ich einfach über die Sünden sprechen. Also Leute, es ist äußerst wichtig, dass wir über die Sünden auch sprechen, die uns vergeben worden sind. Ja, das Wandel im Licht und Sündenvergebung. Ja, da lesen wir einmal, wenn wir aber unsere Sünden bekennen. Es geht einfach in diesem Vers im 1. Johannes
darum, wenn wir unsere Sünden bekennen, ja, und wenn wir erkennen, dass wir eine Sünde begangen haben und das von Herzen kommt, dass wir wissen, dass wir gesündigt haben und wir es wirklich bereuen, ja, so wird der Herr was die Sünden aufnehmen und sagen, hey, deine Sünden sind dir vergeben. Aber wenn du nicht bereust für das, was du tust, ja, so werden deine Sünden nicht vergeben, weil du musst es schon bereuen. Ja, wenn du es unbewusst getan hast, ja, da gebe ich euch nochmal den Vers 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9, ja, du musst deine Sünden erkennen, dass du Sünde begangen hast. Ja, wenn ich euch jetzt eine Quelle zeige, laut islamischer Quelle, ja, alleine schon, dass du eine Wudu-Gebetswaschung machst, ja, laut dem Islam, ja, dann sind deine Sünden vergeben. Alles, was du mit deinen Augen gemacht hast, sind dir vergeben, sobald du eine Gebetswaschung gemacht hast. Leute, wenn ich euch diese Quelle gebe, das ist eigentlich schon krass. When a believer, ja, also laut der Bibel, Leute, ich lese es euch ganz normal vor, damit ihr versteht, was ich meine. And do the math, ja, macht mal bitte diese Rechnung, macht mal bitte einen starken Vergleich. Also, der Herr hat gesagt, im 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 9, ich lese es euch nochmal vor. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ja, das, was ich vorhin gesagt habe. So, wenn wir unsere Sünden anerkennen, ja, wenn wir es erkennen, dass wir Sünde begangen haben, ja, tun wir Buße. Ja, wenn es von ganzem Herzen kommt, dass wir diese Sünde erkannt haben, tun wir Buße und der Herr wird uns vergeben. Ja, wenn es aber eine Sünde ist, die wirklich, sagen wir mal, so schlimm ist, dass du nicht mal Buße tust oder dass du es nicht erkennst, dass du deine Sünde begangen hast, so wird dir nicht vergeben. Ja, das dürfen wir nicht vergessen. Was wir noch hinzufügen müssen, ja, laut Islam, Leute, do the math. Ich lese es euch vor. Babylon kann was sagen, Abu Belgrad, der Bruder kann was sagen, Elia kann auch gleich was sagen, ja. Hört euch das an. Messenger of Allah said, when a Muslim or a believer washes his face. Leute, ich lese klar und deutlich, dass ihr das auch versteht, ja. Nochmal. When a Muslim or a believer washes his face in the curse of wudu. Hört zu, Leute. Every sin he committed with his eyes washed away from his face along with water or with the last drop of water when he washes his hands, every sin they wrought is erased from his hands with the water. Also, Leute, wenn ihr eine Waschung macht, ja, jetzt stellt euch mal vor, laut Islam, ihr macht eine Waschung, egal was ihr gemacht habt davor, deine Sünden sind dir vergeben. Also, diese Waschung ist so gut wie deine Sünden sind dir vergeben. Das heißt also, wenn du vor 5 Minuten jemanden ermordet hast oder irgendwas getan hast, mach nur diese Wudu, fertig, Chankala. Deine Sünden sind dir vergeben. Geh schnell und wasch deine Hände, fertig, du bist gereinigt. Die Sünden sind dir vergeben. Wie krank ist das denn? Wasch deine Hände, deine Augen, all die Sünden, die du getan hast, die sind gewaschen, die sind weg. Da schreibt jetzt einer, Bruder, kleine Sünden. Hier steht nicht kleine Sünden, hier steht Sünden. Okay, Babylon. Please, my brother, can you unmute yourself? Da schreibt einer, du hast nichts verstanden. Nein, ihr tut zu viel Steine lecken. Das ist das Problem. Babylon. What's up, brother? So, I'm gonna ask you, my brother. If you take a water, let's say 5 minutes ago, you destroyed someone. TikTok sportlich. You destroyed someone. So, you come home quick and then you do voodoo. You wash your hands, you wash your ears, you wash your nose, because Satan stays in your nose, okay? So you have to wash your nose inside, because Satan, in the hadith, Satan stays in your nose till the entire night, so... Yeah,
yes. Satan stays in your nose the entire night. So you gotta wash your nose. Yeah, in the hadith. Yeah. 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 So imagine you wash everything, but 2-3 minutes ago you just destroyed someone. But if you do voodoo, all your sins are gone. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Miracle on Islam. Allahu Akbar. Ich muss sagen, derjenige, der hier gerade geschrieben hat, nur die Kinder vergeben. Du bist der größte Lügner. Warum? Weil ein Gelehrter von euch, Al-Bukhari, Ibn Kathir, alle Rechtschulen sagen, dass alle Sünden gleich sind. Richtig. Alle Sünden sind gleich. Gleiche Level, gleiche Höhe. Mhm. Das heißt, wenn du da draußen bist, eine Bank aufraubst, jemanden dann tötest, TikTok-sportlich, mit Prostituierten schläfst, TikTok-sportlich, Drogen nimmst und du kurz nur deine Hand waschst, ist deine Sünde vergeben. Deine Sünden sind alle vergeben. Das ist doch krank. Und also, wir lesen das sogar nochmal vor. So I'm gonna read it again for everyone to understand. See how those stone lickers are gonna react on what I'm saying. So, simple to understand. Hier steht nicht, wenn er eine kleine Sünde begeht. Das ist Muslims, das ist Muslim. Hier spricht Sahih Muslim. Ja, wurde überliefert von Sahih Muslim. Hier steht nicht in diesem Hadith, ja, when it is a small sin. Da steht auch nicht drinne, ja, aber wenn du vom Herzen das bereust. Steht nicht da drinne. This verse is clear. Muhammad said, when a Muslim or a believer washes his face, which there is a big problem also in this verse, because he said, when a Muslim or a believer. So that means we are the believers as well, because we are not Muslims, we are believers of God. Babylon, can you please vote, yes or no? Yes, my brother, yes. Okay, we have also a big problem here in this verse, because since he cannot we can prove it from Quran. We can prove it from Quran. Yeah, since he cannot even quote it by himself, so we read here, Messenger of Allah said, when a Muslim or a believer, yeah, which is, we are believers, but okay, let's leave it like that, washes his face in the curse of voodoo, every sin he has committed with his eyes is washed away. Your sin is washed away. Al-Masihu Akbar. Your sin is washed away. Just take your water. Your sin is washed away. I mean. Astaghfirullah. Your sin is washed away with water. Wow. This is too much for me. This is Leute, das ist zu viel für mich. Boah. I'm gonna give the show to Babylon, because I'm going to drink water, because this is really too much. This is too much for me. So Elia Abu Belgrad, you can weitermachen mit Babylon. I'm gonna be right back in 3-4 minutes, something like that. Give the big screen to Elia. I want him to read something, please. I'm in the kitchen. I'm cooking khenzir. Oh. I don't have. I give the big screen to Babylon. Go ahead. I don't have my iPad with me. Okay, yesterday, then I'm in Abu Belgrad, please. You have your iPad or something? I don't have, read. Sorry, man. I don't have a computer. You kafir, all of you kafir. Hey, what is wrong with you guys? Do you guys also Yusuf hat geschrieben, kann jemand sagen, welcher Hadith das war? Ja, no problem. Noch so lange habe ich noch Geduld. Für die Leute, die Wahrheit wissen wollen, auf jeden Fall, da nehme ich mir auch Zeit.
He's making noises now. Alaya, you're making too much noise, brother. Abu. Yeah. Muslim. Oh, here you go. Yeah. This is Riyad As-Salahin 129. Muslim. Okay. Eingestuft als Sahih Muslim von Riyad als 121. Das ist eine authentische Quelle. Ja, yeah, I'm gonna be right back, guys. So you speak Babylon. I'm gonna be right back. Hey, brother. So yesterday we had the same, and before yesterday we had the same discussion about Jibreel and the Holy Spirit, guys. And we had a guy whose name is Central Dawah debating me about it. And of course I cooked him. But let me tell you the details. He came up while I was talking to another Muslim and he tried to defend his book, but he couldn't, of course. So he had to run to Hadith and he couldn't, of course, because there's nothing in Hadith. They talk a lot about Jibreel or the Holy Spirit and they match his verse with Hadith to make it look like the Holy Spirit is Jibreel. But there's nothing concrete to say the Holy Spirit is Jibreel. So he had to come up with a guy, name is Dr. Hikmet. The guy's still living. He's not dead, nothing. So he made an opinion. And this is a problem in Islam, which anyone can give an opinion. And in Islam, if you're right, you get 2 points, 2 hasanat. If you're wrong, you get 1 hasana. So after talking for a while, I gave the verse in the Quran, which Allah tells Muhammad, no one knows what the spirit, only Allah. And no one knows what spirit is created from, basically, only Allah. And Muhammad has no knowledge of it, like little knowledge of it. And the guy couldn't talk anymore because this is Quran, the word of Allah. So basically destroyed Hadith, destroyed Dr. Hikmet, destroyed everything that they want to match about the spirit. Because the only question I asked him, can you prove that Jibreel is a Holy Spirit? And he couldn't. Then I asked him what the Jibreel is. He said, angel. What an angel created from? He said, light. Now I needed to know if the Holy Spirit is created from light. Then we have a point. But if we don't know, we cannot say this is that. So the Quran basically destroys them and we use it. Now my brother yesterday, Flexa, you're back. Can you read for us Quran chapter 43, verse 63, please? Yes, but let's speak about Jesus for the community. If you can do it for a couple of seconds. It is about Jesus. It's exactly about Jesus. No, I mean only the Bible. I want to speak a little bit about the Bible, then we jump back to the Quran. Yeah. Okay, because in the Quran, in that verse, Jesus says, obey me. Give me a second. I'm going to be right back. Yes, sir. Okay. So just yesterday, speak about our Lord Jesus Christ, about the the Bible, and we're going to switch back to the Quran. Yeah. Oh, okay. So yes, before 3 days, we had a discussion about Jesus with a Muslim, and I asked him if somebody can, like Allah, give him the revelation, he is God. Can somebody be deceived again? And the guy said, Allah doesn't have any control. I was like, that's not right, because as you guys know, in Christianity, when Jesus reveals himself to people, people cannot be deceived anymore. Why? It's hard for somebody to be deceived when they see the truth.
And especially when you meet Jesus and he gives you that peace in your heart and your chest, in your mind, there's no way somebody can steal that from you, because you experience that fact. It's like when you meet death and suddenly you feel you're taking another breath and you're alive again. And there's nothing in the world can you guys imagine what's next step, which is there's no way you can go over that and just forget about it. There's no way. This is what Jesus promised us in the Bible. And he said he's the way. So if you hang on to that and believe in Jesus, your end is going to be beautiful. But of course, Satan is always here to talk to you out of Jesus and push you out of the way. So keep yourself in that line, guys. Always. So Flexa, what do you want to talk, brother? We're gonna jump back to our topic. We just have new people here. What is your name oder wie heißt du, wenn ich fragen darf? Tatjana mit der russischen Schrift. Wer bist du? Hello. Are you there? Okay, she's not speaking. Never mind. Okay. You just joined and not speaking. Doesn't make sense. Why do you even send a request if you don't want to speak? All right, let's see who this is. Hello, Dino. Yeah, hello. Hörst du mich? Yes, we hear you. Wir hören dich. Hörst du mich? Wir hören dich, ja. Okay. Ja, wieso redest du immer so schlecht über den Islam? Because the Islam is very bad. Okay, ich lass dich banan, es du Black Dog. Du Black Dog. Okay, thank you. Don't worry. Bums deine Hautfarbe. Eklig. Alles. Geh Bananen essen, du Affe. Don't worry. Ich kann dich verstehen, warum du so sauer bist. Deine Mutter war gestern bei mir Abend. Ich kann dich verstehen. Beruhig dich. Alles gut. Mashallah. Ja? I kiss your heart, my brother. Ich kann dich verstehen, dass du so böse bist. Alles gut. Ja? Wirklich. Ich kann dich verstehen. Alles gut. Ja? Ich habe mit deiner Mutter gesprochen. Es ist wirklich alles gut. Ich kann dich verstehen. Ne? Alles gut. Ich küsse dein Herz. Ja? Ich beleidige deine Mutter nicht, um Himmels Willen, aber ich kann dir nur sagen, ich kann dich verstehen, warum du sauer bist. Ja? Wir hatten gestern ein schönes Gespräch gehabt und ich kann dich verstehen, dass du sauer bist. Ja? Beruhig dich, komm runter. I love you. Ja? I love you, my little son. Ich liebe dich, mein kleiner Sohn. Ja? Komm runter. Alles gut. Keiner greift dich an. Ja? Keiner beleidigt deine Mutter. Alles gut, ja. Aber mein Sohn, du bist frech, du wirst widerspenstig und das ist nicht gut. Komm runter. Ja. All fine. I kiss your heart. Ja, ich bin nicht böse, ich beleidige auch nicht. Alles gut. Ah, der ist so beleidigt, ey. Das ist ja schlimm. Also, eine Sache muss man schon sagen, du hast deine Fastenzeit hiermit eigentlich beendet. Ja, das muss man sogar nochmal dir sagen. Du hast deine Fastenzeit gebrochen, offiziell. Ja, und da du es sowieso jetzt schon öffentlich gemacht hast, hast du es erst recht gebrochen. Ja, rest in peace, deine Gebete zählen nicht mehr. Boom, deine Fastenzeit ist offiziell beendet heute. Du hast offiziell heute dein Fasten beendet. Offiziell. It's over. Hey, würdest du respektvoll hier reinkommen und würdest du ganz normal mit mir reden, dann wäre alles okay. Ja, aber da du reingekommen bist und dein Fasten eigentlich schon selber beendet hast, ja,
indem du meine Hautfarbe beleidigt hast, ja, indem du noch ein Käfer bist, ja, indem du noch ein richtiger Heuchler bist und immer sagt, oder ihr sagt ja immer, hey, unser Bilal war auch schwarz. Da sieht man schon, was ihr Muslime oder beispielsweise wie ihr gegenüber uns Dunkelhäutige denkt. Oder noch beispielsweise, dass du auch das Wort erwähnst mit deine Banane essen gehen oder dein was weiß ich was, ja. Ihr seid eigentlich richtige Heuchler. In meinen Augen werdet ihr auch immer Heuchler bleiben, weil das, diesen Rassismus, den habt ihr eigentlich schon im Blut. Ja, so ist es nicht. Also hinter verschlossene Tür, ich weiß, wie ihr denkt. Ihr seid ekelhafte Rassisten. Das ist ein Fakt. Das ist ein Fakt. Sogar Afro-Palästinenser, die in Palästina wohnen, sogar die sagen, dass ihr Rassisten seid. Ja, schon alleine die sagen es und bezeugen es. Ja, also mehr muss man gar nicht mal hinzufügen. Schon alleine diese Bilal-Karte, die zählt nicht mehr. Diese Bilal-Karte, die braucht ihr gar nicht auspacken. Ja, das braucht ihr gar nicht auspacken, weil Bilal war bis an sein Lebensende Sklave. Es ist einfach ein Fakt. Das Ding ist, Bilal war selber ja, der wurde ja selber von dem Mohammed gekauft. Ja, ich weiß. Alle Schwarzen wurden von Mohammed gekauft und versklavt. Ja. Das ist die größte Lüge, die die Muslime dann sagen. Ja, absolut, absolut. Also Mahos Art, er hat nicht mich beleidigt, er hat meine Hautfarbe beleidigt. Somit geht das an jeden Dunkelhäutigen. Plus, er hat das Fasten gebrochen, indem er beleidigt hat. Und ich denke mal, der kann eigentlich heute beenden. Er braucht nicht mehr weiter fasten. Er kann eigentlich direkt wieder Schweinefleisch wieder essen. Er kann ganz normal wieder Helal. Er kann ganz normal wieder essen. Zuckerfest kann er auch nicht mehr machen. Er hat, wie gesagt, das Fasten gebrochen. Das war's. Ja. Ja, das ist das, was man hinzufügen muss. Oh Mann, ey, das ist so hart, ey, das ist so hart. Egal, nehmen wir mal jemand anders durch. So, Inspira Design, hello. Hi. Also, wie geht's dir? Ich habe euch... also, erstmal, wie geht's dir? Bestens. Okay, willst du vielleicht die Leute begrüßen, den Abu Belgrad, Babylon, Elia, willst du die Leute auch begrüßen oder nicht? Habe ich doch Hallo zusammen gesagt. Hallo. Okay, alles klar. Also nur kurz gesagt, also das mit Bilal, das stimmt nicht, überhaupt nicht. Also es ist keine Karte sowieso. Aber die Pauschalisierung, also von alle 1,8 Milliarden Muslime sind rassistisch. Also das finde ich ein bisschen heftig, oder? Also ich weiß, wie diese Menschen sind. Ich habe mit diesen Menschen gearbeitet. Ich weiß, wie sie denken und ich weiß, wie sie hinter verschlossenen Türen wohnen. Hast du mit 1,8 Milliarden gearbeitet? Was? Also hast du mit 1,8 Milliarden Menschen gearbeitet? Und es geht nicht darum. Es geht einfach darum, dass ich diese Menschen kennengelernt habe. Und ich weiß, wie diese Menschen über uns denken. Ganz einfach. Ich weiß es. Über euch? Wenn ich es nicht wüsste, würde ich nicht darüber sprechen. Ich kann ja nicht etwas sagen, was ich nicht weiß. Ich sage nur das, was ich weiß. Aber ich kann nicht etwas behaupten, was ich nicht weiß. Das heißt, die Sudanesen sind auch rassistisch, die auch sozusagen dunkelhäutig sind? Wer? Von wem redest du? Sudan. Sudan. Die sind schwarz. Okay, und was ist jetzt mit Sudan? Ja, also die sind auch rassistisch, dir gegenüber? Was Sudan sind alles Dunkelhäutige. Warum sollten die rassistisch gegenüber mir sein? Warum beschweren die sich nicht über Rassismus, wie du das jetzt sagst? Die sind Muslime. Also ich würde die wie Bilal zum Beispiel. Bilal als Dunkelhäutiger zwischen wir sind alle dunkelhäutig, also Muslime, wenn du jetzt sagst, wir sind alle dunkelhäutig. Also die Pauschalisierung finde ich absolut schwerer Missbrauch eigentlich von ein schwerer Missbrauch, sagst du? Ja. Okay. Ich möchte, dass du ehrlich bist. Werden wir in den Hadithen als Negros bezeichnet, ja oder nein? Negros? Ja oder nein? Nein. Okay, dann halte dich fest. Bleib da dran. Also die Bezeichnung?
die Bezeichnung werden wir in den Hadithen mit N-Wort betitelt, ja oder nein? N-Wort? Ja, also N-I-G-G-E-R. Werden wir so bezeichnet, oh, ja oder nein? Nein. Okay, alles klar. Dann haltet euch alle fest, ganz kurz. Okay. Ich zeig dir mal, wie rassistisch die Hadithe sind. Schauen wir mal. Da bin ich mal ganz entspannt und dann schauen wir uns das mal ganz in Ruhe an. Ja, okay. So, we gonna go back to Sahih al-Bukhari. Yeshua al-Masihu Akbar. And when the Negroes used to play with leather. Negroes. Oh, Negroes again. Oh, what we gonna do? Al-Bukhari damals. Black people are called Negroes. Okay, Elia. Hat al-Bukhari damals Englisch gesprochen? Al-Abd. Al-Abd, das heißt, also die Übersetzung. Wir gucken das auf Arabisch. Alles gut. Okay. Elia, lies uns das mal vor. Elia. Ich kann es selber lesen. Nein. Elia soll auch lesen. So, حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهاب قال عمرو حدثني بوسي حديث شو اللي نشتكي قصدك حتى الليزن ومن عن عائشة رضي الله عنها دخل على الرسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريات Welche Farbe? Schwarz. Hat mit Negro gar nichts zu tun. Schwarz. Soll ich dich blond nennen oder was? Hä? So, warum hat der Mohammed uns Dunkelhäutige versklavt? Sag mir das mal bitte. Mohammed hat euch versklavt damals? Na klar, willst du das Mohammed sehen? Mohammed hat die Sklaverei abgeschafft. Ich nehme an, du kommst aus Äthiopien. Habe ich die Flagge gesehen? Nein, ich komme nicht aus Äthiopien. Ich komme aus Ghana, aus dem Land der Technik. Äthiopien damals, also Mohammed-Zeiten, 2400 Jahre zurück. Mohammed und seine Leute sind nach Äthiopien geflohen. Die Geschichte kennst du, oder? Guck mal, lass uns ehrlich sein. Lass mal, der Mann, das ist komplett okay. Schwachsinn, was du da sagst. Negro, Negro, Aswad. Okay, ich zeig dir was anderes hier, dann werden wir gleich sehen. Egal, ich lass dich reden. Okay, gutes Versuch. Aber zurück, du hast vorher einen Hadith über Al-Wudu und du, alle deine Sünden sind abgewaschen und du konntest nicht mehr und das ist zu viel für dich und so weiter. Nur dieses Punkt wollte ich, also deswegen bin ich überhaupt hierher gekommen. Bruder. Also erstmal alle Anwesende hier, die haben absolut mit Arabisch nichts zu tun. Ich, der Arabisch Sprechende, ich kann Arabisch Babylon, lesen, aber ich beherrsche nicht die arabische Sprache. Babylon, so Fadl Mutti, jay gui anna, jay gui anna, ahna ma jay na'arif, nahchi arabi. Schufel Mutti hadha. Ma Mutti gher ummak, ya abni Sharmut. Ummak, ya abni Sharmut, ya abni Kalt. Bis Ochtak B'Eri, Akhu Sittin, Gahba, Gahba, Bin Gahba, Manyuj, Ma Tisa gher ummak, ya Akhu Sharmuta. Ummak, Aisha, Manyuj, ya Mutu, ya Gahba, Ijabatak, ya Akhu Sittin, Aha. Anicha, Ochtak, Gawad. Ochtin, ma bin Ichad, Erzorim, Ante Tintaj, ya abni Sittin, Arfa. Lak, Anich, Allah, wa Anich, Muhammad, ya abni Sharmut. Yalla. Warte mal, was ist passiert? He start cursing. Der hat uns beleidigt, mich und Babylon, der hat gesagt, wir sprechen keine Arabisch, wir sind na, unsere Mütter haben uns nicht richtig aufgezogen, dann hat er auf einmal gesagt, dass unsere Mütter Huren sind, auf Arabisch. Ach, der hat eure Mütter beleidigt gerade? Ja. Ja, okay, was ist denn das, Alter? Hä? He start cursing a liar. I was like, oh, why are you cursing? So I, stupid. Ja, aber ich verstehe nicht, er ist doch mit Respekt reingekommen. Warum hat er jetzt auf Arabisch angefangen, euch zu beleidigen? Verstehe ich damit, jetzt nicht. Damit das hier niemand versteht und danach später sagt, ich habe niemanden beleidigt, ihr könnt kein Arabisch.
Aha, okay, ich verstehe. Yeah, curse his mom. It's not good. Bruder, wow, this is Mutter und seine Mutter so. Quran chapter 6, verse 108 says, do also, not insult the people of the book. Und dann beleidigt you insult, also, you're gonna get it. Also eine Sache müssen wir sagen, der Kerl, der reingekommen ist, sein Fasten ist eigentlich schon lange gebrochen, weil der hat auf Arabisch beleidigt und in Sure 43, Vers 3, wir haben den Koran auf Arabisch herabgesandt, dass ihr es verstehen mögt. So, und er hat auf Arabisch was geflucht. Bruder, dein Fasten ist schon lange vorbei. Auch die letzten 1-2 Minuten, dein Fasten ist gebrochen. Schade. Schade. Ich dachte, man kann mit ihm normal reden. Ich dachte, der könnte mir das erklären. Aber okay. Ja, schade. Sein Fasten ist gebrochen. Ja. Ist nicht mehr gültig. Schade. Ich finde es schade. Ich finde es irgendwie auch schade. Aber ich finde es amüsant, wie die Muslime hier drin sind und sagen, er hat nichts gemacht. Er hat nichts Falsches gemacht. Das finde ich echt amüsant. Das ist euer Glaubensbruder, ihr Muslime. Ihr verteidigt ihn, wobei er mich, Flex und Babylon beleidigt hat. Flex hat das sogar als schwarzer N-Wort genannt und hat ihn auch verflucht und hat auch seine Mutter verflucht. Yani, das ist euer Islam. Das, echt, das hat er mich auch beleidigt? Er hat dich auch beleidigt. Was hat er gesagt? Ich will das nicht sagen, Bruder. Das ist respektlos. Ja gut, siehst du, und genau das meine ich, hinter verschlossenen Türen, das sind die größten Rassisten. Ich meine das ernst, Bruder, ich kenne die, ich weiß, wie die sind. Mhm. Ich weiß, wie die sind, Bruder, das sind richtige Heuchler. So draußen so, Bruder, hinter verschlossenen Türen, guck mal, dieser N-Worte, guck mal den an und so. Bruder, glaub mir, ich weiß, wie die ticken. Ich weiß, wie die ticken, ich kenne die in- und auswendig, ich habe mit diesen Leuten gearbeitet, Bruder, ich weiß, wie die sind. Die sind die widerlichsten, die sind eklig, wirklich, Bruder, ich weiß, wie die sind. Hey Jungs, hört ihr mich? Ja. Erstmal hallo in die Gruppe. Jungs, sehr gut. Guck mal, das, was du sagst, du hast nicht Unrecht. Ich bin selber ein Muslim, aber das, was du sagst, ist trotzdem Schubladen denken irgendwo. Ich sag dir auch, warum. Aber weißt du, was ich gut finde? Weißt du, was ich gut finde? Wenigstens sagst du, du hast nicht Unrecht. Und das finde ich gut, dass du es zugibst. Weil viele kommen rein und heucheln und sagen, nein, sowas gibt es bei uns nicht. Aber was ich schon mal gut finde bei dir ist, du sagst wenigstens, hey, du hast nicht Unrecht. Und das reicht schon. Es reicht mal, schon, wenn Bruder, du ehrlich bist, will, kann ich mich ich auch mit dir unterhalten. Ja, nein, 100%. Guck mal, es gibt ja von eurer Sorte und von unserer Sorte Leute, die so sind. Deswegen sage ich, ich mag dieses Schubladendenken nicht. Nichtsdestotrotz, das, was er macht, geht gar nicht. Jetzt mal unabhängig von Ramadan. Weißt du, unabhängig von Ramadan, lass das mal komplett beiseite. Das, was er macht, geht gar nicht. Dieses auf Arabisch beleidigen. Guck mal, ich bin selber Libanese, ich habe komplett verstanden, was er gesagt hat. Ich gebe da Elia auch recht. Oder Elia, ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird. Elia. Elia, okay, grüß dich, Elia. Auf jeden Fall, ich gebe das, was er gesagt hat, geht gar nicht. Ich habe wirklich jedes einzelne Wort verstanden. Das Ding ist, diese Leute fühlen sich getriggert und haben keine Argumente mehr. Weißt du, diese Leute haben keine Argumente mehr und werden dann sehr, sehr beleidigend. Das ist halt der falsche Punkt, das ist der falsche Aspekt. So da, wenn du weißt, dass du ein Mensch so bist, dann geh gar nicht erst in diese Diskussion rein, weißt du, ich meine. Aber das Problem ist auch, guck mal, man kann eigentlich ein normales Gespräch finden. Ich bin kein böser Mensch, ich sag dir ganz ehrlich. Aber wenn jemand so anfängt zu reden, ey, sorry, also was soll man noch dazu noch groß sagen eigentlich? Weißt du, was ich meine? Das ist nicht mal böse gemeint, weißt du, aber man kann doch einen normalen Dialog kann man doch führen, ohne zu beleidigen. Warum immer gleich dieses, du bist das, du bist... 100%, voilà, 100, das was du sagst, 100%, guck mal, ich bin selber, wie gesagt, ich bin Muslim, in Deutschland geboren und aufgewachsen. Meine Freunde, Muslime, Christen, ich habe auch wirklich viel, also ich habe auch schwarze Community bei mir in meinem Freundeskreis, Gott sei Dank, Kenia, Ghana, mit vielen groß geworden. Ich habe diese Diskussion nie gehabt, nie Christentum, Islam, was ist richtig, was ist falsch. Weißt du, mich stört das, guck mal, ich bin nicht lange bei TikTok, seit 2-3 Wochen jetzt erst und ich gucke mir gerne mal diese Live-Videos an. Ich mag das nicht, wenn diese Leute sagen, Islam ist falsch, Christentum ist richtig oder andersrum. Warum? Lass uns doch versuchen alle, aber weißt du, was ich meine? Verstehst du meinen Punkt? Verstehst du meinen Punkt, den ich damit ansprechen will? Warum man sagt, das ist falsch, das ist richtig? Weil, Bruder, so spaltest du die Menschen, so entstehen Kriege.
Nein, doch, das ist aber nicht das Ziel. Guck mal, ich sag dir mal was, ja, ganz kurz. Ich mach mal kurz mein Hintergrundbild, weil ich muss dich nur ganz kurz erklären. Also guck mal, eine Sache, was du verstehen musst, wie soll ich dich nennen? Ihab heißt du, oder? Ja, Ihab ist richtig, ja. Yeah. Ihab, okay, Ihab. Genau. Tatsächlich habe ich einen Kumpel, der ist Libanese. Ja, Elia ist ja auch Libanese. Der ist ja mittlerweile schon seit langem Christ und der weiß, was in den Quellen drin steht. Ich weiß auch, was in diesen Quellen drin steht. So, ich habe einen libanesischen Bruder und der hat das beobachtet, was ich hier mache. Ja, ich habe ihm nie gesagt, dass ich darüber aufkläre. Der hat es irgendwann mal hier entdeckt. Ja, hat es irgendwann mal gesehen. Dann haben wir uns in der Shisha-Bar mal hingesessen. Wir haben gesprochen, wir haben uns getroffen und haben uns da ausgetauscht. Ich dachte, okay, jetzt ist er vielleicht aggressiv, wird sauer, wird böse. Nein, war er nicht. Der war ehrlich. Der kam zu mir und dann hat er gesagt, hey du Bruder, weißt du was? Das alles, was du gesagt hast, das habe ich alles überprüft. Das stimmt alles, was du gesagt hast. Also, wir halten fest, er war ehrlich, er kam zu mir, er hat gesagt, hey, du redest wirklich keinen Unsinn, denn diese Sachen stehen wirklich da drinne. Und dann hat er gesagt, hey, Bro, ich weiß jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll. Der Kerl, Atheist, der hat gesagt, an sowas kann ich nicht glauben. Wenn dein Buch Kinderehe erlaubt, laut 65 Vers 4, Bruder, eigentlich solltest du sofort den roten Tuch nach oben nehmen und schwingen und sagen, gut, da gehe ich raus, damit will ich nichts zu tun haben. Weil es ist erlaubt. Es ist laut deiner Religion erlaubt. Und wenn ich jetzt mir diese Situation anschaue, ja, dass dieses kleine Kind, die Aisha, die Arme, wirklich, die tut mir von Herzen so leid, ja, mit 6 hat Mohammed, jetzt stell dir mal vor, Ihab, da kommt ein 54-jähriger Bär, ein arabischer Bär aus Medina. Und dann kommt er zu dir und sagt, hey, gib mir deine Tochter. So, jetzt musst du aber, jetzt sagen aber die Muslime, jetzt musst du gut zuhören, es war damals. So, jetzt müssen wir aber eine Sache fragen. Wusste Allah nicht, dass Aisha 6 war? Wusste Allah nicht, dass Mohammed mit 9 mit ihr da verkehrt hat? Also TikTok sportlich, sorry, ich will bloß nicht wegen sowas gesperrt werden. TikTok sportlich, dass Aisha 9 war und consumed the marriage with 9. Also wenn ich das einmal bei mir in der Bibel lesen würde, Ihab, ich sag dir ganz ehrlich, ich wäre heute Atheist. Ich meine das todernst. Ich wäre sofort Atheist. Sofort. Sofort. Mal. Ich verstehe, was du sagen willst. Ich bin nicht so vertraut damit. Ich bin ehrlich zu dir. Ich will jetzt nicht irgendwas aus dem Kontext rausreißen. Ich bin nicht so vertraut damit. Ich habe den Koran einmal gelesen, in deutscher Verfassung. Ja. Und der Vers ist mir jetzt nicht bekannt gewesen. Ich musste es nochmal durchlesen, um das wirklich zu glauben. Weil klar, wenn man sowas erstmal hört, ist man natürlich baff und denkt sich, okay, das kann nicht stimmen. Aber guck mal, ich sag dir eine Sache. Du weißt selber, das muss ich dir nicht sagen, du weißt selber, dass im Alten Testament, in der Bibel, gibt es auch Sachen, die sind nicht in Ordnung. Also die man mit der heutigen Zeit nicht vereinbaren kann, ganz einfach. Die man mit der heutigen, deswegen sagen wir auch die Christen, ja, Neues Testament. Ich bin da nicht drin im Thema, aber da gibt es ja zum Beispiel dieses eine Interview, das ist, guck mal, das hat der, glaube dieser Comedian hat das mal geführt, auf offener Straße. Der hat Verse aus der Bibel und aus dem Koran vorgelesen und dann sollten die Leute raten, aus welchem heiligen Buch das halt ist, weißt du? Und da haben Leute oftmals, überwiegend deutsche Rentner, auf den Koran getippt. Ah, dieser Luke Mockridge, genau, oder wie der heißt. Ich habe mir das mal bei Facebook, das ist eine längere Zeit. Ich kenne das schon. Genau, du kennst. Und da hat er ja gesagt, da hat er darauf verwiesen, dass das im Alten Testament in der Bibel steht. Wo ich mir auch denke, warum? Wieso? Weshalb? Warum? Weißt du, ich meine, aber guck mal, nichtsdestotrotz, Bruder, ich bin nicht hier drin, Wallah, Bruder, ich bin nicht hier drin, um irgendwie gegen irgendeine Religion zu schießen, um Gottes Willen. Ich will dir nur klar machen, dass mir dieses Spalten geht mir auf die Nerven. Weißt du, ich meine, weil guck mal, am Ende des Tages muss jeder, klar, jeder ist sein Glück geschmäht, jeder muss am Ende des Tages selber wissen, was er macht. Ich finde es auch nicht schlecht, dass du so Menschen vielleicht auf den rechten Weg bringen willst. Das sage ich auch nicht damit. Aber mir geht es einfach nur darum, mir sind zu viele Spaltungen hier unterwegs. Weißt du, weil guck mal, voll viele Wannabe-Gelehrte, sage ich mal, ne, sagen, der Christentum ist falsch,
Jesus ist an Jesus oder hier Gebete an Jesus sind falsch. Bruder, wer bist du? Wer bist du, dass du sowas sagst? Aber genauso wie andersrum. Bruder, am Ende des Tages, klar, wir haben so unsere Richtung, an die wir uns zu richten haben, aber wer bist du, dass du urteilst, dass das, was derjenige macht, falsch ist? Weißt du, ich meine, das geht mir auf die Nerven, weil ich sowas halt verfolge seit einigen Tagen. Und die Leute sind nur am Spalten. Und dadurch, guck mal, du hast gerade gesehen, dieser eine beleidigt, Mütter werden beleidigt, Propheten werden beleidigt. So, das geht komplett unter die Gürtellinie, wo ich mir denke, warum? Versuch doch einfach zusammen zu sein, so wie ich und meine Brüder, weißt du? Meine christlichen Brüder kommen zu mir zum Iftar nach Hause. Wir machen zusammen Iftar, weißt du, ich meine, das sind so Sachen, das würde ich mir einfach wünschen für die Zukunft, dass man den Leuten solche Messages mit auf den Weg gibt und nicht spaltet und sagt, Bruder, dann glaub du mal an deinen Gott, ich glaub an meinen Gott. Bruder, was ist das für eine Aussage? Weißt du, wenn wir so denken, dann sehe ich schwarz in Zukunft. Also dann wird das keinen Sinn machen. Lass mich dir trotzdem eine Sache mitgeben. Ja, das, was ich mache, an erster Stelle, einer, der es eh nicht versteht, der würde reinkommen und mich sofort beleidigen und sagen, hey, ja, guck mal, dieser XXY, ja, guck mal, der hetzt und so. Ich hetze nicht, ich zitiere nur aus der Quelle. Ich zitiere nur aus der Quelle. Und bezüglich des Alten Testaments gibt es eine Sache, was die Leute nicht beachten. Und etwas, was die Leute ignorieren. Wenn Gott dir Regeln gibt, ja, und dir 1000 Jahre Zeit gibt, ja, umzukehren oder dich an einem Gesetz zu halten, ja, und du es aber nicht tust, warum sollte Gott dich verschonen? Das ist etwas, das, was die Leute immer noch vergessen haben. Viele beachten nicht oder wissen nicht, um was es wirklich geht im Alten Testament. Viele suchen sich den leichten Weg, aber der Weg zu Gott ist nur leicht, wenn du was? Wenn du seine Gebote hältst. So, es geht darum, guck mal, ich bin noch nicht fertig, es geht darum, im Alten Testament sagen die alle, ah, guck mal, wie böse dieser Gott ist, ah, guck mal, der lässt das, er macht dies, er macht das. Aber viele vergessen, dass sie sich aber an die Gesetze von Gott im Alten Testament sich halten müssen. Haben sie nicht getan. Also war was? Der Lohn für die Sünde, der Tod. Deswegen gibt es da so schreckliche Verse, weil die Leute sich nicht an die Gesetze von Gott gehalten haben. Oder die Gesetze von Mose. Die haben sich nicht dran gehalten, weil Gott gemerkt hat, dass diese Leute sündigen bis zum geht nicht mehr. Und deswegen kam dieses Gesetz. Und nicht mal das konnten sie, nicht mal daran haben sie sich gehalten. Und deswegen hat Gott gesagt, hey, okay, gut, diese Menschen, die packen es einfach nicht. Sie schaffen es einfach nicht. Und deswegen wurde er Mensch und ist gekommen und hat was? Die Sünden auf sich genommen. Was? Der neue Bund. Der neue Bund ist wieder was anderes. Ja? Deswegen ist er, wie gesagt, gekommen und hat was? Die Sünden auf sich genommen. Okay? Und du musst eine Sache bitte beachten. Du musst eine Sache bitte beachten. Dinge wie Kinder, Dinge wie die Bibel sagt klipp und klar in dem Matthäus Kapitel sagt klipp und klar, hey kleine Kinder, wer versucht ein kleines Kind zu einer Sünde zu verführen, ja, der kann sich einen Stein in den Hals packen, okay, sich drumherum wickeln und sich direkt ins Meer reinschmeißen. Das dürfen wir gar nicht. Aber wenn wir uns das hier anschauen, und ich möchte bitte, dass du ehrlich bist, ja, guck mal, ich drehe jetzt mal kurz meine Kamera, und ich möchte, dass du mir nur aufmerksam zuhörst. Ich zeige dir nur etwas, und das war's dann auch, okay, von meiner Sicht aus. Das ist eine sehr authentische Quelle, das ist Sahih al-Bukhari. The Prophet, also Mohammed, ja, Mohammed, bei allem Respekt, ich will auch gar nicht beleidigen, okay, Ihab, also du musst auch eine Sache verstehen, ich respektiere das, du machst Ramadan, alles gut, gibt's keine Beleidigung, aber ich kann sowas einfach nicht akzeptieren, ja. Married her when she was 6 years old. Kannst du Englisch, ja oder nein? Kannst du Englisch? Natürlich. Okay. Married her when she was 6 years old and he consumed his marriage with
when she was 9 years old, and then she remained with him for 9 years, bis sie 18 war, till his death. So, und hier noch die Überschrift, giving one's young children in marriage. So, bevor ich dir jetzt Sprache gebe, eine Sache, was der Moslem sagen würde, ja, aber die damaligen Zeit war es anders. So. Nein, das sage ich nicht. Das würde ich jetzt auch niemals sagen. Diese Aussage bekommst du von mir nicht. Aber ich würde auch was anderes noch dazu sagen. Aber red du erstmal zu Ende. Alles gut, alles gut. Aber dann, ja, wenn ein Moslem sagt, ja, aber damals war das so, dann kommt meine zweite Frage. Ja, wusste Allah nicht, dass sie 6 Jahre alt war? Also ich glaube nicht, dass Gott erlaubt, dass wir, also vor allem, Mohammed war doch ein Prophet, das dürfen wir nicht vergessen. Das heißt also, er konnte doch mit Gott sprechen, sagen alle Muslime. So, also warum hat Gott ihn nicht gewarnt und gesagt, ey, hör mal zu, sie ist 6 Jahre alt, fass kein kleines Kind an, Mann. Und dann mit 9 verführst du sie noch zur Sünde und guck mal, stell dir mal vor, ein 54 Jahre alter Bär, ja, aus Medina, ein arabischer Bär, kommt und tut die Ehe vollziehen mit 9 und fasst eine 9-Jährige an. Das geht nicht, Bruder, ums Verrecken. Das kann man nicht dulden. Das nein, geht absolut nicht. Guck mal, ich sagte nur, was ich befürchte. Ich habe das jetzt verstanden, was du gesagt hast, und natürlich ist es schlimm. 100%, darüber muss man gar nicht reden. Was ich befürchte, ist, dass das erstens, guck mal, was es könnte erstmal aus dem Kontext gerissen sein. Du weißt nicht, was die vorgeschrieben haben. Guck mal, klar ist es schlimm, egal, ich will es nicht gut reden. So, erstmal könnte es aus dem Kontext gerissen sein. Zweiter Punkt, was enorm wichtig ist, was viele nicht wissen, dass die Übersetzung auch nicht 1:1 ist. Guck mal, die arabische Sprache ist sehr, guck mal, ich sag's als Libanese. Okay, wir machen es auf ist sehr, sehr komplex. Du kannst es nicht 1:1 übersetzen. Dafür gibt es, guck mal, zum Beispiel, für viele Verse im Koran, die zum Beispiel jetzt in deutscher Übersetzung sind, ja, die jetzt im Buch in deutscher Übersetzung stehen, wenn du es 1:1 übersetzen willst, geht gar nicht. Genauso wie wenn du zum Beispiel die türkische Sprache hörst, kannst du auch nicht vieles 1:1 übersetzen, weil vieles sind so. Okay, dann lesen wir es mal vor. So gemeint sein. Ja, lies mal vor. Ist gut. Okay, kein Problem. Babylon. 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 Aber sag mir jetzt nicht, der ist jetzt AFK. What's up? Can you read it in Arabic and explain it to our brother Ihab, please? Yeah. Haddathana Muhammad bin Yusuf. Haddathana Sufyan. An Hishami. An Abihi. An Aisha. So Aisha is talking. Radiyallahu. Go ahead to the right. Allahu anha. Inna Nabi sallallahu alayhi wa sallam tazawwajaha wa hiya bintu 6 sinin. So Aisha is saying she got married the Prophet and she was 6 years old. Let me finish reading. Go to wa dkhalat alayhi wa hiya, and he did dingy dingy with her when she was 9 years old. Ja, das habe ich schon verstanden. Er macht sie auf Englisch, ich habe schon verstanden. Okay, also Ihab, bei allem Respekt, ich weiß, du machst gerade Ramadan. Es ist schwer. Ich weiß, es ist schwer. Ich sag's dir nochmal. Wenn ich an deiner Position wäre, das ist sehr, sehr schwer. Und ich könnte dir niemals sagen, hey, leave your religion, do this. Aber bei allem Respekt, Bruder, das ist eine falsche Lehre. Ich kann dir nur eine schöne Sache von meiner Sicht aus sagen, ja? Rette deine Seele, es geht um deine Ewigkeit, Bruder. Und ich hoffe, dass du das erkennst und ich hoffe, dass du die Dinge, die da drinnen stehen, die satanischen Verse, Bruder, bei allem Respekt, ich beleidige dich nicht, aber bei allem Respekt, dass du, ich könnte dir so viele Sachen zeigen, wo du geschockt sein wirst, aber das wollen wir nicht, okay? Es ist egal, ich kann dir nur sagen, ich hoffe, dass du diese Dinge erkennst und es merkst und selber sagst, okay, davon distanziere ich mich. Okay. Ja, wie gesagt, es gibt wirklich Verse, sowohl im Koran als auch in der Bibel, als auch in der Tora, die einfach nicht korrekt sind. Darüber muss man nicht reden, weißt du, die auch nicht zur heutigen Zeit passen. Das habe ich dir aber erklärt.
Aber nein, lass mich kurz aussprechen, dann kannst du in Ruhe weiterreden. Du weißt ja, ich gebe dir auch ohne Probleme Zeit, dich zu äußern. Nur wie gesagt, ich bin zum Beispiel jemand, ich hinterfrage sehr viel. Ich bin nicht jemand, der, klar, im ersten Moment hört sich das einfach sehr schlimm an, darüber muss man nicht reden. Ich bin trotzdem jemand, der viel hinterfragt, der auch sich einliest und einlesen wird, definitiv. Und ja, ich meine, du bist ja öfters online. Ich werde nochmal live kommen und dann werden wir darüber reden, ganz in Ruhe. Hey, weißt du, was ich eat finde? Ich bin wie gesagt jemand, der Sachen hinterfragt, ganz einfach so. Aber das, was du gesagt hast, klar, im ersten Moment, du hast mir schwarz auf weiß präsentiert. Ich bin jetzt nicht so belesen in dem Thema, dass ich da jetzt großartig mitreden kann. Aber wie gesagt, mal du kennst meine Message ist auch klar. Ja. Weißt du, was ich bewundere? Du hast Respekt. Du redest entspannt. Du schreist nicht. Du bist jemand, der hinterfragt. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil wer sucht, der findet. Wer sucht, der findet. Nur ein Heuchler würde sagen, ah nein, der labert, aber kennt sein eigenes Buch nicht. Aber was ich bei dir gut finde, du hinterfragst wenigstens. Du hast Anstand, du hast diesen Respekt, ja. Und ich kann mit dir reden. Viele verstehen das nicht. Viele kommen rein und sagen, ah, guck mal, dieser muslimhassende Flex schon wieder. Nein, darum geht's nicht. Es geht hier nicht um nein. zu hassen. Das ist nicht mal, ey, sag das mal, ist nicht mal das. Aber genau Ziel. Deswegen, Flex, guck mal, genau deswegen bin ich doch reingekommen. Es geht ja nicht darum, ich weiß. Guck mal, jetzt haben ein paar Leute geschrieben, hier, lass dich nicht in die Irre führen und so weiter und so fort. Oh Gott, schon nein, wieder. Nein, guck mal, ich sag dir eine Sache, wie es ist. Ich bin wirklich, Alhamdulillah, wirklich, Gott sei Dank, weißt du ja, ich meine, du kennst ja die Bedeutung, ich bin wirklich glücklicher Moslem. So ist es nicht. Mir geht's, guck mal, du, Flex, du kennst meine Message, ich habe dir das von Anfang an gesagt, mir geht's einfach nur darum, dass mir wichtig ist, dass nicht gespalten wird. Aber nichtsdestotrotz bin ich offen dafür. Es gibt ja Leute, die sind nicht offen dafür. Leute, die wollen sich nicht damit auseinandersetzen, was in der Bibel steht, was im Koran steht, was in der Tora steht. Ich bin offen für sowas, weil das sind trotzdem am Ende alles Bücher, heilige Bücher. Weißt du, wie ich meine? Deswegen, mir ist erstmal wichtig, dass man sich austauscht. Und klar, richtig. Sollte man immer Sachen hinterfragen. Du musst, weil, guck mal, man sollte nicht alles blind glauben. Man muss immer erstmal Sachen hinterfragen. Okay, wieso, weshalb, warum ist es eigentlich so? Weißt du, wieso richtig. Ist es so? Wieso steht es gleich, so? Egal, ich bin gleich wieder da. Du kannst so lange noch mit Babylon reden. Babylon, are you there? Nein, alles gut. Flex, ich bin jetzt auch sowieso da. Aber nein, nur damit du kurz verstehst. Du hast meine Message verstanden. Du hast meine Message verstanden. Ich glaube, die Zuhörer hier auch. Gib mir eine Sekunde. Babylon. Habibi, how are you doing? انت من وين؟ العراق من العراق يعني فكتك عربي طبعا عربي فرنسي انجليزي وارامي بس ساكن هون بالمانيا وين؟ بالامريكا بالامريكا وين بالامريكا؟ اريزونا تمام انت من وين؟ انا ساكن بالمانيا بس من لبنان حبيبي so jetzt nein wie gesagt Flex meine message ihr habt meine message bekommen ich wünsche euch einen schönen Abend und wie gesagt versucht einfach oder ich meine du machst das ich glaube du machst das sowieso nicht aber versucht nicht Hass zu predigen weißt du ich meine versucht einfach dass wir alle zusammenbleiben keine Ahnung dass wir alle zusammenbleiben dass keiner den anderen hasst, weißt du, kein anderer Glaube gehasst wird, dass jeder akzeptiert es so viele, wie es ist. Viele sehen das aber als Hasspredigen, aber es ist, ich bin einfach nur direkt. Das heißt also, wenn jetzt etwas da drinnen steht, dann spreche ich es auch direkt an. Das ist nicht mal Hasspredigen. Viele verstehen das nicht. Viele sagen dann, guck mal, der ist ein Hassprediger, dieser Muslim-Hassende. Nein, die Leute checken nicht, dass ich nur zu direkt bin. Ich bin einfach direkt. Weißt du, wenn ich etwas lese, dann knall ich das direkt ins Gesicht und sage, hey, boom, das steht so drin und nicht anders. Ja, nein, guck mal, das Ding ist, ich habe das ja seit 2-3 Wochen verfolge ich das ja ein Stück weit. Es bezieht sich ja nicht nur auf dich. Ich sage, ich krieg ja vieles mit und ein paar Leute haben mich auch nicht reingelassen. Auch Muslime unter anderem haben mich nicht reingelassen, weil mir geht's einfach nur um diesen einen Aspekt, dass halt Hass, also nicht Hass, aber so, ich habe Recht, du hast Unrecht. Dieses die ganze Zeit, wer hat Recht, wer hat Unrecht, wer hat Recht, wer hat Unrecht.
Alter, lass doch einfach die Leute leben, wie sie wollen. Das ist, guck mal, jedem das sein. Ich meine, klar, man versucht jemandem so das Richtige mit auf den Weg zu geben, weil am Ende des Tages müssen wir uns alle vor Gott rechtfertigen. Weißt du, am Ende des Tages gehen wir alle denselben Weg, wenn wir oben vor Gott stehen, aber nichtsdestotrotz muss sich jeder vor Gott rechtfertigen. Und aber du darfst eine also Sache. Jetzt vor allem jetzt auch an Ramadan. So, das ist für mich noch ein wichtigerer Punkt. Dass man gerade jetzt auch keinen Hass predigen soll. Genauso wie bei euch, wenn bei euch heilige Tage sind, weißt du? Dass man als Moslem das respektiert. Genauso, dass man es als Christ respektiert. Dass man einfach sagt, okay, weißt du was, das ist seine Sache. Ich versuche ihn jetzt auch nicht negativ zu beeinflussen. Ich meine, tust du ja gar nicht. Aber ich hoffe, du verstehst, was ich sagen will. Dieses Entzweien geht mir einfach auf die Nerven. Dieses Moslem, Christ, Jude, Moslem, Christ, Jude, du bist falsch, ich bin richtig. Das ist der einzige Punkt, der mich stört seit 2-3 Wochen, wo ich sage, Junge, lasst doch einfach jedem so leben, wie er möchte. Warum? Weißt du, warum machst du das? Also, eine Sache. Ja, alles gut. Eine Sache darfst du bitte nicht vergessen. Es geht hier nicht um zu spalten. Es geht darum, es geht um die Ewigkeit. Guck mal, wenn du Jesus Christus nicht anerkennst, ja, dann gehst du auf Ewigkeiten verloren. Warum? Weil Jesus Christus sagt selber, ich bin der Weg und das Leben und die Wahrheit. Aber wir erkennen ihn doch an. Also ich meine, guck mal, ja, okay, für euch, ihr sagt, er ist Gottes Sohn. Sagt er, ist er Gottes Sohn. Guck mal, weißt du, woran... Für uns ist Jesus ein Prophet, also Isa ist ja für uns ein Prophet. Und du, guck mal, für uns, Jesus ist ja mit die wichtigste Person überhaupt. Und deswegen, also, ich weiß nicht, ob es, vielleicht gibt es ja auch Muslime tatsächlich, die sagen, nee, das ist nicht so. Und die Jesus vielleicht nicht so respektieren. Aber Bruder, Jesus für uns, für mich, für meine Familie, mit die höchste Stufe. Oder mit die höchste, mit nein, der die wichtigste. Die höchste Stufe ist bei euch Mohammed. Na, ich sag ja mit die höchste Stufe. Ich sag ja mit die höchste Stufe. Guck mal, Jesus ist für uns nicht irgendwer. Ich hab. Ja. Sollen wir mal ganz ehrlich sein? Die höchste Stufe, ihr stellt Mohammed vor Isa. Nochmal, ich habe dich nicht gehört, sorry, Isa, Verbindung Isa, war überzeugt. Isa ist nicht die höchste Stufe. Erwähnst du in deinem Gebet Mohammed, Rasul oder sagst du Isa? Mohammed, Rasul, ja. Dankeschön, jetzt bist du ehrlich, das gefällt mir. Wäre das jetzt jemand anders, der würde lügen und sagen, ah doch, aber du hast gerade eben gesagt, wer wird erwähnt? Mohammed, Isa wird nicht erwähnt. Oder das geht. Ich meine, das geht. Das Gebet kennt ja jeder. Aber guck mal, nichtsdestotrotz, ich werd mir meine Gedanken machen, klar. Aber wie gesagt, meine Message ist inshallah, also hoffentlich wirklich angekommen bei euch allen. Ich wollte auch keinen Hass predigen, um Gottes Willen. Ich finde das gut, dass man da offen drüber kommunizieren kann. Ich glaube, du hast auch respektvolle Zuhörer. Ich hoffe, du hast respektvolle Zuhörer. Und deswegen, also ich wünsche euch einen schönen Abend. Mach ruhig so weiter, aber. Wie gesagt, meine Message kennst du. Ich hoffe, dass du auf jeden Fall die Sachen hinterfragst. Ich hoffe es wirklich von ganzem Herzen. Ja. Alles weißt du warum? Ja. Weil ich war mit einem Fuß selber da drinne, fast. Und ich habe gemerkt, wie meine Füße gebrannt haben. Und ich bin Gott froh, dass ich es nicht anerkannt habe, dass ich es nicht angenommen habe. Bin ich ganz ehrlich zu dir. Ja. Ne, verstehe. Ne, aber wie gesagt, ich find's gut. Ich find's gut. Das war eine offene Unterhaltung. Und ja, wie gesagt, Flex, schönen Abend dir und deinen Zuhörern auch. Wir hören uns. Alles klar. Ja. Alles danke, klar, danke. Ja, kein Problem. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. So, gut. Also Leute, ihr seht. Er war auf jeden Fall sehr, sehr respektvoll und das ist schon mal sehr gut, ja, mit ihm konnte man reden, man konnte mit ihm sich unterhalten. Ich trinke jetzt auch gleich einen Tee, Leute, weil mein Hals kratzt so widerlich, ne? Ich trinke jetzt auch gleich was. Leute, wir machen jetzt an dieser Stelle, ich bin ganz ehrlich, eine kleine Pause. Ich merke schon, ich muss was essen. Ich habe jetzt locker seit 2-3 Stunden nichts gegessen. Ich muss was essen. Ich trinke dann nochmal was. Ich mache noch Honig ein bisschen ins Tee. Dankeschön. Danke, Schwesterherz. Ne? Nia. Aleju, Dankeschön. Danke, Aleju. Vielen, vielen Dank. Ich mache jetzt an dieser Stelle
an dieser Stelle mache ich eine kleine Pause. Mein Hals ist tot gerade, ich muss echt was trinken, Leute. Ich küsse doch eure Herzen, Mann, Leute, ne, für eure Unterstützung und für den Support. Wir haben heute 217.000 Likes geknackt. Eigentlich war das Ziel 500.000 Likes. Also wenn wir schon 1 Million Likes knacken, ja, dann müssten wir eigentlich die Hälfte heute knacken, ja. Also Leute, zum Thema Support. Ich dachte, wir knacken die 500.000 Likes. Leute. Also vorgestern haben wir eiskalt die 1 Million Likes geknackt und heute tippen wir hier nur die 200.000 Likes. Also Leute, das ist, was soll denn das? Also haben Leute, jetzt 1 Million Likes? Yeah, yesterday, 2 days ago I had 1 million, yeah. Wow. He nice. Said, wow. Yes, 2 days ago, I had 1 million likes. Good job, good job, good job, guys, yeah. Good job. 1 million, because the Christianity is so strong, our people are so strong, of course we're going to get 1 million. For Christian streaming, I'm going to be honest to you, Babylon, we are very strong, very, very strong here. Good job, yeah. So that's what I like to hear. Oh yeah, absolutely, absolutely. Also, deswegen, for everyone, Babylon, I don't know, are you going to be there later? If you need me, just shoot me a message. Okay, Elia, Bruder Herz, no bist du auch später da? Bin auch dabei, Bruder. Okay, also Leute, ich glaube, wenn alles passt und wenn Land der Träume mich nicht holt, ja, dann bin ich vielleicht nochmal um 0 Uhr da. Also 0 Uhr komme ich nochmal. Seid ihr auch alle da, dann bitte alle mal Daumen nach oben oder ein Herzchen. Wisst ihr was? Alle mal ein Herzchen für Jesus Christus, der später dabei ist. Ne? Ich küsse doch eure Herzen. Ne? Und alle, die mich unterstützt haben, Leute, ich liebe euch von ganzem Herzen. Ja. Und ich weiß jetzt nicht mal, was ich später thematisieren soll, wenn ich ganz ehrlich bin. Über die Sünden vergeben werden wir vielleicht später sprechen. Ja, da habe ich einige Verse. genau. Ich küsse eure Herzen. Babylon, I love you. I love Elia. I love you guys. Love you, brother. Love brothers, you, brother. I'm gonna be back God later. God bless you all. Yes. Yeah, yeah. No problem. Peace out. Bye. Bye-bye. Peace out.